Habe ich auch noch nie erzählt. Ich habe ja einmal in meinem Leben einen Shitstorm bekommen. Echt? Nur warum? Einmal. Weil ich einen Casino-Stream moderiert habe. Von einem Freund. Wie kam es dazu, dass du zur Therapie gegangen bist überhaupt? Ich habe selbst reflektiert. Ich habe mir selbst eingestanden, was für Probleme ich habe. Es ist sehr gefährlich in diesem Business. Ja, wenn du nicht stark genug bist, dann solltest du diesen Business gar nicht anfangen. Weil du kriegst von außen so viele negative Einflüsse. Weißt du was, Tim? Ich bin einfach so gezeichnet und ich habe ein bisschen daraus gelernt. Aha. Guck mal, ich habe die letzten 3 Jahre über 600.000 Euro verloren. Mhm. Sind da weg. 600.000 Euro weg. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute kommt ein Podcast, in dem ich wahrscheinlich, Eddie hat gesagt, ich habe noch nie so viel gelacht in einem Podcast. Und Cheyenne, viele von euch werden Cheyenne kennen, manche kennen ihn nicht. Und für die Leute, die ihn nicht kennen, ich habe ihn kennengelernt und ich muss sagen, was ihn für mich einfach zu einer besonderen Person macht, ist, ich habe selten mit jemandem so viel gelacht. Der Mann ist wirklich frei. Der kommt in den Raum mit einer Energie, mit einer Positivität und auch wie er Leute mit sich zieht, so ey, das hört sich gerade wirklich so an, als wäre das hier so ein kleines Lutschfest von mir, aber Real Talk, ich finde den Typen krass inspirierend. Also ich habe wirklich auch ein Faible für so Leute, die eine große Fresse haben, die Jokes machen, die sich abfucken über Dinge und die einfach ehrlich sind. Ich finde solche Leute extrem sympathisch und ich muss sagen, bei Cheyenne auch, er hat eine riesen Bandbreite von Lebenserfahrungen, über die wir reden, seine psychischen Probleme, wo er sehr offen darüber spricht, Meinungen, die er hat, wo er ganz offen dazu steht und das Ganze macht er einfach mit einer Lockerheit und mit einem Witz, wo ich einfach sehr erleichternd und befreiend finde in dieser Zeit von Cancel Culture und Co. Deswegen war es für mich wirklich ein riesen Genuss. Deswegen geht der Podcast so lange, weil ich habe richtig Spaß gehabt an diesem Podcast. Und es ist einer dieser Podcasts, wo ich einfach mit noch mehr Energie rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Deswegen, ey, Cheyenne, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Es war ein richtig geiler Tag. Und ich hoffe, dass ihr den Podcast auch nur halb so gut findet wie ich. Deswegen viel Spaß mit dem Podcast. Und bevor es losgeht, vielen Dank für die fette Resonanz, was die Turtlenecks angeht. Ich habe viele Bilder von euch bekommen. Ihr seid extrem zufrieden mit der Qualität. Es geht auch direkt weiter. Nächste Woche Sonntag wird CC4 droppen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt und auch Early Access und so bekommen wollt, dann kommt einfach in den WhatsApp-Kanal. Da werdet ihr informiert über alles. Und ansonsten geht auf olakala.de. Dann werdet ihr sehen, wir haben immer neue Sachen da. Wir haben über 200 Produkte online. Die Brand wächst und gedeiht. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast und vielen Dank für euren Support. Ganz am Anfang, als ich nicht kannte, ich dachte, okay, Straßenumfragen, blablabla. Dann habe ich gesehen, das ist für mich so, wie ich dich gerade oben erlebt habe. Ich liebe so Menschen. Wirklich. Also, du bist dummwitzig. Du sagst, was du denkst und du hast so eine, auf so eine sympathische Art und Weise sagst du die Sachen, die jeder denkt, aber keine Art hat, das zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich liebe solche Menschen. Ich liebe solche Situationen. Und gerade ist so eine Sache für mich, das fuckt mich voll krass ab. Ich bin jetzt auch mit diesem Podcast immer mit, ja, ich habe ja alles Mögliche da, habe ich mal einen Professor da, dann da. Und dann hast du auch dieses Cancel-Umfeld, wo ich dann auch selber, obwohl ich eigentlich eher da, ich bin nicht so witzig wie du, aber ich bin eigentlich privat genauso direkt, fehlt mir das. Also mir fehlt es krass. Ich hatte gestern eine Situation, wo ich mit Nico hier im Stream war und dann habe ich was angeguckt und war ich so, oh nein, das wird falsch verstanden. Leute checken diesen Humor nicht und so. Und dir ist das komplett scheißegal. Also so für mich, allein dich in diese 10 Minuten, wo ich dich oben gesehen habe gerade, das war für mich pure Inspiration. So. Es war so, ey, dieser geil. Typ ist frei. Danke. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und auf der anderen Seite ist aber selten, dass jemand so frei ist, aber gleichzeitig so seine psychischen Abgründe und Probleme so gut kennt, und trotzdem so frei ist. Ja. Checkst du, was ich meine? Ja, das ist ein Widerspruch eigentlich. Ich kenne sehr wenige Leute, die das können. Und das ist für mich so, diese beiden Seiten an dir, das fasziniert mich. Wenige Menschen kriegen das in eine Person rein. Danke. Also. Boah, ich wurde noch nie so herzlich begrüßt. Ey, nein, ehrlich, ich guck wirklich, also ich, Real Talk, für mich ist das, wie du mit Menschen umgehst, wie du da reinkommst, was für eine Energie du bringst. Alter, auch gestern, ich habe dein Video nochmal geguckt über deine Depression und so, wo du gesagt hast, dass Nizar dich da 5, 6, 7, 8 Stunden zum Lachen gebracht hat, damit du in diese Videos gehen kannst. Das ist, ich glaube, viele Menschen sind sich darüber gar nicht bewusst, was das für eine Energie ist, Alter. Die hast du in Deutschland auch nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, ich sag mal so, in Deutschland ist das alles sehr monoton. Ja? Es ist so, ich klatsche mal jetzt nicht laut, weil vielleicht sehen mich ja Leute und es gehört sich nicht. Oder ich lache jetzt nicht so viel, ich verberge jetzt meinen Mund mit meiner Hand, dass die Leute nicht meine Zähne sehen. Und ich glaube, dieses kontrollierte Verhalten, was wir an den Tag legen, wird dir irgendwann hier eingetrichtert. So wächst du einfach auf. Und zum Beispiel, wenn du jetzt als Stand-Up-Comedian, wenn ich zum Beispiel bei Nizar oder bei anderen Stand-Up-Comedians auf die Show gehe, merke ich, dass die neue Generation Stand-Up wieder cool macht.
Yeah. So, und es ist dann wie in Amerika, wo du siehst, die Leute rasten aus, so Schwarze tun sich gegenseitig so umarmen und rasten richtig in der Halle aus. So, und hier hast du so, Günther, nicht so laut. So, ja, ne? Ja, ja. Und das legen wir bald ab. Also ich denke, wir kommen immer mehr dahin. Und gerade so eine junge Generation, so Leute wie du, Leute, die junge Plattformen jetzt erschaffen und immer mehr machen, einfach cool sind wieder. Ja? Die bringen sehr, sehr, sehr viel Neues für die neue Generation, die jetzt vielleicht 14 sind, 15, 16. Die merken wieder was Cooles. Aber wo ich 14, 15 war, was war cool? Was war cool? Ja, weißt du's? Pac war cool. Snoop Dogg, der sah ein bisschen aus wie so ein Dobermann. Das war jetzt nicht so, ich bin cool. So mit Eminem ist cool, 50 ist ja, cool aufgewachsen. 50 Cent, oh mein Gott, 2003. Ja. Wo das rauskam. Ich als Weißer, ich dachte, ich bin schwarz. Ich bin mit G-Unit-Kette angezogen, diese Kappe, diese Baggies. Ich habe so mitgerappt. Ich war einfach so ein Weißer aus Wiesbaden. So, ich konnte ja nix. Bei mir war das zweite Klasse mit den Albanern, die dachten, die sind 50. Ich konnte ja nix. So, ich war ja nix. Der konnte rappen, der sah so aus. Ich sah aus wie ein Streichholz. Und der hat so einen Körper gehabt. Das war cool. Ich glaube, dass irgendwann die Generation, so wie wir sie jetzt kennen, wo geht das hin? Was machen die Leute? Werden die noch Fußballer? Gehen die raus? Werden die noch Schwimmer? Gehen die noch, wollen die Astronauten noch werden? Wollen die noch Feuerwehrmann werden? Ich weiß noch, 10 bis 15, 10 bis 16 habe ich gesagt, ich will Arzt werden, Feuerwehrmann, Polizist will ich werden. Jetzt sagen Jugendliche zwischen 12 und 15 haben 18 Mal ihr Geschlecht geändert. Aber wie? So, die können sich nicht entscheiden. Ich wusste nur nicht, welchen Beruf ich will. Aber ich wusste, dass jetzt ich jetzt Unsicherheit eine Ebene tiefer gegangen. Ja, ja. Wie ist bei dir passiert mit, ich kenne deinen ganzen Werdegang gar nicht. Also, wie kam es dazu, dass du Stand-Up-Comedy und generell Comedy machst? Also Stand-Up habe ich noch nie gemacht. Ja? Ich bin so reingerutscht in diese Entertainment-Branche. Sagen wir es mal so. Ich war immer so, wenn wir irgendwo draußen waren oder beim Kicken oder damals noch, wo ich in Shisha-Bars gegangen bin, das mache ich ja auch nicht mehr, war das immer so, ich war immer der Typ, der Geschichten erzählt hat. Ja, ja, okay, okay. So, der im Raum, so, der die Geschichten erzählt hat und alle haben sich darüber kaputt gelacht, so. Und irgendwann habe ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich meine sogar WhatsApp gab es, aber du konntest nur höchstens diese 2-Minuten-Videos schicken. Dann wurde das, es ging nicht mehr. Du konntest nicht wie heute einfach 10 Minuten schicken. Da war so eine Sperre drin. Und dann wollte ich ein Video schicken, was ich gerade erlebt habe in so einem Dönerladen. Da habe ich so zwei Frauen gesehen oder zwei Mädchen, die sehr abwertig über ihren Ex-Freund geredet haben. Und ich fand die Geschichte einfach cool. Ich wollte sie in meiner Art einfach erzählen. Und habe das bei WhatsApp in meine Gruppe geschickt. Und dann stand da, ey, tut mir leid, das Video ist 2 Minuten 14. Du kannst das nicht schicken. Und dann habe ich das bei Facebook hochgeladen. Privat, aber auf meiner Privatseite. Ich wusste aber bis dato nicht, dass die Facebook-Seite eine öffentliche und Privateinstellung hat. Dann habe ich das Video einfach da hochgeladen und ich habe gesagt, hey, mir folgen 60 Leute. Und dann bin ich nach Darmstadt gefahren, kann ich mich noch genau erinnern. Es hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Ich kam an, bin was essen gegangen mit einem Freund. Und dann gehe ich irgendwann auf Facebook und sehe da irgendwie so 700 Nachrichten und irgendwie so 6000 Likes, also so Benachrichtigungen. Und ich bin, scheiße, die Chinesen haben mich gehackt. Einfach gehackt. Einfach Virus. Was passiert? Die haben meine Daten oder so, ne? Und dann gehe ich aufs Video und sehe einfach so 248.000 Aufrufe. Und ich so, wow, was ist das denn? Leute haben, ey, wer ist das? Die Geschichte ist geil. Und habe ich gecheckt, ich Idiot, habe das öffentlich hochgeladen. Dass es jeder sehen kann. Alter, krass. Und es war 2015 oder 16. Ich glaube sogar 16. Und ja, und dann haben sich diese zwei Mädels gemeldet, über die ich die Geschichte verfasst habe. Und haben gesagt, voll asozial, du machst Fame auf unseren Nacken. Prozente. Und ich so, jawohl, Teil 2. Da habe ich die Geschichte erzählt, wie sie sich melden. Und das Video hatte wieder. Und da habe ich mir eine Facebook-Seite aufgemacht, also eine Gefällt-mir-Seite damals. Und habe innerhalb, glaube ich, 3 Monaten dann 50.000 Follower gehabt. Wo ich einfach nur Storytelling gemacht habe. So im Alltag Stories, die ich erzählt habe, die ich von Freunden hatte.
Und dann irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, ja okay, das ist aber langweilig. Und dann habe ich ein bisschen im Internet geguckt, was so auf YouTube gibt. Da gab es Pranks, es gab Idiotentest, wo man noch so diese komischen Fragen gestellt hat. Was gab es noch auf YouTube? Ich glaube, dann gab es ja Same Diss You und wen gab es da noch damals? Alberto. Okay, das ist dann die Zeit noch ganz so. OG-Zeit. Genau, die habe ich dann gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich bin jetzt kein Typ, der so Pranks macht oder so Leute verarscht. Und dann ist mir eingefallen, dass Stefan Raab damals eine Sendung hatte. Viva Vision hieß die. Auf Viva. Und da hat er ganz normale Fragen random auf der Straße gestellt und hat Leute einfach befragt und hat diese Szenen in seine Show eingebaut. Und dann habe ich gemeint, ey, dann mache ich doch das. Das macht keiner auf YouTube. Einfach mal normale Fragen stellen. Und dann habe ich das gemacht und dann ist das irgendwie durch die Decke gegangen. Jemand ist gegen die Stange gelaufen. Es hat so Millionen Aufrufe gemacht. Dann kam einer, hat seinen Friseur gegrüßt. Und dann war ja ein paar Rapper bei mir, Millionär Ali Boumaier. Und dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und dann kam Nisa und hat gesagt, ey, lass mal einen Podcast gründen. Wann war das? Vor fast 5 Jahren. Krass. Fast 5 Jahren. Dann habe ich gesagt, geh mal weg. Wer guckt sich denn in Deutschland ein 2-Stunden-Video an? Wir müssen auf 6 bis 8 Minuten gehen. So, wir brauchen das. Da war ja TikTok noch nicht am Start oder so. Insta, diese ganzen Reels. Wir brauchen YouTube 6 bis 8 Minuten, höchstens 10. Sonst geht die Range, Engagement runter. Also die ganze Scheiß gelandet. Ja, ja, ja. Und ich sah so, nee, lass mal einen Podcast machen. Amerika ist das voll krass. Ich sag, ja krass, Amerika, einfach 6000 Kilometer entfernt. Ich sag, nee, lass mal. Ein halbes Jahr später kam er wieder zu mir. Ey, lass mal einen Podcast gründen. Und ich habe wieder Nein gesagt. Und dann sagt er irgendwann, vertrau mir doch, lass einen Podcast gründen. Dann habe ich gesagt, nee, lass eine Show machen. Lass so eine geile Show machen. Und damals waren wir in einem Management unter Vertrag. Und wir haben unseren Manager, gemeinsamen Manager, dann gesagt, ey, wollen wir das machen, eine Show? Ja, okay, alles klar. Dann haben wir das den bunten Tisch genannt. Und der Tisch hatte einfach nur hier so Klebestreifen. Und der war aber weiß. Und da waren so bunte Klebestreifen. Und dann haben wir gesagt, das ist der bunte Tisch. Wir laden random Leute ein. Dann haben wir einen Detektiv mal eingeladen. Und einen Reality-Star. Die 2 Folgen waren so Blamage. Boah, aber wie? Warum? Ich, gebrochenes Deutsch, sein Vater. Nisa, gar keine Ahnung, was er da genau macht. Wir haben gar kein Konzept. Kamera schlecht, Ton schlecht. Du kriegst einfach so einen Tinnitus, wenn du diese Folge anhörst. Nach 2 Folgen haben wir sozusagen aufgehört. Haben gesagt, okay, das geht nicht. Und dann ein paar Monate später kam er wieder zu mir und sagt, ey, lass mal einen Podcast gründen. Und habe ich gemeint, okay, wie geht das? Und dann hat er gemeint, ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich sage, ja, du willst die ganze Zeit einen Podcast von mir, aber sag, ich habe doch keine Ahnung mit Technik. Ich weiß nur, dass ein Podcast, wie das so funktioniert, aber ich habe keine Ahnung von der Technik. Da habe ich angefangen, YouTube-Tutorials zu gucken, Vlogs zu gucken und mal zu schauen, wie die Technik ist. Habe bei Musikfirmen angerufen, ey, welches Kabel muss ich nehmen? Ja, und dann haben wir unser erstes Podcast-Studio gemacht, vor knapp 4,5 Jahren. Crazy. So, und dann haben wir geguckt, wie viele Folgen machen die anderen. Einmal die Woche. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir 2-mal die Woche. Und dann haben wir das gemacht. Und jetzt, 4,5 Jahre später, Top 20 Comedy Podcast Charts, Top 50 Podcast Charts Deutschland. Und dieses Jahr, wenn es natürlich klappt, Arena Tour. Wieso soll es nicht klappen? Ja, man weiß nie. Du meinst Corona 2 oder? Ja, so höhere Gewalt. Wir ja, okay, schaffen okay, das okay, schon, ja, okay, aber okay. Höhere Gewalt. Man okay, weiß okay, ja nie. Okay, okay. So höhere Gewalt. Ja, das war so der Werdegang. Stand-up bin ich ein bisschen reingerutscht durch Nisa, weil Nisa ist Stand-up-Comedian. Und ich bin immer dann mit Auftritten, dann mit. Manchmal bin ich auf die Bühne mitgegangen und habe dann im Oktober jetzt letzten Jahres haben wir unsere erste Show gespielt in Frankfurt, Jahrhunderthalle. In 48 Stunden ausverkauft. 2700 noch was Tickets. Weg, erste Mal auf der Bühne gewesen als Cheyenne Garcia, das erste Mal mit den Deutschen auf Bühne gewesen. Geile Erfahrung und dann haben wir gesagt, ey komm, lass eine Arena-Tour machen. Also das war so mein Werdegang. So. Habt ihr schon erzählt, was ihr so für ein Konzept fahren werdet? Musik, Rap. Wer rappt? Ich. Was rappst du? Ja, ich kann ja kein Englisch. Das heißt, ich werde voll auf Englisch, ich werde voll auf Amerikaner machen, so auf 50. Dann gibt's Tanz, es wird eine richtige Show geben, es wird Tänzer geben, es wird Stargäste geben.
Stargäste, da darf ich noch nichts sagen. Aber eventuell auch vielleicht Übersee. Krass. Die dann kommen, weil wir haben gesagt, wir müssen das Geld nicht da unbedingt jetzt krass verdienen. Wir wollen das mehr in die Show reinstecken. Weil welche Podcaster füllen eine Arena? Und welche liefern dann noch so ab? Und welche bringen dann so eine geile Show nochmal? Weil ich glaube, das können nur wir. Weil wenn du jetzt andere Podcaster, no hate, no front, ne? Jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat meinen Respekt. Aber es gibt ja, du musst ja der Typ dafür sein. Klar, Alter, das ist was so, ganz anderes. Wenn jetzt Nisa ist ja so ein richtiger Vollblut-Animateur aus Ägypten. So, weißt du? Der ist so perfekt aus dem Hotel rausgenommen und einfach in den Podcast gesteckt. Der kann ja alles. So, und ich bin so einer, ich gucke mir das ein bisschen ab, klaue so, was er macht. Ja, ich muss nicht so viel arbeiten, ich muss nur gucken, was er macht. Und dann gehe ich auch auf die Bühne. Das kann ja nicht jeder. So, ne? Einer ist ein bisschen ruhiger, der andere macht nur Stand-up. Wenn man jetzt dir ein Mic gibt und sagt, ey, geh mal mit Enscope auf die Bühne und fang an, mal so eine Show zu machen. Zu rappen, tanzen. Wenn du üben wirst, kriegst du es hin. Ja, aber ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin so Typ für langweilige, lange Gespräche. Das ist so mein... Das ist meine Profession. Nein, aber ey, ich finde schon, guck mal, weißt du, was geil ist, wenn du als Comedian so Podcasts machst, ist einfach unterhaltsamer, weil du brauchst gar nicht so die ultra krassen Inhalte. Ja, du kannst einfach nur Scheiße labern. Genau. Also jetzt nicht, dass das schlecht ist, sondern das ist halt ein krasser Skill. Auch Kunst, und es macht übel Spaß zuzugucken. Deswegen finde ich, es ist wahrscheinlich Joe Rogan auch so krass erfolgreich. Weil der kann mit vielen verschiedenen Leuten reden, aber der connectet mit jedem auch irgendwo mit Humor. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn natürlich der Empfänger es zulässt. Ja. So, wenn er es zulässt, da gab es ja auch schon ein, zwei Folgen, wo es nicht so der Fall war. Ja, wie ist das für euch, wenn ihr da, das was ich mich immer frage, so, ne? Ich habe das ja selber auch voll oft, dass ich dann hier so, wenn der Vibe mit dem Gast geil ist, dann zum Beispiel für mich ist, ich habe immer hier Vorbereitung, bla bla bla, ganzen Scheiß. Und Digga, ey, 10 Minuten mit dir oben, weiß ich, ey, besser als 20 Seiten Vorbereitung. Weißt du, was ich meine? So einfach, weil ich weiß, so, das passt. Das passt für mich. Aber dann gibt's Gäste. Oh. Ja, kenn ich. Wie so Wadenkrampf. Bruder, ich bin hier, ich lauf raus, als wäre ich im Bergwerk gewesen. So, Bruder. Ja, geil. Ich lauf so raus, sagst du, ey, Jungs, ich hab echt alles gegeben. Ich bin wahrscheinlich übel scheiße, aber Bro, was ist denn los mit dem? Ja, da musst du die Frage stellen, was passiert? Ich frage mich das heute teilweise noch, was ist passiert? Was ist passiert? Du musst dir echt immer die Frage stellen, warum, weshalb? Wir haben vorhin gesprochen, Reflexion. Ja, es macht auch nervös, der ganze Scheiß. Genau. Und dann irgendwann, zum Beispiel bei Nisa und mir ist das ja das Problem, wir sind ja in echt wirklich sehr, sehr gute Freunde. Wir sind wie Brüder, wir sind Familie. Das heißt, das ist nicht nur einfach ein Podcast-Ding, was zusammengestellt wurde oder was funktioniert, sondern wir haben ja privat mehr zu tun als im Podcast. Und, und wenn dann zwei Freunde, jetzt guck mal, wie wir oben geredet haben und wie wir jetzt reden. So, ne? Kannst du auf Kamera reden? Ja, so schon, ja, aber dann werden wir gesperrt oder nicht monetarisiert. Oder wir sind gelb auf jeden Fall. Scheiß drauf, lass gelb sein. Deswegen, und dann irgendwann vergisst du die Kameras und dann redest du nur mit deinem Freund und dann sitzt ja auch noch Reda in der Regie. Das heißt, du hast ja gar keine Ängste. Du bist ja in deinem Raum, du redest mit deinem Freund, dein anderer Freund macht die Regie und du vergisst die Kameras. Deswegen kommt manchmal so Scheiße raus vor uns. Aber müsst ihr viel schneiden oder gebt ihr keinen Fick? Oder wie, wir wie schneiden so, fast nie. Wie ist es für dich so, wenn, keine Ahnung, Alter, jetzt so zum Beispiel oben, als wir da waren und du sagst dann, ey, von Marok bis Ölauge bis dies, das, alles. Wie ist, also, ich... Guck mal, das ist ja immer dieses Ding. Ich lache darüber, weil ich kann echten Rassismus und Humor unterscheiden. Ja, weil du intelligent bist. Aber Bruder, wie viele Menschen, wenn du das oben jetzt öffentlich... Gott, was hat der gesagt? Ich lache mich kaputt. Ja, so teils, teils. Aber wenn ich sage, guck mal, die dreckigen Maroks, so, dann wissen die Maroks, was ich meine. Ja, ich weiß, was du so, die wissen ja, die kennen ja ihre Landsleute. So, die kennen ja auch mich. Das heißt... die verstehen ja den Humor. Ne? Und die, wenn ich so über so Marus von Constable Wache rede, dann wissen die ja genau, die sagen ja selber so, oh, du Scheiße. So, Bruder, wo hast du uns hingebracht? Ne? Da gibt's, kann man ja offen sagen, so Deutsche sagen dann, oh mein Gott, das kann man nicht sagen, aber die lachen darüber. Ja, das ist... Die lachen darüber. Ja. Guck mal, einmal, ich habe ja ein Restaurant in Wiesbaden und ich habe mal eine Comedy-Veranstaltung gemacht.
Da läuft ein Typ vorbei, älterer Mann, 80 Jahre alt ungefähr, und sagt so, ey, was ist das für eine Allah-Wakbar-Veranstaltung hier? Ich habe mich totgelacht. Ich hab mich kaputt gelacht. Und dann sage ich, ja, hier wird, der so, versteht man das, was hier erzählt wird? Sag ich, ich weiß nicht, ob Sie die Sprache können, aber es ist Deutsch. Ja, gut, macht nicht so lang, sonst rufe ich die Polizei. Er geht. Was willst du dich da aufregen? Der Typ ist 80 Jahre alt. Ja, ja. So, der kommt von einer ganz anderen Generation. Und man muss da differenzieren, was darf man noch, was darf man nicht. Und ich finde, man darf darüber lachen. Weil Humor ist ja auch ein Instrument oder ein Werkzeug, dass wir mal auch mal die Gesellschaft kritisieren können oder auch mal wieder dran erinnern, was war. Wenn wir alles totschweigen oder alles verharmlosen oder nie darüber reden, werden ja die nächsten Generationen gar nicht mehr wissen, was bei uns passiert ist. Was ist denn in unserer Zeit passiert? Wenn man zum Beispiel, jetzt guck mal, Russen, Ukraine, da darf man ja gar nichts sagen, ne? Da ist man direkt so abgestempelt als Putin-Befürworter. Aber wenn es jetzt Comedians, was ich jetzt auch live gesehen habe, Witze darüber machen, dann machen sie sich humoristisch einfach lustig über die Situation, dass man auch die Situation anerkennt und annimmt. Verstehst du, was ich meine? Aber verstehst du, wir brauchen ein bisschen Humor. Ey, ich verstehe es komplett. Viele Leute sagen so, ey, nee, du darfst dich über das nicht lustig machen, das nicht lustig machen, das nicht lustig machen. Ja, aber was machen wir dann? Wo kommen wir da hin? Das so, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn sich das Leute dann denken, das gar nicht ansprechen und dieser Frust immer größer wird. Und ich glaube, Humor ist einfach wie so ein Ventil, der so Druck ablässt. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Hm? Das ist so dieses, der kommt dann und der sagt diese Allahu Akbar-Veranstaltung mäßig und dann lachst du und auf einmal geht er mit Connection mit dir raus. Hm. So, weißt du, so, okay. Vielleicht hat er davor gedacht so, ah, scheiß Ausländer. Vielleicht hat er wirklich gedacht. Der denkt das immer noch. Ja, aber er denkt... Ich hab das nicht geändert. Aber ist mir egal. Aber vielleicht ein bisschen besser auch. Ja, es ist ein bisschen besser. Es geht ja auch darum, das sagt auch in Isa immer sehr oft, wir müssen uns benehmen. Es bringt nichts dagegen, mit Aggressivität irgendwie versuchen, was zu bekommen oder Respekt zu bekommen. Dein Verhalten, was du an den Tag legst, überzeugt Menschen. So, wenn ich darüber rede, stimmt, oder wenn zum Beispiel Leute in meinem Restaurant sind, die sehr rassistisch sind, sehr. Wirklich, meine Gäste sind sehr rassistisch. Wo ich auch teilweise die rausschmeiße. Habe ich kein Problem damit. Was ist so für dich rote Linie oder wie benehmen die sich dann? Du kannst sagen, was du denkst. Ja. Egal, was du sagst. Du kannst heute oder jetzt auch oben zu mir sagen können, ey, ich feiere nicht, was du persönlich, ich feiere nicht das, was du im Internet machst, aber persönlich finde ich dich interessant. Mhm. Ich wäre genauso hier gesessen, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Respekt, wie ich es jetzt tue. Mhm. So, das ist für mich keine rote Linie. Für mich ist eine rote Linie, wenn du heuchlerisch bist. Okay, verstehe. So, wenn du mir ins Gesicht lachst und dann im Hintergrund, also man merkt aber deine Art, du magst mich nicht, aber du lachst mir ins Gesicht, weil dann kann ich dich überhaupt nicht ernst nehmen, ja, so wie 90% der anderen YouTuber, die ja so sind. So, hi, ha, hi, ha. Warum veränderst du deine Stimme? Warum hast du eine andere Frequenz? Red doch normal. Ja. Und das sind so Sachen, da ist so eine rote Linie bei mir. Und wenn du wirklich asozial rassistisch bist, dass du sagst, so zum Beispiel, keine Ahnung, scheiß Afghanenkinder, scheiß Iranerkinder oder so, ey, scheiß dreckigen Iraner, geht zurück in euer Land. Da sage ich immer so, Bro, chill mal ein bisschen oder so, ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, und, hast deine Cousine auch schon geheiratet? Dann finde ich das lustig, weil das so ein Klischee ist. So, ja, ja, ja. Ja, und das stimmt ja auch teilweise von den Leuten. Ist ja nicht so, dass man das so bei den Haaren hergezogen hat. Ja, das ist echt. So, verstehst du? Deswegen, das sind so Unterschiede, die ich schon mache. Ja, das ist... Über was lachst du denn? Ey, über alles, was du lachst, Digga. Also, ich glaube einfach, dass ich das wahrscheinlich so nicht so ganz ausleben kann. Glaub, okay, würdest du lachen? Wenn, was? Würdest du lachen, wenn du ihn sehen würdest, während er in der Turnhalle, natürlich mal auf einer Matratze, so einen kleinen Wüchsigen einfach umgeben würde? Ja. Würdest du echt auch lachen? Also, du war richtig lustig. Ja, aber wer würde darüber nicht lachen? Es gibt viele. Echt? Der hat Gefühle und so. Was will er machen? Sollen wir das Bein kratzen? Oder so? Das sind so Sachen. Guck mal, auch in den 90ern in Australien gab es ja einen Wettbewerb, wo man Kleinwüchsige geworfen hat. Es gab eine richtige Challenge.
Das war immer so ein Tag-Team, so ein Team. Da war immer so ein großer, starker und ein kleinwüchsiger. Und der am weitesten gekommen ist, der hat gewonnen. Und dann wurde irgendwie so Menschenrechtsorganisationen haben sich da eingemischt, voll dumm. Ja, aber die Kleinen hatten doch auch Bock drauf. Ja, klar. Ja, also was ist das Problem? Ey, nee, ich finde, also Real Talk, ich finde das so als Gesellschaft voll die spannende Frage. Und ich finde, das ist wahrscheinlich auch die Funktion von Comedy, ist, dass du halt die ganze Zeit diese rote Linie in Frage stellst und dass du immer so einfach auch provozierst. Und ich persönlich, ich glaube, es geht auch wahrscheinlich mit 80% der Menschen geht so, ich fühle mich so, als würde ich keine Luft kriegen von Gesellschaft. Davon. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Dieses, ey, was darf man sagen, was nicht, was, wie kommt es jetzt dort an, was denkt der über mich, wenn ich jetzt das und das. Und du, Digga, das ist das, was ich meine mit so Inspiration, ey, du kommst da rein, Bro, das ist so, als würde wirklich, als ey, das ist jetzt richtig übertrieben, also als, wie, es, du bist frei. Du bist frei. So, und das ist, finde ich, ich finde das krass inspirierend. Ich finde das auch, ich meine, du bist ja noch so der, sag ich mal, der gechilltere von euch beiden. Ja, der also andere. Der, du bist ja noch, sag ich mal, du guckst immer so, ja, ich muss du bist der balancieren muss. Genau, ich bin auch ein Typ, klar, mal laber ich viel Scheiße, ich lach gerne. Aber ich bin jetzt auch ein Typ, zum Beispiel, wir würden später essen gehen zum Beispiel und du redest 3 Stunden über Deep Talk, bin ich auch dabei. Oder wenn du sagst, ey, lass mal über Politik reden, reden wir über Politik. Da bin ich aber auch ernst, da kommt kein dummer Spruch von mir. Da kommt ja nicht irgendwas Lustiges. Weil ich passe mich schon der Situation an, dass ich sage, ey, wir sind jetzt gerade hier, wir reden über lustige Sachen, über ernste Sachen, kein Problem, dann kriegt man auch immer einen geilen Spruch. Aber so, wenn es richtig ernst wird, dann bin ich auch ernst. Nisa hat das nicht. Nisa ist Jim Carrey. Aber finde ich auch geil. So richtig ernst. Ich zum Beispiel auch damals, so, der hat mir ja viel geholfen wegen diesen Depressionssachen, so, wenn ich sage, boah, ich habe gar keinen Bock, ich habe einfach keinen Bock mehr, dieses scheiß Leben und so. Dann sagt er, ja klar, guck mal dich an, wie du aussiehst. Ich hätte auch keinen Bock, wenn man wirklich so aussehen würde. Und dann sagst du, ey, guck mal, das ist nicht lustig, mir geht's wirklich schlecht. Ne? Das ist wirklich schön. Und dann sagt er so, ey, normal, guck mal, wie du aussiehst. Machst du deine Haare und gehst da irgendwelche asozial auf Freien Frankfurt auf der Zeile interviewen. Ich würde auch eine schlechte Laune kriegen, wenn ich so wäre. Ey, das ist so gut, aber. Ja, das ist geil. Keiner und, sagt dir das sonst auch. Ja, und dann baut er dich auf und irgendwann willst du nicht lachen. Und er macht dann so lange weiter. Und er macht's ja so ekelhaft auch teilweise. Zum Beispiel einmal, mir ging's so richtig schlecht und dann sag ich, ey, ich hab Hunger und so. Dann sagt er, lass mich dir eine Pizza machen. Ich sag, du kannst doch gar nicht kochen. Der so, natürlich kann ich kochen. Dann hat er die einfach aus der Tiefkühltruhe geholt und einfach reingeschoben. Mit Plastik? Nein, ohne Plastik zum Glück. Und ich sag, guck mal, ich will nicht. Der so, nein, iss. Und dann legt er die mir hin. Ne, hier diese Pizza, der legt die mir genau hier hin. Und er steht aber. Und ich so, kannst du mal ein bisschen weggehen? Der so, ja, ich will gucken, wie du es isst. Dann esse ich das, der so, und geht's dir besser, mein Bruder? Sag ich, ja, danke. Der so, iss. Und dann esse ich, sagt er so, boah, die sieht aber lecker aus. Ich sage, nimm doch. Der so, nee, ich habe keinen Hunger, alles gut. Und dann esse ich weiter, dann sagt er, ja, schon unkorrekt, dass du nicht was abgibst. Sag ich, wollte dir doch gerade geben. Und er bringt dich dazu, dass du alles vergisst. Und das macht ihn als sehr, sehr guten Menschen aus, unter anderem. Das sind so Attribute von ihm, wo ich sage, er lässt nicht zu, dass dir schlecht geht. Und das hat mir viel geholfen. Viel. Freunde, der Januar ist vorbei und sehr viele Leute von euch haben sich MCI geholt. Das soll eine kleine Erinnerung sein. Geht weiter trainieren, zieht weiter durch. Ich habe richtig viele Trafos gesehen, ich habe Reviews gesehen zu der App und ich bin richtig hype. Wir arbeiten sehr hart weiter an dem Ganzen. Es ist sehr geil, wie gut MCI bei euch ankommt. Für alle, die es verpasst haben, aber trotzdem Gas geben wollen. Mit dem Code TIM bekommt ihr bei MCI immer den größten Rabatt, den wir haben, dass ihr keine Kopfschmerzen habt und irgendwie denkt, oh, muss jetzt gucken, dass ich irgendwie den besten Rabatt bekomme. Mit dem Code TIM kriegt ihr immer den besten Rabatt, der gerade läuft. Für die Leute, die nicht wissen, was MCI ist, bei MCI haben wir eine kleine Analyse, die wir 2 Minuten mit euch machen. Da stellen wir euch verschiedene Fragen, die wir so, sag ich mal, wissenschaftlich aufgestellt haben. Dann haben wir einen eigenentwickelten Algorithmus, der euch dann von einem Trainingsplan über Mobility, Cardio und auch Ernährung einen Plan erstellt und euch Empfehlungen gibt, was ihr tun solltet. Und das Ganze hört nicht dort auf, sondern der lernt auch mit euch, während ihr trainieren geht und mit den ganzen Eingaben, die ihr macht und ist der perfekte Assistent für euch, der euch wirklich hilft, bedenkenlos ins Gym zu gehen. Also ich sag's euch, ich weiß, viele Leute haben das nicht geglaubt, als ich gesagt habe, ihr werdet euch keine Gedanken machen müssen. Ihr werdet wirklich, ladet euch das runter, testet 7 Tage und wenn ihr es ernst meint mit dem Trainieren, werdet ihr sehen, ihr könnt euch nur aufs Training konzentrieren und einfach aufs Machen und ihr müsst nicht mehr nachdenken. Geht in den App Store, gebt ein MCI und ladet die ganze App runter. Aber jetzt genug geredet, viel Spaß mit dem Podcast. Guck mal, wenn du in Depressionen bist, das kennen ja die Leute, was die Leute auch nicht differenzieren können, es gibt mehrere Arten von Depressionen.
Zum Beispiel, ich war manisch-depressiv. Ehrlich? Ja, mal so, mal so. Ich war ja nicht die ganze Zeit in diesem Kellermodus, so, ne? Und sieh aus wie Trimax oder so, ne? So die ganze Zeit so monoton. Das habe ich ja nicht gehabt. Ich war ja manchmal am Lachen, Spaß, dann 2 Tage Party gemacht und dann so 4 Tage lang so. Und dann wieder mal wieder am Lachen, wieder am Party machen, ne? Voll die gute Laune, blauer Himmel, Insta-Story gesungen. Leute sagen bam, bam. Deswegen hat es ja auch nie einer gecheckt. Mm. Und dann plötzlich hast du aber wieder eine Woche wieder so eine dunkle, du machst die Vorhänge zu Jalousien runter und denkst dir, boah, ich hasse mein Leben. Das war so. Aber wenn du richtig depressiv bist, dann hast du ja dieses, du bist ja nur in diesem Kellermodus. Mm. Verstehst du? Nur dunkel, nur deep. Und du bist auf Tabletten oder so. Das habe ich ja nicht gemacht. Und das war immer so eine Achterbahn. Aber diese Achterbahn finde ich teilweise, ja, das kann man jetzt schwer sagen in der Öffentlichkeit, für mich, in meinem Empfinden war das teilweise schlimmer. Weil du hast dann so einen Erfolg, du denkst dir, ey, mir geht's doch voll gut und dann kommt wieder dieser Schlag nach unten. Und nächste Woche geht's dir wieder gut und dann denkst du so, ja, das letzte Woche war nur eine Phase. Genau. Und dann checkst du auch nicht, dass irgendwas nicht so ganz... Genau, so geht das immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und da sind, zum Thema zurückzukommen, so Leute dann wichtig, wie Nisa, oder gute Freunde oder auch eine gute Familie, die dich unterstützen, die helfen, das akzeptieren. Und da sind viele Leute leider alleine da draußen. Weil die gehen dann zu ihren Eltern, ey, mir geht's nicht gut, ich glaube, ich habe irgendwie Störungen. Ach, du hast nichts. Geh mal wieder, du hast nichts. Geh mal mehr raus, geh mal. Oder Freunde, sag mal zu deinen Freunden, ey, ich habe Depressionen oder ich brauche eine Therapie. Die lachen dich aus, machen Witze darüber. Weil die ist nicht, weil die gemein sind oder asozial, sondern weil sie es einfach nicht verstehen. Naja, weil man sieht es ja nicht. Genau. Weil etwas, was man nicht sieht, ist nichts. Ist auch keine Krankheit für die Leute. Wenn ich erkältet bin, sagst du, oh, gute Besserung. Aber wenn ich hier erkältet bin und krank, dann sagt keiner was. Oder kennt sich auch nicht damit so ein bisschen aus. Ja, und bei Ausländern sowieso anders. Es gibt ja einen klassischen Spruch, gehst du zum arabischen Arzt und sagst, ey, Doktor, immer wenn ich so mache, dann tut es hier richtig weh. Sag ich, ja, dann mach nicht so. So, fertig. Sache erledigt. Und so sind wir auch aufgewachsen, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Indianer kennt keinen Schmerz. Was du ja heutzutage nicht mehr sagen darfst, Indianer, ne? Darfst du nicht? Nein, die heißen jetzt Native Americans. Okay. Wenn ihnen dadurch geholfen ist. Ich glaube, Menschen konzentrieren sich manchmal echt viel zu sehr seit dem Internet darauf, was Menschen sagen, nicht was Menschen tun. Ja, und sehen den Unterschied zwischen also sagen und tun nicht. Wie war das bei dir, dass du so gecheckt hast, dass du da halt Probleme hast? Weil ich fand so bei deinem Depression-Video, ich habe da was anderes erwartet. Ich habe so gedacht, okay, du gehst jetzt deep rein in dich und du hast halt viel, glaube ich, aufgeräumt so mit den Problemen, die du gehabt hast durch andere Menschen. Ja. Und als wir gerade eben ganz am Anfang geredet haben, das ist ja immer so der erste Schritt. Das ist ja so dieses, okay, du hast Probleme und das zeigt dir erst, dass du ein Problem hast, wenn dann, keine Ahnung, der Vermieter kommt und sagt, ey, der Typ, der Zwischenvermieter irgendwie gemacht hat, der hat die Gelder nicht weitergezahlt. Und du hast auf einmal richtig fett Geldprobleme. Und sonst glaubt man jemand, die Leute, es kommen vielleicht Leute aus dem Umfeld, sagen, ey, der zockt dich ab oder ey, da ist irgendwas ein bisschen komisch. Leute sind immer voll vorsichtig. Und du bist so, nein, nein, das ist mein Bruder, das ist alles gut und so. Und irgendwo tief drin weiß man, irgendwas ist komisch, aber man ist immer so, nein, ach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann kommt Geld, was fehlt, oder so wird so offensichtlich. Es wird aber mit richtig viel Druck auf einmal und dann hat sich so bei dir angehört, als wären es viele Dinge, die auf einmal gekommen sind. Ja. Und wie hat sich das bei dir so bemerkbar gemacht, wo du so selber dann so realisiert hast, scheiße, Digga, ich habe wirklich ein Problem? Eigentlich hat sich das. Es war sehr, sehr schleichend alles, weil man denkt sich ja erstmal, du glaubst ja immer ans Gute. Also du denkst ja nicht mehr ans Negative. Es gibt ja Leute, die sehr pessimistisch sind. Ja, ja, ja. Und die denken ja immer nur ans Schlechte. Ja. So, und ich war ein sehr optimistischer Typ. War. Na, ich bin jetzt teils, teils. Ich bin nicht ganz pessimistisch geworden, aber jetzt langsam muss ich mal die Handbremse ziehen und sagen, ey, Leute, beruhig dich mal. Genug Geld verloren, genug Stress gehabt. Ich glaube, dass das erste Mal bemerkbar geworden ist für mich in der Therapie. Aber wie kam es dazu, dass du zur Therapie gegangen bist überhaupt? Ich habe selbst reflektiert. Ich habe mir selbst eingestanden, was für Probleme ich habe.
Weil mir ging es immer schlecht, immer diese Down- und Ding-Phase. Dann habe ich mal ein bisschen im Internet gelesen. Dann habe ich gesagt, okay, manisch, Depressionen. Keine Ahnung, nicht Selbstzufriedenheit und so weiter und so fort. Alles hast du einmal gelesen. Und dann sagst du, ja, das könnte hinkommen bei mir so ein bisschen. Ich glaube, das habe ich auch. Ja. Mhm. Ist genauso, wenn du mal liest, Kopfschmerzen hier in der Schläfe steht, okay, du hast AIDS oder Krebs. Und dann sagst du, okay, ich bin krank. Das war nicht so in dem Moment, sondern einfach mal ein bisschen recherchiert, dann selber mal drauf geachtet, wie verhalte ich mich, was verletzt mich. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass mich Erfolge oder positive Dinge sehr hoch pushen. Mhm. Zum Beispiel ein geiles Video, was viral gegangen ist. Oder ein neuer Step im Leben, wo du sagst, boah, geil, oder eine geile Kooperation. Und dann, wenn was Negatives passiert ist, genauso der starke Push nach unten. Und dann hast du einmal den Schlag so nach unten oder auch den Schlag ganz nach oben, aber es gibt keine Balance in der Mitte. Mhm. Und das ist mir ein bisschen so komisch vorgekommen. Das kam mir komisch vor, weil ich sage, hä, das ist doch nicht normal. Mhm. Keine Ahnung, mir fällt ein Glas runter und ich bin so 2 Tage down und dann habe ich eine geiles virales Video und bin ich 2 Tage happy. Aber war das so, dass du so wegen Kleinigkeiten übel Depressionen geschoben hast, oder? Kleinigkeiten nicht, aber es war dann, es hat sich gesammelt. Aha. Und dann war die ganzen Kleinigkeiten irgendwann für mich ein großes Problem und das hat mich dann runtergezogen. Was waren das so für Sachen, also was ist, was dir so durch den Kopf gegangen, als du dich so halt scheiße gefühlt hast? Also um was für Sachen hast du dir Gedanken gemacht? Am Anfang, ich muss selber darüber lachen, ne? Weil am Anfang war das so nix eigentlich. Damals, es hat geregnet und ich so, boah, scheiße, jetzt regnet es schon wieder. Mein Vater sagt, beruhig dich mal, die Bäume und die Pflanzen brauchen auch was zum Leben. Und ich so, ey, das recht. Darf man gar nicht so negativ sehen. Und rausgegangen. So, alles klar, dies, das. Boah, scheiße, ein Strafzettel. Ah, okay, scheiß drauf. Sowas am Anfang. Mhm. Gegen Ende hat nur eine Taube auf mein Auto geschissen und ich war so 2 Stunden abgefuckt. 2 Stunden, ich sag, diese Taube, ich muss die überfahren, die regt mich voll auf, ich hätte ihr Hals umgedreht und so richtig ausgerastet, wegen so einem Taubenschiss. Na, und gehst einfach zu einer Waschanlage, machst das schnell sauber, fertig. Und dann irgendwann wurden solche kleine Alltagsprobleme oder in die Scheiße reintreten, ich dachte direkt so, boah, mein ganzes Leben ist beschissen. Passt ja, aber... Also aberglaubemäßig, oder? Ja, jetzt, ich hab einen Fluch, ich bin da. Ja, 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 dann okay. Mahnung, dann Rechnung, dann das, dann dies und alles das. Gegen mich und so. Alles gegen mich. Und dann kommst du irgendwann da rein, dass alles für dich schlimm wird. Alles. Alles. Und du siehst dann auch in guten Sachen auch nur Scheiße. Ja, genau. Oh, das ist das Schlimmste, Digga. Genau. Und dann siehst du nur auch in guten Sachen, auch wenn dann Leute sagen, ey, ich verstehe dich, denkst du einfach halt dein Maul. Ja, 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 ja. Also ja, ja. Keiner kommt auch mehr an dich ran. Keiner. Keiner kann mit dir richtig reden, du akzeptierst nichts mehr und dann fängt es noch mehr an und dann hörst du so, bist du die Enttäuschung von Freunden, wie zum Beispiel jetzt dieser Zwischenvermieter, ja, wo du denkst, hä, warum, was habe ich dem getan, dann hast du Selbstzweifel, warum liegt es an mir, war ich so ein schlechter Mensch zu ihm, dann zweifelst du komplett an dir, warum aber, der hat doch Scheiße gebaut, der ist doch ein Arschloch, warum zweifle ich aber jetzt an mir? Und dann Leute hier selber schuld, wenn du Leuten vertraust. Dann kommen Leute zu dir, egal wer, Freunde, ja, weil du dumm bist. Mir wird das nicht passieren. Und dann irgendwann glaubst du das. Oh. Und dann kommst du da rein und denkst dir einfach, ich bin ein dummer Vollidiot, der nichts kann. Ich bin nichts. Dein Selbstbewusstsein stirbt einfach. Es stirbt. Es geht nicht runter, es stirbt einfach. Du bist einfach tot. Und da kommen Leute weiter zu dir und Freunde oder die Leute versuchen auch aufzubauen und die können es aber nicht. Die versuchen, kennst du das? Die wollen nicht aufbauen und sagen so, ja, ist doch scheiß, scheiß doch einfach drauf. Ja, ach nee, wenn ich das könnte, würde ich es ja machen. Ja, 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 so nach dem Motto, ey, so ja, lach doch einfach. Bleib. Genau, und dann, wie gesagt, auch schon, du bist dumm, mir wäre das nicht passiert, ist selber schuld. Aber haben Freunde von dir gesagt so, ey, du bist dumm, mir wäre das nicht passiert? Ja, viele. Was für Idioten. Viele haben das gesagt. Sorry, ich will nicht über deine Freunde. Ja, alles gut, die sind ja nicht mal meine Freunde. Ja, okay, ja. Nein, ja. Weil das ja wirklich, also so, was zum Fick. Ja, und dann irgendwann, als ich gesagt habe, ich gehe zur Therapie. Boah, weißt du, was da los war? Feuerwerk. Meine Eltern haben sofort gesagt, also meine engsten Kollegen, meine Eltern haben gesagt, mach das. Okay, krass. Ich habe nichts anderes gehört als von meinen Eltern, Schwester, engsten Freunden, mach das. Besser. Von anderen, bisschen
ich sag mal so zweiten, dritten Grades Freundschaften. Ha, was ein Idiot, Therapie, bist krank oder was? Das hat der dir, das haben die dir gesagt, ja, oder so hintenrum mäßig? Auch hintenrum. Dann zum Beispiel in der Bar, wo ich war, die haben dann untereinander gelästert, ja, der ist jetzt Therapie, der ist ja so krank und so, bla bla bla. Und dann bist du da irgendwann und dann merke ich, das muss passen mit dieser Therapeutin oder Therapeut. Mhm. Ja, das muss passen und wenn du da eine gute Person findest für dich, wo du sagst, das passt, die Chemie passt, dann ist das cool. Und da habe ich damit angefangen. Musst du oft wechseln am Anfang? Ja, ich habe dreimal gewechselt. Das ist mir auch voll schwer gefallen. So am Anfang, Alter, man denkt halt so, du verwechselst die Person mit der Effektivität von so therapiemäßig, ne? Weil du denkst, ey, Digga, guck, wie der redet und wie die so. Ich habe dann auch, hat dann so ein, ich sag mal, so einen halben, jetzt Kenneck ist ein bisschen übertrieben, aber der war dann auch Ausländer. Warst du in der Therapie? Ja, ja. Ah, echt? Ja, ja. Krass. Ich habe ja auch eine Zeit lang voll viel gekifft, auch so Depressionen, Angst und so Shit, Panikattacken habe ich. Ja, die habe ich auch gehabt. So ich habe ja auch Video gemacht und so drüber. Ich habe jetzt hier, während wir gesprochen hatten, hatte ich eine Panikattacke. Wann? Jetzt heute? Ja, ja, jetzt. Also ich habe, manchmal werde ich dann ein bisschen leiser dann und so weiter. Also ich hab, krass, wenn die Sachen dann dran erinnern. An ja, irgendwas? So Kleinigkeiten, so Licht zum Beispiel stresst mich, dann wird so meine Fresse taub und so, weißt du, so diese. Aber krass, du hast aber gut in den Griff. Ja, wobei es mir nicht aufgefallen. Ich friere so mäßig ein halt dann. Weißt du, so ich beruhige mich. So früher müsste ich dann raus aus dem Raum und so. Bei mir war das immer Herzschlagen. So. Ja, Herzschlagen, ich kriege keine Luft. Luft. Ja, genau. Keine Luft. Du denkst, du kriegst, ja, genau. Da habe ich aber einen Trick das habe ich selber irgendwie für mich herausgefunden. Ich bin dann immer so direkt ins Bad gegangen. Ja. Eiskaltes Wasser und habe immer meine linke Hand unter meiner Pulsader gehalten. Ja. Und dieses kalte Wasser hat dann meinen Puls so ein bisschen beruhigt und dann bin ich runtergekommen. Krass. Und dann habe ich Atemübungen gemacht, so immer durch die Nase atmen und dann wieder raus. Dabei das gemacht, nach 5 Minuten war meine Panikattacke weg. Also wenn jemand Panikattacken noch hat, mir hat das super geholfen. Brutal geholfen. Das war direkt weg. Krass. Ich sollte mal wieder vielleicht gehen. Wie lange warst du? Boah, damals vielleicht so 1,5 Jahre, 2. Ja, so. Also einmal pro Woche halt so mäßig. Ja, brauchst du Minimum 2 Jahre, ja. Ja, safe. Das klingt halt für Leute voll schlimm, wenn die das hören, weil die sind so, oh, 2 Jahre, Alter, ich will jetzt, gib mir irgendwas, was mir sofort hilft. Aber wie war das bei dir? Also, du hast gesagt, 2-3 Mal musstest du wechseln. Ich musste auch 2 Mal wechseln, glaube ich, bis ich dann so, aber das, du lässt halt voll viel Zeit dazwischen, weil du dir so denkst, ja, okay, macht eh keinen Sinn. Ja, es muss einfach stimmen, wie du es gesagt hast. Wenn du jemanden da hast und sagst, ja und, war dein Vater nett zu dir? Ja klar, Mann, hör auf mit dieser Scheiße. So, fang gar nicht so an, ne? Ich habe ein Problem. So, oh Gott, deine Mutter hat dich geschlagen. Ja, so. Bruder, ja, aber ist okay, so ist kein Problem, Mann. Nee, am Ende des Tages war mir das wichtig. Und dann habe ich auch eine Person gefunden, wo die Chemie stimmt. Und das war so dann ein Punkt, okay. Da habe ich ganz am Anfang ganz klar gemacht. Ganz klar, so wie wir oben geredet haben. Direkt. Hör mal zu, komm nicht mit so eine Scheiße mit, wie waren deine Eltern und die ist das und so. Und du brauchst auch nichts aufschreiben und ja sagen. Ne? Ich will hier Tatsachen sehen. Ne? Und ich will, dass du offen, ehrlich mir alles sagst. Kein Problem. Und dann war so eine Person, die hat mich auch gefragt. Die Person, nimmst du mich überhaupt nicht ernst? Ne? Weil ich sage, nee, auf keinen Fall. Das ist lausende Scheiße. Was das? Ja, warum überträgst du andere ihre negative Art? Das ist wie Gift für deinen Körper und du giftst deinen Körper. Laber mich nicht voll. Ich habe das Gefühl, es ist so. Und jetzt? Ja. So, was hätte in der Theorie sein können, kann ich mir selber vorstellen. Ich brauche Praxis. Und dann irgendwann kam der Punkt nach 4-5 Monaten, als ich gesagt habe, weißt du was, alles ist scheiße, ich bin der Idiot. Ich bin ein scheiß Typ. Für was lebe ich noch? Ihr habt alle recht gehabt. Für was habe ich noch hier überhaupt? Warum bin ich auf dieser Welt überhaupt noch? Krass. Und ich bin derjenige, der mal allem schuld ist. Und dann wurde mir ein Notizbuch vorgelegt. Ja, am Tisch. Von einer Therapeutin? Ja. Vorgelegt. Ich drehe um. Und dann stand von meiner 2. Sitzung eine Notiz, in circa 4-7 Monaten wird er irgendwann Selbstzweifel haben und alles auf sich projizieren. Also vorausgesagt. Und das war der Punkt, als ich gesagt habe,
ich nehme das ernst. Dass du sie angefangen zu respektieren. Ja, was passiert hier? Ich nehme das ernst, was gesagt wird. Wie kann man das voraussagen, wie ich mich verhalte? Das heißt, da muss ja was sein, da muss man sich ja auskennen können. Und dann ab da lief's gut, weil ich genau gemerkt habe, okay, krass, das war so ein Punkt, nicht schlecht. Und da habe ich angefangen, das Werkzeug zu nehmen und selber, es ist schwer, sich einfach selber anzuschauen. Mhm. Wenn ich jetzt hier sitze, musst du dir bildlich vorstellen können und so projizieren, dass ich da sitze und mich gerade beobachte, wie ich mit dir rede. Mhm. Und wenn du das schaffst, dann hast du es geschafft, weil dann kannst du dich beobachten, wie verhältst du dich in gewissen Situationen. Früher bin ich in die Kasse gegangen von einem Supermarkt, habe gesagt, guten Morgen. Und ich denke mir, boah, warum ist die so unfreundlich? Sag mir nicht mal hallo, wer jetzt denkt die eigentlich, wer die ist? Guck mal, wie freundlich ich noch bin. Und dann habe ich mir bis zum Auto Gedanken darüber gemacht. Die respektlos, guck mal, wie diese Gesellschaft ist. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Land. Guck mal, woanders sind die alle freundlich. Jetzt, nach 3 Jahren, sag ich, die hat doch selber Probleme mit sich selber. Ich gehe doch hin, bin fröhlich, sag guten Morgen, genieße gerade den blauen Himmel. Warum lasse ich mich von dieser Frau runterziehen? Weil sie mir nicht guten Morgen sagt oder weil sie respektlos gerade zu mir ist, in meinem Empfinden. Und dann fängst du an dir zu arbeiten. Ich glaube, Therapie ist einfach nur, viele verwechseln, dass Therapie die Lösung ist. Mhm. Ich finde, Therapie ist nur, du lernst das Handwerk, das Werkzeug richtig zu nutzen, und dann brauchst du Minimum noch ein paar Jahre für dich selber, um das anzuwenden in der Praxis. Und dann siehst du wirklich langsam Erfolge in deinem Leben. Ich habe immer noch schlechte Phasen. Ich habe vor ein paar Wochen noch gepostet, ey, warum habe ich keinen Bock mehr? Einfach. Weil wieder irgendein Scheiß passiert ist. Was passiert? Ja, mein Steuerberater ist einfach ein Hurensohn. Klassiker. Das ist einfach ein Bastard. Sorry, dass ich das sage, aber... Hast du Nachzahlung bekommen, oder? Ja, und ganz ekelhafte Nachzahlung und einfach nichts gemacht. Und aber auch nur mit Lügen. Sei doch ehrlich zu mir. Sag, ich habe keine Zeit, ich habe kein Kontingent für neue Mandanten. Ist doch alles in Ordnung, aber warum verschwendest du meine Zeit? Meine Zeit ist doch begrenzt auf dieser Welt. Hat er deine Buchhaltung nicht sauber gemacht und dann wurdest du geschätzt, oder was passiert? Nee, Buchhaltung nicht sauber. Buchhaltung haben wir selber gemacht, sauber. Okay, also so vorbereitende Buchhaltung fertig gemacht, den geschickt. Aber nichts gemacht daraus. Fristen nicht eingehalten. Und weißt du, wie ich das herausgefunden habe? Das Finanzamt hat mich angerufen. Herr Blabla, so und so und so. Haben Sie eigentlich einen Steuerberater? Ich sage, ja, klar. Ja, wir erreichen den seit 3 Monaten nicht. Ich sage, wie, Sie erreichen nicht? Ja, Sie müssen das abgeben, Sie haben hier Fristen, Sie haben hier Strafzahlungen. Oh. Und dann rufe ich an, 3-4 Mal geht nicht ran. Ja, ich bin gerade in Italien, ich bin gerade in Spanien. Ja, schön für dich, du Hund. So, aber was mit meinen Fristen? Und dann kriege ich so einen Ausraster und so einen Hass. Ich habe gesagt, okay, ich muss so ein XXL-Mega-Zerstörungsvideo machen mit allen Leuten, mit Namen, Firmenadressen, so, dass die Leute, ich glaube, die fühlen, also die können nicht anders, die müssen das fühlen. So. Ey, ich bin genauso. Weil ich denke mir, ich spiele wirklich mit den Gedanken, so ein XXL-2-Stunden-Doku zu machen, so ganz asozial, so wo ich so Toten raushole. So wirklich, weil ich denke mir, was habe ich dir getan? Ich wollte doch einfach nur, dass meine Steuern geklärt werden. Ja, vor allem, Bro, wenn du kein sorgfältiger Mensch bist, dann wär halt kein Steuerberater. Oder wenn du zu viel zu tun hast, dann nimm halt nicht neue Mandanten auf. Alter, das ist voll, sowas ist Kopffickerei ohne Ende. Und ich finde, das Wort Steuerberater sollte in Deutschland verboten werden. Ich finde, Berater ist ja jemand, der dich berät. Ja. Oder habe ich was falsch verstanden? Ja. Die sind ja aber keine Berater. Die sind ja einfach nur Sekretärin oder Sekretärin vom Finanzamt. Wir machen die Vorbereitung für den Steuerberater, der eigentlich die Vorbereitung für das Finanzamt macht. So, und was man auch so wissen muss, für wen arbeitet der Steuerberater eigentlich? Für dich oder für den Staat? Wenn dann Leute sagen, ja, für dich, sage ich, warum wird er aber vom Staat ausgebildet? Seit wann gibt es in Deutschland eine Ausbildung vom Staat für die Bürger? Die bilden ja die Steuerberater aus mit Examen, die schreiben ja ein Staatsexamen. Also unter deutscher Prüfung, ne? Dass sie für die arbeiten. Warum soll ich jemanden umsonst, ich bilde ja niemanden aus, zum Beispiel einen Dachdecker, ich bin jetzt Dachdecker, ich bilde auch niemanden aus, der dann am Ende des Tages für jemand anderes arbeitet. Ich bilde ihn ja für meinen Betrieb aus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe auch viele, sag ich mal,
komische Erfahrungen gemacht mit Steuerberatern. Ich bin jetzt Gott sei Dank glücklich mit denen, die wir haben. Aber das ist in unserer Branche sehr großer Abfuck, weil man halt oft nicht drauf guckt. Man vertraut denen, weil man so denkt, ey, so, du wirst bezahlt, du kriegst den Scheiß. Und wenn dann halt mal mit ein, zwei Jahre Verzögerung vielleicht sogar dann Finanzamt kommt, weil irgendwas verkackt ist und es dann direkt halt so ein fetter Batzen ist und du vielleicht noch irgendwo gerade in so einer Phase bist, wo du Hänger hast und weniger machst und du irgendwelches Geld zahlen musst aus der Vergangenheit. Oder so teure Markenklamotten kaufst und dann pleite bist. Ja, das hast du gemacht? Nein, das ist doch dieser alte Streamer. Wie heißt der? Wie meinst du, UpRed? Nein. Oder Tanzverbot? Ja, der hat... Der Arme, ja... Ja, manche Leute wissen es nicht. Ja, Bro, was soll ich... Ich finde den an sich extrem sympathisch. Das hat er halt gelernt. Musste der lernen so, ja? Ja, ist wichtig. Aber es ist wichtig, selber die Schuld zu sehen. Also guck mal, ich will auch nicht rumheulen. Es gibt doch manche Leute, die keine Mehrwertsteuer zahlen. Das ist dann noch abgefuckter. Krass, echt? Ich sag jetzt nicht wer. Ich erzähle es jemand anders. Also, ja. Aber ich kenne auch welche, die haben nicht mal Mehrwertsteuer gezahlt. Krass. Also die haben so getan, als wäre ihr Bruttoumsatz ihr Gewinn. Jo. Das muss ich mir überlegen, Bro. Die wurden von. Bei denen ist so. Bei uns. So, das sind Marokkaner. Nein. Okay, aber ich will nur anmerken: Das soll jetzt kein Rumheul-Video sein, sondern am Ende des Tages ist das meine Schuld. Ich hätte auf den Steuerberater auf die Finger drauf gucken müssen. Ich hätte gucken müssen, was er macht. Ich hätte recherchieren müssen. Ich hätte mir nicht monatelang Zeit lassen sollen, dass ich sage, ey, der macht das schon. Und dann immer anrufen. So, ich habe ja jede 3 Monate angerufen. Ja, was ist jetzt? Ja, alles gut, wir sind in der Vorbereitung, das. Der hätte sagen, nein, mein Freund, schick mir schon mal bitte was. Mhm. Es war mein Fehler. Weil am Ende des Tages bist du für dich selbst verantwortlich. Du kannst nicht andere... Du musst die kontrollieren. So, und dann bin ich jetzt... Also ich suche jetzt auf jeden Fall meine Kanzlei, die da ein bisschen jetzt mal aufräumt und mal ein bisschen was Geiles macht. Schaue ich mal, ob ich die jetzt finde. Ich habe 2-3 Gespräche. Dann gucken wir mal. Aber das sind so Punkte, da merkt man, da ist man noch nicht ganz raus aus dieser Thematik. Ich glaube, diese ganze Steuerding-Thematik, ich glaube, die macht jeden normalen Menschen depressiv. Also da. Ja, obwohl Deutschland ein Steuerparadies ist, ne? Wenn du die Kohle hast, richtig gut beraten zu werden. Und, ist Deutschland eigentlich, also für die obersten 5% ist Deutschland ein Paradies. Klar. Also das verstehen jetzt viele nicht. Die sagen, hä, nie, niemals. Man haut ja immer ja ab. Ja, aber wenn du die guten Konstrukte hast und wenn du die oberen 5% bist, dann kannst du das gut hier regeln. Aber wir haben einmal Pech, ne? Wir sind halt noch nicht so auf wir haben noch nicht das Geld, wo es sich lohnt. Ja, das stimmt. Ja, ich sag's ehrlich. Alter, wir sind jetzt kein Uber Eats, leider. Leider nicht. Freunde, ihr wisst, dass ich Lesen liebe und deswegen bin ich richtig happy, dass ich heute einen richtig geilen Sponsor für diesen Podcast bekommen habe, und zwar BookBeat. Bei BookBeat habt ihr über 900.000 verschiedene Bücher, die ihr streamen könnt, Hörbücher und E-Books. Und ich bin ja ein riesengroßer Sachbuchliebhaber. Ich gehe spazieren und höre mir entweder Podcasts oder Bücher an oder lese sie daheim. Und zwar habe ich direkt auch schon eine Empfehlung für euch, und zwar ist es Neues von Daniel Kahnemann und noch einem Rechtsprofessor und einem Psychologieprofessor. Das ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Thinking Fast, Thinking Slow. Es geht so ein bisschen darum, wie Menschen Entscheidungen treffen und vor allem welche Störfaktoren, also Noise, darauf Einfluss nehmen. Also sage ich zufällige Faktoren, wie zum Beispiel die Raumtemperatur bei Richtern oder welche Auswirkungen die dann hat, ob zum Beispiel ein Asylantrag genehmigt wird oder nicht, oder wie zum Beispiel zu welcher Uhrzeit du zu einem Arzt gehst und wie gut deine Behandlung sein wird. Also ihr kriegt ein riesengroßes Feld an verschiedenen Domänen, von Medizin über Jura, über den Aktienmarkt, die Wirtschaft. Und das ist nur ein Buch von über 900.000 Büchern bei BookBeat. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, jetzt zu den Hard Facts. Das Ganze kostet nur 9,99 € im Monat. Und wenn ihr Student seid, kostet das 4,99 € im Monat. Und ich sag's euch, macht was für euch, geht spazieren, hört euch einfach sowas an. Und BookBeat hat auch noch wirklich, weil sie Ehrenleute sind, ein richtig fettes Angebot für euch. Und zwar, wenn ihr entweder mit dem Code Tim Gabel oder unten mit diesem Link, ihr kriegt das Ganze 60 Tage kostenlos. Und ihr habt dann 40 Hörstunden gratis. Dieses Buch, Neues, was ich euch gerade gesagt habe, von Daniel Kahnemann, das geht 14 Stunden. Heißt, das könnt ihr euch gratis anhören. Vielen Dank an BookBeat. Das finde ich nicht selbstverständlich, dass man sowas gratis zur Verfügung stellt. Deswegen richtig krasse Ehrenleute. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast sponsern. Ich liebe solche Produkte. Deswegen zeigt denen ganz viel Liebe. Probiert es aus und danke an BookBeat und viel Spaß mit dem Video. Willst du tauschen? Was? Die würde Uber Eats gehören, dafür musst du YouTube aufhören. Für immer? Ja, klar. Ich darf nie wieder nichts machen auf YouTube? Ja, die gehört Uber Eats. Ich würde jetzt mal schon tiefer reingucken und so, aber wenn ich jetzt so wirklich so auf
ich darf wirklich kein YouTube machen und so, würde ich wahrscheinlich. Ich mag YouTube. Also ich, dir liegt es am Herzen, das hast du mir auch vorhin gesagt, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde dieses so mit eine Stimme zu haben und mit anderen Menschen irgendwie so connecten zu können, finde ich schon irgendwie, also ist also gibt mir schon viel, muss ich sagen. Und Geld, ja, ich glaube, Geld ist für mich eher so dieses Sicherheitsding, weißt du? So, ich weiß nicht, wie du jetzt aufgewachsen bist, aber wenn du mit wenig Geld aufgewachsen bist, hast du diesen Komplex und du hast diese Angst, dass du einfach nur so wissen willst, ey, ich habe genug für meine Familie und mich. Und wenn ich das zum Beispiel weiß, ich habe das und ich kann so ein paar Sachen, dann ist für mich echt gechillt. Dann mache ich gerne YouTube. Ich habe nicht so diese krassen Machtfantasien oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das gibt mir jetzt nicht so viel. Also ich finde das geil an unserem Job ist ja, du kannst ja das machen, worauf du Bock hast. Und ich meine jetzt nicht so diese Freiheitsgeschwafel, ich kann aufstehen, wann ich will und ich kann arbeiten, von wo ich will, sondern du kannst ja das bauen, was du willst. Ich kann jetzt Podcast machen, wenn ich heute Bock habe. Wenn ich morgen Bock habe, mit einem über Depressionen zu sprechen, kann ich mit einem über Depressionen sprechen. Ja. Ich kann, wenn ich Bock habe, morgen 5 Bücher zu lesen, kann ich 5 Bücher lesen. Dann kann ich darüber sprechen. Wenn ich morgen dieses Problem fühle, dann kann ich darüber Videos machen. Ich kann mich darüber mit Menschen unterhalten. Ich kann mich mit dir unterhalten und so. Und das hat für mich so, das gibt mir halt so, Geld gibt einem schon was, aber Geld ist kein Ersatz für den ganzen Rest. Ja, stimmt. Mittel zum Zweck. Dass du, also wenn man mir sagen würde, ey, hier hast du, keine Ahnung, 5.000 Euro, jeden Monat safe, dein Leben lang. Mhm. Mehr kriegst du aber nicht. Ja. Also kommt jetzt eine Firma zu mir und sagt, ey, wir nehmen deine ganzen Kanäle, deine Rechte, deine Markenrechte, alles, scheinen das hier. Du kriegst aber 5.000 Euro jeden Monat. Mhm. Dafür kannst du aber machen, was du willst. Mhm. Ich würde die annehmen. Ja? Ja, weil ich bin kein Typ, ich fahre ein schönes Auto für mich, ja. Mhm. Weil ich sage, was fährst du? SQ8. Oh, schön. So, für mich, okay, super. Den habe ich auch finanziert, also nicht geleast. Weil ich sage, ich will den behalten. Mhm. Ich brauche in 2-3 Jahren kein neues Auto. Mhm. Oder in 5-6. So, das ist für mich ein Auto, was alles mitbringt. Das ist sportlich. Irgendwann kann man dann 8 Kinder mal reinmachen, wenn man die hat. Und wie bei Marokkanern halt. So. Die Leute müssen erstmal rechnen. Da kannst du die reinquetschen, ist alles gut. Ich habe das wie du. So, guck mal, unser Podcast hat jetzt fast 2 Millionen Zuhörer. Jeden Krass. Monat. Du bewirkst etwas. Und es gibt dann Leute oder Nachrichten, die uns erreichen. Aber würdest du darauf verzichten wollen für 5.000 Euro im Monat bis zum Ende deines Lebens? Ja, diese Echt? Sicherheit reicht mir. Weil ich hätte Sicherheit. Ich müsste mir über nichts mehr Gedanken machen. Aber ich bin so Typ, ich denke dann so ein bisschen so kriegermäßig. Ich erkämpfe mir meine Sicherheit. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will das so... soll ich dir sagen, was für mich noch geileres Gefühl ist als Sicherheit? Mhm. Ist so dieses Gefühl so, ich könnte nackt im Dschungel überleben. Weißt du, was ich meine? Ja, Mimaso Pilami. Nein, aber so dieses, du kannst, auch wenn du dir was nimmst, hast du halt Sachen gelernt, so along the way. Weißt du, was ich meine? So wie du jetzt gelernt hast, ey, du weißt, wie ein Podcast funktioniert und wenn du jetzt keinen Mitarbeiter hast, dann weißt du, wie die Kamera funktioniert, du weißt, wie man es schneidet, du weißt, was da alles dazugehört, welches Equipment, du hast einfach gelernt. Weißt du was, Tim? Ich bin einfach so gezeichnet und ich habe ein bisschen daraus gelernt. Aha. Guck mal, ich habe die letzten 3 Jahre über 600.000 Euro verloren. Mhm. Die sind dann weg. 600.000 Euro weg. Und ich habe nichts davon gehabt. Das heißt, hätte ich wenigstens ein Haus dafür oder, keine Ahnung, ein paar Uhren. Aber ich habe 600.000, weil ich dumm war. Weil ich einfach Leuten vertraut habe, in falschen Sachen investiert haben, die abgezogen sind mit dem Geld. Nach Dubai 150.000 Euro und das und dies und das. Und jetzt da High Life leben. Aber ich habe für mich gelernt, Geld ist nicht alles. Und ich schätze die Dinge auch wieder mehr. Vielleicht musste mir das auch passieren. Mhm. Wer weiß, weißt du, vielleicht auch in ein paar Jahren hätte ich noch schlimmere Sachen gemacht. Weil ich war ja so anfällig schon. Ist voll lustig, das kann ich dir erzählen, das habe ich noch nie jemandem erzählt, ne? Als ich dieses Depressionsvideo gepostet habe, ruft mich 2 Tage später ein Typ an und sagt so, ey Bruder, ich habe dein Depressionsvideo gesehen. Ey, das tut mir voll leid, was verarsch ich ja. Wenn du willst, lass mal zusammentreffen, lass mal was starten. Ich habe eine Firma, da können wir zusammenarbeiten. Sag ich zu dem, ey Bro, hast du nicht gehört? Ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Der so, ja, aber ich bin ja nicht so. Das haben die anderen auch gesagt. So, das war ganz schlimm. Und der wollte mit mir einfach eine Firma gründen. Da habe ich gesagt, nee, lass mal. Und wer weiß, vielleicht hätte ich 2 Millionen verloren. Mhm. Weil wenn die 600.000 noch da gewesen wäre, wäre ich ja noch mehr liquide gewesen. Vielleicht wäre ich zur Bank gegangen und hätte gesagt, ey, gib mal 1 Million. Ja, ich verstehe, was du meinst. Verstehst du? Vielleicht war das ein Punkt, wo man jetzt im Nachhinein positiv sieht und sagt, ey... So lieber Bein brechen als sterben. Genau. So Gott hat dir lieber ein Bein gebrochen, als dass du... Ja, ey, ich schwöre, ich habe genau diese Denkweise bei diesen Sachen. Ich meine, ich hatte das ja auch mit Nico, dass wir, sage ich mal, auch... Ich wurde 2-mal in meinem Leben schon... um große Summen erleichtert. Ja? Ja, same shit, same shit. Deswegen hast du gesagt, wir haben vieles gemeinsam. Ja, ja, ja.
Ah, erzähl mal. Ja. Also, oder darf man nicht darüber reden? Das so, also ich kann dir sagen, ich sag mal so, Nico und ich hätten wahrscheinlich auch so eine kleine siebenstellige Summe mehr auf dem Konto, wenn ein paar Sachen nicht passiert wären. Ja. Aber guck mal, ich bin da jetzt auch raus. Ich bin glücklich drüber. Es ist nicht optimal gelaufen, aber dadurch, guck mal, bei dir ist das ist ja auch ein krasser Filter in deinem Kopf. Du entwickelst dich. Das ist so, Scheiße im Leben zwingt dich dazu, dich zu entwickeln. Ja. Und freiwillig hätte man das nicht gemacht. Hätte man nicht, niemals. Weißt du, so ehrlich bin ich. Bin nicht aufgestanden und alles gut gelaufen. Und ich habe aus Disziplin habe ich mich weiterentwickelt. Sondern mir ist so krasse Scheiße passiert, dass ich mir nicht aussuchen konnte, was ich mache. Ja, ich musste. Und was sagt uns das? Das, was wir oben geredet haben. Ja. Das stärkt. Schwache Zeiten formen starke Männer. Das Klischee und viele Leute, die so, denen es viel zu gut geht. Also nicht falsch verstehen, also je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Ach so, nein, ich meine, viele Leute sagen das so einfach und hatten halt vielleicht noch nie so richtig harte Zeiten oder abgefuckte Zeiten. Man wünscht das auch keinem, weißt du? Ja. Nicht jeder hält das auch aus. Ja, stimmt. Für jeden ist ja Schmerz auch was anderes. Oder, guck mal, es gibt Leute, kam ein Typ zu mir nach dem Depressionsvideo und hat gemeint, ey, 600.000, 500.000 verloren. Mein Lieber, ich habe 30 Millionen verloren. Boah. Und ich sag, du lebst noch? Der sagt, ja. Ich sag, wie hast du es gemacht? Sagt er, egal, scheiß drauf. Ich bin gerade aber dabei, wieder mich aufzubauen. Und da habe ich gemerkt, die Summe ist egal. Ob du 5.000 Euro verlierst, 600.000 oder 30 Millionen. Am Ende des Tages ist für jeden Menschen individuell es anders schlimm, was du erlebst. Und du musst daraus das Beste machen und auch wachsen. Guck mal, wenn du das nicht erlebt hast mit Nico, wärst du nicht da, wo du bist. Ja. So, und du hast dir was Geiles aufgebaut, du hast einen erfolgreichen Podcast, du hast eine erfolgreiche Show, eine erfolgreiche Brand. Und was gerade noch Zenit ist, Shayan Gassier sitzt bei dir. Das ist ja noch krasser. Boah, was hättest du denn gedacht? Vor ein paar Jahren, dass du das erleben kannst. Spaß. Einfach so ein Chöp, so, der nichts kann. Nein, ich halte dich echt für ein... Also, ich finde dich schon krass. Danke. Vielleicht können wir auch rummachen, kriegen wir mehr Klicks. Geht doch heutzutage, oder? 2024, Bruder, genau. Ja, geht doch. Also... Ihr könnt das sein, was ihr wollt. Und die Leute oder auch das Umfeld weiß ja auch nie, was dahinter ist. Guck mal, bestes Beispiel, kann ich ja auch erzählen, habe ich auch noch nie erzählt. Ich habe ja einmal in meinem Leben einen Shitstorm bekommen. Echt, warum? Einmal, weil ich einen Casino-Stream moderiert habe. Von einem Freund. Und Ron Belecki und Montana Black in Tschechien. So. Achso, du warst dort? Ja, ich habe ja das moderiert. Nico war doch auch dort, oder nicht? Ja, genau. Die sind so mit Helikopter, genau. Und diese goldene Wasserhahn. Da habe ich einen Shitstorm bekommen. Warum? Aber die Leute kennen den Hintergrund ja gar nicht. Weil die hätten das niemals von mir erwartet, weil ich bin ja kein Typ, der so Casino geht oder Casino spielt oder so. Oder das verherrlicht. Aaron Troschke hat mich angerufen. Und Aaron hat mich irgendwann abends um 23 Uhr angerufen und hat gemeint, ey Schein, was geht, alles klar. Und hat gesagt, ey, du musst mir einen Gefallen tun. Warum? Du musst morgen nach Tschechien. Sag ich, was soll ich da? Der so, ey, du musst was moderieren für mich. Da habe ich gemeint, um was geht's denn? Der so, ja, Casino-Stream hier von Ron Belecki und alles. Da habe ich gesagt, nein. Der so, ey, bitte, da ist jemand ausgefallen. Ne? Du musst einspringen, sonst haben die niemand. Ich sag, ey, bitte frag jemand anders Aaron. Ne? Und Aaron so, ey, bitte tu mir den Gefallen. Bitte mach das für mich als Freund. Warum habe ich das für Aaron gemacht? Das wissen die Leute ja nicht. Aaron ist einer der einzigen Menschen in meiner Karriere und in meinem Leben, der mir sehr viel geholfen hat. Echt? Ohne was dafür zu wollen. Also, wenn ich zwei Leute aufzählen kann, ist es Taban und Aaron. Ja? Taban Jafari, liebe Grüße, und Aaron Troschke, liebe Grüße an euch beide. Das waren zwei Menschen, die in meiner Karriere mir sehr viel geholfen haben. Die mir sehr viel Liebe geschenkt haben, ohne mich kaum zu kennen oder auch was dafür zu wollen. Der verdient ja an dieser Casino-Sache auch nichts, ne? Genau. Also der macht es ja auch aus Gefallen dann in dem Fall. Genau. Und ich fand es auch geil oder ich habe es sehr, sehr, sehr geschätzt an Aaron. Er hat mir das auch nicht vorgeworfen. Der hat auch gesagt, ey, guck mal, wie viel Kooperation oder hier, guck mal das oder das. Er hat einfach gesagt, bitte tu es für mich. Dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Ich wusste keine Gage, ich wusste gar nichts.
Ich habe es einfach ja gesagt, weil Aaron mich drum gebeten hat. Ja, und dann habe ich einem jemanden einen Gefallen getan, der mir Jahre zuvor immer wieder geholfen hat. Ohne was zu wollen, ohne einen Vertrag, ohne irgendwas. Ne? Also nochmal vielen, vielen Dank, Aaron, an dieser Stelle. Ne? Und für das Vertrauen und Taban. Ne? Das sind waren zwei Menschen in meiner Karriere, die bedingungslos mit mir gearbeitet haben, geholfen haben, wo ich bis heute einen riesen Respekt davor habe und auch immer dankbar bin für diese beiden Menschen in meinem Leben. Auch wenn das Ding gar nicht bewusst ist. So, ne? Was war in meiner Anfangszeit, wo ich noch nicht so drinne war, haben die mich gepusht, die haben mir die Plattform gegeben, die haben mir geholfen, die haben mir finanziell weitergeholfen. Und dann ruft so ein Kerl dich an und sagt, ey, kannst du bitte das morgen machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, mach ich. Und dann habe ich das gemacht. Und war eine coole Erfahrung. Es war das erste Mal für mich, dass ich was überhaupt moderiert habe. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Hab das gemacht, die Jungs waren auch alle nett und alle cool und so. Habe eben halt die ganzen Jungs da kennengelernt und so, alles gut. Und für mich war das dann aber auch die Sache erledigt. Ich habe gesagt, ich mach das nicht mehr. Es war nur ein Gefallen, ne? Aber dann ging der Shitstorm los. Wie kannst du das machen? Wie kannst du ein Casino moderieren? Du gehst jetzt hin und zwingst junge Leute. Ich sag, klar, ich habe so 6-18-Jährige genommen und an den Roulette-Tisch gedrückt und gesagt, spiel, du Hund. So, ich habe die gezwungen, ich habe die Menschheit verpestet. Durch diese Moderation ist 9-11 passiert. Die haben ja alles mir vorgeworfen. Dann habe ich gesagt, ey Leute, ich brauche mich nicht zu entschuldigen. Werde ich auch nicht. Und alle, die das nicht feiern, dass ich es gemacht habe, mich direkt angreifen, ohne zu wissen, was los ist, können sich ins Knie äffen. Und dann gab es nochmal einen Shitstorm. Wie kannst du so reden? Wir sind Fans. Da habe ich gesagt, nein. Ein Fan wird sagen, ey, ich finde das nicht cool, was du gemacht hast. Ich feiere das nicht. Aber kannst du uns mal bitte erklären? Du bist uns das schuldig vielleicht, aber danach hat keiner geschrien. Jeder wollte nur direkt verurteilen. Ja, ja. Und dann war es mir auch egal. Also das wollte ich auch mal an dieser Stelle sagen, habe ich auch nie erzählt. Spricht aber auch für Community, wenn die so sag ich mal, ausrasten wegen so Sachen wie Casino. Ich meine, zum Glück nicht alle. Es waren wirklich nur so 20%. Die haben aber sehr viel Lärm gemacht. 80%, jetzt darüber ist ja ein Meme geworden. Wir überlegen ja sogar Shirts schon draus zu machen. Ja? Ja, weil jetzt der Nisa hat das so lustig verpackt. Der hat mich ja auch irgendwann nur noch angegriffen dafür. Was hat er gesagt? Weil er hat dann irgendwann, das war so, wie wir waren in Hamburg, ne? Waren wir in Hamburg oder Hannover? Hamburg. Ey, das war das Lustigste. Wir laufen, Hannover. Ja stimmt, er hat einen Auftritt. Wir laufen an so einem Casino vorbei. Der so, ey, komm mit, nachher gehst du da moderieren. Und so, das hat er dann irgendwann auf der Bühne erzählt. Und die Leute haben sich kaputt gelacht. Und er hat dann so richtig einen Rant darüber gemacht und sich über mich lustig gemacht, dass ich da moderiert habe. Und dann jetzt irgendwann im Podcast ist ein Meme geworden. Also auf der Show, wo wir jetzt in Frankfurt hatten, muss überlegen, da war einfach die Jahrhunderthalle war ausverkauft. Und da haben Leute reingeschrien, ey, wann moderierst du wieder ein Casino? So, dann irgendwann ist es daraus ein Meme geworden. Also war auch in Ordnung. Aber am Anfang, so 20% haben schon richtig Herz gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und da will ich einfach nur da anmerken, egal was ist, man muss immer hinterfragen, warum ist er, ob du den Grund jetzt feierst oder nicht. Du kannst sagen, ja, na und? Wer ist Aaron Troschke, dass du ihm einen Gefallen tun musst? Trotzdem hast du dich selbst geäfft. Kann man ja denken. Aber man muss immer hinterfragen. Nein, ich finde dieses, dass die so sagen, ey, Casino nicht cool und so, ist ja, also ich bin ja genauso ein Typ, ich finde Casino ist richtiger Schmutz. Sag auch jedem, ey, halt dich da fern von so einer Scheiße. Aber wenn du jetzt sagst, ey, das war eine einmalige Sache, ich finde das kacke und ich habe einem Freund einen Gefallen getan und dann verstehen die das oder halt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, wenn du jetzt danach irgendwie die ganze Zeit Casino abhängst und du damit Geld verdienst und sagst, ey, scheiß drauf, aber das hast du, also weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Schwer. Wie ist für dich eigentlich so, wie siehst du so deine Zukunft? Das interessiert mich auch, weil das eine ist ja, du hast, sag ich mal, diese Straßenumfragen-Geschichten, hast du echt früh angefangen? Ja, 2017. Schon krass, wenn man überlegt, wie big das jetzt ist. Ja, 2017. Machst du das noch oder, also du machst ja nicht mehr, ich habe gesehen, du hast nach deinem Statement kurz so ein paar Snippets hochgeladen gehabt, aber... Darf ich wieder anfangen? Ja? Ja, ja, aber es hat nicht gereicht von der Psyche. Es hat nicht gereicht, du musst ja... So ein Straßeninterview, das Format, der lebt ja bei mir, weil ich ja der Akteur bin. Ich mache dann die Sprüche, ich lenke die dahin. Und wenn ich nicht richtig funktioniere, hast du einfach ein langweiliges Interview oder Straßeninterview, wie bei allen anderen. Wo dann die versuchen, auf Teufel komm raus, dass der Typ sich blamiert, dass überhaupt was im Video passiert. Ne? Mhm. Und bei mir, ich wollte ja immer eine Show mit denen zusammen machen. Ich habe ja Bock drauf gehabt.
So, ja, alles klar, und die ist das, warum, weshalb, wieso. Und ich habe es nochmal probiert, sage ich dir ganz ehrlich, nach dem Statement. Das war ja wirklich real. Ich habe ein Statement gemacht und dann habe ich so kurz diese Motivationspush gehabt. Ja, ja, oh, und ich ja. sage so, ey, guck mal, wie viel Liebe ich gerade bekomme. Geil, wie viel Verständnis. Weißt du was, ich gebe den Leuten jetzt was. Und bin ich ja zweimal gegangen mit Euphorie, mit Motivation. Dann war das leider nach 2 Wochen auch wieder weg. Dann hatte ich wieder keine Lust, dann hatte ich wieder keinen Bock. Und leider Gottes... Bist du auch rausgewachsen? Ja, ja, da rausgewachsen auch so ein bisschen. Allerdings habe ich jetzt mir fest vorgenommen, einfach, ich wollte immer der alte Scheiern werden. Ey, das ist die krasseste Trap, ich schwöre. Ja. Heftig, heftig. Ich wollte immer der alte Scheiern werden, aber ja. ich habe gemerkt, ich muss nicht der alte werden. Ich bin einfach ein anderer Mensch. Ich bin noch nicht der Schein von 2017. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe einen Podcast, ich habe Verantwortung. Wenn ich im Podcast irgendwas sage, es gibt Leute, die darauf hören. Ich habe Familie, ich habe Mitarbeiter, die ich jeden Monat genau, ja? ihren Lohn bezahlen muss. Und ich muss natürlich das Land auch so ein bisschen mitstärken mit meinen Steuern. Ja? Dass die natürlich hier noch sehr viele Leute auf die Straße gehen können und sich kleben können. Das muss man ja unterstützen. So, weil wo haben die denn die Westen, die produziert werden? Und die Möglichkeit, dass die Polizei sie dann liebevoll abholt. Die müssen auch bezahlt werden. Die müssen ja auch bezahlt werden. Oder die Staatsanwälte, die dann sagen, 6 Monate Bewährung. Die müssen auch bezahlt werden. Die müssen auch bezahlt werden. Wir müssen dieses Land zusammenhalten. Ne? Und da hat man eine gewisse Verantwortung. Ich habe gesagt, ey, ich mache mir gar keinen Stress, so wie jetzt letztes Jahr mit dem Statement, mit dem Depressionsvideo, dass ich auf Teufel komm raus, der alte Schein auf der Straße sein muss. Und jetzt, seitdem ich frei bin, was du vorhin erwähnt hast, habe ich Bock drauf und ich bin entspannt. Da ich sage, ey, so wenn es ein bisschen wärmer ist, jetzt gehe ich doch nicht in die Kälte raus, ich bin ja nicht verrückt. So, weißt du? Wenn es ein bisschen wärmer wird, dann taste ich mich langsam ran mit meiner neuen Art oder so, wie ich mich jetzt entwickelt habe, wie es ankommt. Das kann ja auch Leute sagen, nee, feiere ich nicht, ich fand es früher besser. Mhm. Und dann ist okay. Und ich entwickle jetzt da 2, 3 andere Formate, so ein bisschen. Aber es ist schwer, wir sind ja ein ganz kleines Team, wir sind ja auch alleine. Also Podcast auch, wir sind insgesamt, also Nisa, Reda, unsere Mitarbeiterin und ich. Wir haben jetzt keine große Produktion, Leute, die das dann extern schneiden. Reda schneiden noch so ein bisschen. Und den Rest mache ich ja selber. Ich schneide ja auch meine Straßeninterviews immer noch selber. Krass. Ich habe das ja nie, ich habe es mal abgegeben, dann haben die mich ja auch verarscht. Ich habe den, was habe ich denen bezahlt? Ich glaube 15.000, 16.000 Euro. Für was? Für, lass mich nicht lügen, für... 60 Straßeninterviews oder so? 60? Ja. Irgendwie sowas mit Produktion, mit allem drum und dran. Ja, haben sie es dann, okay, aber haben sie es fertig gemacht? Nein. Ich habe, glaube ich... Wenn sie es gemacht, ist ja kein scheiß Preis. Ja, ich glaube, ich habe so, ich glaube, 38 habe ich bekommen, oder 37. Und dann hieß es, ja, wir brauchen unbedingt Geld. Da habe ich gesagt, ja, aber ich kriege noch meine Videos. Ja, bitte, bitte, wir müssen Miete bezahlen. Habe ich Geld überwiesen, habe ich nie Videos bekommen. Ja, das ist manchmal das Problem, wenn sich Leute unter Wert verkaufen, weil sie unbedingt den Auftrag haben wollen, aber mit 16.000 Euro und 60 Videos, rechnen mal runter, das ist nicht so viel. Ja. Also je nachdem, wie viel jetzt der Arbeitsaufwand ist von einem Video, aber ich gehe schon mal davon aus, dass... Ja, aber wo sind diese Leute? Weiß ich nicht. Ich weiß. Hangeln sich von Job zu Job. Gucken, wo sie bleiben, wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen müssen. Was ist das für ein Leben? Das ist Scheißleben. So, nur weil du einmal Geld gemacht hast. Das sind auch diese Leute, dieser Typ, der mich wegen Krypto verarscht hat. Einfach 118.000 Euro. Alter. So, was hat er jetzt davon? Ich habe jetzt getübt, der Typ kriegt jetzt eine Anzeige, der hat seine Ex von ihm geschlagen oder irgendwie so. Was? Ja, so ein Hund halt. Ja. Und also der, was für ein Leben hat der? Ich sitze hier bei Tim Gabel. Ja, als wärst du was Besonderes. Nein, ich respektiere dich. Ich respektiere dein Format und es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. Halte auf. Nein, wirklich, es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein. Ich kriege ja viele Anfragen. Ich lehne ja auch vieles ab, wo ich sage, der Typ passt mir nicht. Oder es gefällt mir nicht, deswegen ist auch meine Karriere nicht so besonders. Würde ich mal ein bisschen neutraler sein, welchen mehr Formaten zu sehen. Ja, ich liebe sowas. Ja, aber ich suche mir das schon ein bisschen aus. Auch wenn jetzt Leute sagen können, ja, wer bist du, dass du dir das aussuchst. Aber für mich in meiner Welt kann ich sagen, ich muss mit jemandem sitzen, den ich mag. Ich kann nicht diese Fake-Scheiße. Ich kann nicht bei Tim Gabel sitzen, wenn ich ihn nicht sympathisch finden würde. Und dann hat mir das nochmal das bestätigt, wie er mich begrüßt hat, wie du mich begrüßt hast. Das habe ich auch oben direkt erwähnt. Ich habe direkt ein geiles Gefühl bekommen. Und ich hatte direkt in dem Moment, ey, egal, ich war im Stau,
Ja, 40 Minuten. Die Fahrt hat sich gelohnt. Geil. Egal, was aus diesem Podcast wird, es war geil, diese Erfahrung zu machen, mit diesen Herrschaften hier zu sitzen. Und das meine ich ernst. Und es gibt Leute, wo ich das dann auch zeige, die mir nicht passen. Ne? So, oder ich keinen Bock auf die habe. Und dann mache ich das auch nicht. So, es gab jetzt auch eine Podcast-Anfrage. Ein ganz, ganz kleiner Sender. Ich glaube, die haben auf YouTube so 600 Aufrufe oder 500. Ich habe trotzdem zugesagt. Geil. Weil die Anfrage war geil. Die Anfrage war geil. Es hat gepasst. Es war super. Und die sehen sympathisch aus. Und es gab Anfragen von ganz großen Formaten, wo ich gesagt habe, niemals gehe ich dahin. Was zum Beispiel? Ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich will die nicht... Ich mach so auf eklig. Was? Komm. Fitner, lass los. Ja, Fitner. Fitner-Tube. Wir machen Dinger bei diese. Kennst du Ingame auf Snapchat? Gleich kommt dann. Die machen so ganz viele alte Straßenumfrage-Videos von dir und dann. Scheingast, ja, hat gesagt. Und dann am Ende irgend sowas aus Kontext. Ja, ja, genau. Nee, deswegen. Also man muss sich, ich finde, das ist als Künstler wichtig oder als Entertainer, je nachdem, wie man sich sieht, schon wichtig, dass du dir Sachen aussuchst. Auch im Leben. Du sollst auch nicht mit jedem befreundet sein. Ein Freund von jedem ist ein Freund von keinem. Oh, das ist so auch das, was du, das diese Mike Tyson-Zitat, ist richtig gut. Also, das ist typisch, das ist so auch so ein Influencer-Ding. Ich glaube, voll viele sind so unsicher, die gehen auf so Veranstaltungen, sind so, oh ja, ich bin jetzt zu jedem, haha, ja, haha, weil die Angst haben, dass über die schlecht geredet wird. Ja. Weil die Angst haben, ja, vielleicht ist da doch jemand wichtig und ich weiß es nicht. Und ich denke mir so, Bruder, sei wie du bist und scheiß drauf. Ja, diese Influencer-Veranstaltung, das ist wie ein Krebsgeschwür. Ey, das ist ganz schlimm, ne? Aber, ey, weißt du noch, wo wir waren? Ey, das ist so schlimm. Da kommen auch Leute, sagen, hi, und wie heißt du? Ich sag, Scheiern. Okay, was machst du so? Ja, Straße, so Podcast. Ah, cool, ich lass dir mal einen Follow da. Und ich denke mir so, war das die Kellnerin oder wer war das? So, keine Ahnung. Auch keinen Bezug zum Gesicht oder so. Und dann siehst du, einfach so 6 Stunden später entfolgen die dir wieder, weil du nicht zurückgefolgt hast. Wo ich dann denke, was für Opfer. Oh ey, was denn los? Und dann gibt's Leute, da haben sich immer so Grüppchen gebildet. Ne? Und dann sind im Kreis immer mit so einem Glas oder irgend so ein Bier oder so. Und dann so. So, und dann ist irgendwie so, was ist mit den Leuten los? Und ich beobachte das wie so ein Tierforscher, der sagt so, die Schlange, wenn sie einmal beißt, dann stirbst du innerhalb 6 Sekunden. So, ne? Ich gucke das so an, wie so ein Tierforscher. Und ich sehe dann immer so, ja, und so, alles klar, tja, ich habe jetzt meinen Urus abgeholt. Die Bremsen waren doch orange. Ich schwöre, das in die Gespräche. Das ist alles das. Ey, ich suche mir immer so 2, 3 Asoziale aus der Veranstaltung, wenn ich da hingehen muss. Und dann mache ich genauso wie du. Ich gehe so irgendwo zur Seite und dann machen wir so, gucken wir uns das so an und kommentieren so. Genau. Dasselbe. Weißt du, mit wem ich immer da chille bei diesen Veranstaltungen? Entweder mit den Security, weil sie so Kanaken sind, oder ich rede mit den Kellnern oder mit den Leuten, die da arbeiten. Ja, ja. Immer mit denen chill ich. Am Ende, ich war jetzt auf einem Event vor einem halben Jahr, oder nee, fast ein Jahr schon wieder, im Sommer. Da ist jemand umgefallen. Umgekippt. Scheiße. Hatte, glaube ich, einen epileptischen Anfall. Ne? Ich schwör's dir. Das ist jetzt nicht hier Clickbaiting oder so. Es hat keinen Arsch interessiert. Jeder ist vorbeigelaufen. Weißt du, was die aber gemacht haben? Jeder hat die Kamera rausgeholt. Jeder hat sein Handy rausgeholt und hat das gefilmt. Wie dieser Junge wie Carpador auf dem Boden. So. Oh mein Gott. So, weißt du? Ja, ich meine das jetzt nicht so. Ich meine, der hat einen Anfall gehabt und weißt du, was die 1, 2 Leute dann gemacht haben? Also wirklich nur 2, 3 Leute. Die haben gesagt, ey, holt mal eine Plane, macht hier das erstmal zu, dass die Leute nicht filmen. Wo ich den gestörten Arschlöcher habe, der nichts Besseres zu tun. Hier ist gerade jemand, der umkippt und so. Und ich bin direkt hingegangen mit 2 anderen Kollegen. Wir haben so eine Plane geholt. Dann kam auch der Notarzt schon direkt und so. Und es hat keinen interessiert, was mit diesem Jungen ist. 2, 3 und dann denke ich mir so, ey, ihr seid hier auf den Social Events und hier Instagram und ja, wo sie alle sind. Und ihr interessiert, lacht ihr die ganze Zeit mit eurem Ding. Und hier, wie läuft's bei dir? Und Follower und dies und das. Ja, oh, krass. Ich habe eine Mutter-Challenge gemacht. Ich habe ihr Maiskolben in den Arsch geschoben. Und es hat jetzt richtig Klicks gemacht. Ach, krass, ein Maiskolben. Probier doch mal eine Melone. So, und dann, das sind die Gespräche. Das ist richtig NPC-Shit, ich schwöre. So, und dann denke ich mir so, boah, gar keinen Bock.
gar keinen Bock. Deswegen bin ich auch nirgendwo eingeladen. Weil ich da nicht in der Mitte dann bin und sag so, und was machst du? Ja, ich bin der Geschäftsführer von so einer Modebrand. Ja, okay, du bist 57 Jahre alt und wer ist das? So eine 18-Jährige. Ja, das ist die, keine Ahnung, Laura. Ja, ist die Praktikantin, die Effekt. Ja, ja, genau. So, und das sind so Punkte. Ich glaube, viele sind auch gar nicht so, also so eklig oder so. Ich glaube, das ist eher so der Ort. Die wissen nicht, wie die sich verhalten sollen. Ja. Dann fängt einer, die sind alle so unsicher, hahaha. Und dann fangen die so an, so, ja, ich habe jetzt das und das. Und dann denkt der Nächste, ah ja, so muss man hier reden. Und dann geht das alles. Du hast auf den Punkt gebracht. Weißt du warum? Weil die Menschen haben Angst, dass es so, wie sie sind, nicht reicht. Ich schwöre. Weil wir das immer auf Social Media sehen. Es muss immer geile Urlaubsvideos sein. Es muss ein Lambo sein. Du musst ein geiles Auto fahren. Du musst das. Und dann denkst du dir, ey, es reicht vielleicht nicht. Vielleicht muss ich jetzt mir eine Louis Vuitton-Jacke für 4.000 Euro kaufen, um irgendwie dazu zu gehören. Ja, Mann. So, und da, wie du sagst, da bin ich frei. Ich gehe da mit, hier ist ein Fleck. Ist mir doch egal. Ich gehe da hin und sage, ey, alles klar, wie geht's? Und die so, hey, ich sage, hey, alles klar. So, fetch. Ja, aber ich finde, das merkt man voll. Also so dieses, das sind auch dieses, das sind einfach die angenehmsten Menschen. Mir tun so Menschen leid. Mir tun sie auch leid, wirklich, weil früher habe ich sowas voll gehasst, ich hatte so richtig Hass auf sowas. So. Weißt ja. du, weil, ja, weil ich war so, ne, wenn du als Jünger war, ich hatte wenig und dann dachte ich immer so, solche Menschen sind so der Grund meiner Komplexe. Und ich so, nein, die sind nicht so, die sind wie ich, die leben das nur anders aus. Ja, und die Menschen tun mir wirklich leid, weil ich denke mir so, jemand, der Hoffnung verkauft und Menschen hilft, durch eine schwere Zeit zu kommen. Jetzt kann man mit zweierlei Maß das messen. Du kannst sagen, was für ein Arschloch. Er verkauft Hoffnungen und nutzt die Leute daraus, um Geld zu machen. Er nutzt die aus, um Geld zu machen. Aber du kannst es auch so sehen, auch wenn er Geld daraus macht und es eigentlich nicht ernst meint, im Endeffekt hilft er aber Leuten. Verstehst ja, du? Ja, ja. Wie sieht man das Leben? Und ich glaube, das ist individuell, wie man das sehen muss. Und es gibt manche Leute, die sind einfach bösartig, ja? Die scheißen da drauf, die nutzen dich einfach aus, die wollen auf deinem Kopf einfach Karriere machen. Denen ist egal. Es gibt ja auch Leute, Podcast-Gäste, die auch wir haben, die haben uns ins Gesicht gelacht. Echt? Ja, klar. Und haben gesagt, ihr seid die Besten und so. Und dann sind die zu anderen Leuten gegangen und gemeint, ja, die sind voll unwitzig und boah, ich habe es gar nicht gemacht, ich habe nur die Reichweite von denen mitgenommen. Gab es auch schon. Das, sowas ist echt unangenehm. Aber so, und diese Leute fragen dann wieder an. Lässt sie dann ein? Je nachdem, wer es ist. Ich find's krass, aber lässt du die das dann spüren? Oder sagst du das denen? Ich bin da so, ich habe da voll die Schwierigkeiten. Ich denke mir immer so, oh. Ich bin ja so ein Mensch, ich würde es ihnen am liebsten sagen, aber ich schluck's runter. Bei mir geht's leider nicht. Du siehst, es gibt ja auch Leute, die den Podcast kennen. Du siehst in meiner Fresse, dass ich den Typen nicht mag. Ja, ja, das ist bei mir genauso, aber ich sag das dem halt nicht. Doch, ich sag das schon. Ja? Ja, ich habe auch den einen gesagt, der war bei uns jetzt zu Gast. Ich meine, wir sind ein bisschen Lügner. Wer? Ja, dieser, wie heißt dieser Typ? Ich habe seinen Namen vergessen. Der Typ, der sagt, ich bin Ex-Junkie. Der hat einfach gelogen. So. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, du hast gelogen. Und dann sagt er, nein, ich lüge nicht. Guck mal, deine Geschichte ist bei den Haarenhälzungen. Das kann nicht sein. Du erzählst mir, du bist da in den Raum gegangen und da waren so 15 Leute. Plötzlich waren es doch keine. Ich sage, du hast die ganze Zeit widersprochen. Aber am Ende des Tages wird es ja auch niemanden fetch machen dafür. Das ist das Ding, ja. Vor Kamera halt nicht. Genau, weil dann stehst du schlecht, auch selber schlecht da, weil die Leute sagen, boah, aus Mitleid oder so. Aber ich bin auch so ein schwieriger Typ, so, weil ich tue mir auch selber ins Bein schießen damit. Guck mal, du bist selber aus dem Business, ja, wir kennen alle das Business. Du musst ja auch nicht jeden mögen, mit dem du arbeitest. So, du musst es ja nicht. Das geht ja nur in deinem Kopf vor. Und ich habe mir diese Schranken selber gestellt, dass ich gesagt habe, ey, ich kann nur mit Leuten arbeiten, mit denen ich cool bin. Ja, dieses Geschäft, privat, trennen, blablabla, gibt scheinbar Menschen, die das können, aber... Kannst du's? Es kommt drauf an, auf welcher Ebene ich mit Menschen bin. Ich bin schon ein sehr offener Mensch. Also so, ich bin immer so überehrlich, sagt man. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses, wenn Leute immer so sagen, so, ey, Bro, so, das guck mal... Das heißt auf der Zunge.
Ja, vielleicht, weiß nicht. Die sagen dann so, ja, ey, das ist gut, dass du ehrlich bist, aber das war jetzt ein bisschen zu viel ehrlich. So. So, weißt du, was ich meine? Wie kann man denn nicht zu ehrlich sein? Wie geht das? Also nicht oder, ja, nein, manchen Leuten ist halt dann zu viel so. Also jetzt nicht die Leute, denen ich das sage, sondern so Homies von mir oder so. Aber was heißt das, dass ich das verstehe? Sagst du, du bist hässlich? Ach so, nein, nein, nichts Beleidigendes. Ach so. Sondern so geschäftlich. Ich nicht beleidigt, zum Beispiel, ich glaube, was geschäftlich Leute an mir schätzen ist, ich komme immer und erzähle zuerst die schlechten Sachen. Okay. Also auch über mich. Ich sag dir erst, was nicht läuft. Ja, geil. Ich komme nie und sag, ich komme auch meistens immer erst, das ist schwierig. So, ich komme nicht und verkaufe dir so, oh, ich mach so, bla, bla, bla. So, ich mag das nicht, bin auch nicht so ein Mensch, weißt du, was ich meine? Ja, bist halt ein Spion. Okay. Wer? Lass weiterreden, lass weiterreden. Ach Mann, ich krieg da noch Probleme. Ach Mann, diese Sprüche. Ja, so, wahrscheinlich so. Aber das ist ja auch das, was dann Leute an dir schätzen. So, man hat einfach ein gutes Gefühl, weißt du, was ich meine? Ja, du weißt ganz schnell, wo du bei mir bist. Und ist gut für Vertrauen, finde ich. Findest du? Hä? Findest du? Ich finde ja, weil, kennst du das, wenn Menschen so, ich mag diese eine Hand wäscht die andere Hand-Mentalität, ich mag das gar nicht. Ich mag es nicht, wenn Leute quasi so sind, ja, okay, ich habe einen Grund, zu dir nett zu sein, also bin ich nett zu dir, weil ich in der Zukunft irgendwas von dir zurück erwarte. Ich bin so ein Mensch, ich sag halt, ich helfe prinzipiell jedem gerne, hab gelernt irgendwann, ich habe halt nicht so viel Zeit und Energie, dass ich jedem helfen kann, leider. Dann mache ich aber, habe ich so eine Regel, wenn ich was in 5 Minuten jemandem helfen kann, dann mache ich das, ohne irgendwas zu erwarten. Wenn es irgendwann viel, viel, viel zu viel wird, habe ich meistens Freunde, die mir sagen, ey Bro, chill mal, das ist zu viel. Ich selber kann das schwer, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. So zum Beispiel Geld oder so, ich bin schwierig, wenn es um Geld geht. Ich bin kein Mensch, also so, wenn es jetzt um Freunde von mir geht, dann kann ich, kämpfe ich. Wenn es um mich geht, bin ich eher so, ey, ich als Letzter, ich brauche nicht, bla bla, weißt du, was ich meine? Und ja, da glaube ich, ist es schwierig, ist immer die Gefahr, dass man ausgenutzt wird, aber wenn du halt, ich habe da gute Menschen um mich rum und wenn es um andere geht, dann kann ich da hart sein, wenn es um mich geht, habe ich da eine Schwachstelle und that's it. Und man gibt ja auch immer anderen besseren Tipps als sich selber, ne? Ja, ja, genau. Oder man agiert ja auch nicht so, ja, weißt du, was ich meine? Also, aber nö, ich sonst klar so. Ich mag auch Asozialität so. So ein bisschen Assi muss sein. Du brauchst ja auch so einen Gegenpol zu etwas. Ich bin auch so zu Mitarbeitern, wenn die zum Beispiel irgendwie Scheiße machen, dann da heute Morgen schreibt mir so, Bruder, das ist richtig Huren, so ein Video. So, was hast du da geschickt? Ja, geil. Also, aber die wissen, dass ich die schätze. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du, also, mir ist erstmal wichtig, also quasi, du kennst ja Leute, die so sind, weil die dich so runter machen wollen. Mir ist erstmal wichtig, ey, du sollst wissen, ich mag dich. Und dann aber irgendwann so, sage ich dir halt so, ey, Bro, das ist wirklich scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist doch geil. Was will denn man mehr? Wenn sie jemand, der die ganze Gesicht sagt, Muhammad Ali sagt ja, ich achte nicht darauf, wie jemand mit mir umgeht, sondern wie er mit dem Kellner vor mir umgeht. Weil wenn ich an der Stelle vom Kellner wäre, hätte er auch so mit mir geredet. Ja, viele Leute sind fake net zum Kellner, weil die das Zitat mittlerweile kennen. Weißt du, was ich meine? Boah, ich sehe das direkt. Ja? Bei sowas nicht. Guck mal, wenn jemand... Also wenn jemand den Kellner schlecht behandelt oder so, ist so, weißt du, das... Ich habe jemanden noch erlebt, weißt du noch? Vor einem halben Jahr. Den habe ich direkt eine Ansage gedrückt. Ich glaube, wie redest du? Wer denkst du eigentlich, wer du bist, dass du so mit dem Kellner redest? So. Wahrscheinlich kann das Zitat nicht. Aber, weißt du, was interessant ist? Dass, gerade mit dem Kellnerbeispiel, ne? Dass du anderen Leuten sehr, sehr explizit sagen kannst, was sie falsch machen, aber du selber siehst das nicht über dich selbst. Weil du mehr auf andere achtest als auf dich selbst. Ja. Und ich glaube, wenn du anfängst, auf dich selbst zu achten, dann kommst du auch viel weiter durchs Leben. So, und das ist umsonst Motivation, nicht? Das, was man kaufen muss von anderen Hunden. So. Wo du noch deiner Mutter verkaufen musst, damit ich mitverdiene. Genau. Nimm deine Mutter aus dem Krankenhaus raus und sag, sie soll ein Paket von dir kaufen. Ja. So, das wäre das am besten. Nee, ich denke, dass es Selbstreflexion ist schon sehr, sehr wichtig und wie man miteinander umgeht. Und dieses Fake-Sein ist ja normal.
du gehst ja auch nicht zu deinem Chef und sagst, boah, ich hasse dich, du Arschloch. Sondern wenn er sagt, guten Morgen, sagst du, morgen. Ja, ja, ja. Verstehst du? Es gehört so ein bisschen in der Gesellschaft dazu, aber wann wird's also wann ist man unhöflich und wann ist man heuchlerisch? Und ich glaube, diese Range muss man einfach haben. Weil du kannst ja auch nicht immer die. Kannst du den Ja-Sager? Also. Nein, warte mal. Wie ist der Film? Wo er nicht lügen kann? Mit Jim Carrey, oder? Der Dummschwätzer, oder? Der Dummschwätzer, war das das? Also kenne ich nicht, aber. Er wird verzaubert, er kann nicht mehr lügen. Und er kriegt dadurch so viele Probleme. Und das zeigt schon ein bisschen die Realität. Weil wenn wir sehr ehrlich durchs Leben gehen, es geht ja auch manchmal, guck mal, Bro, wenn du eine Frau kennenlernst und die hat dir einfach nicht gefallen, gehst du ja auch nicht hin und sagst, boah. Du willst niemanden verletzen unnötig. Du siehst aus wie, keine Ahnung. Fuß. Wie ein Fuß. Whatever, ja. Sagst du nicht. Ja, du sagst ja auch nicht, du siehst aus wie, ob du in Tschernobyl geboren bist. So, sagst du ja nicht. Denkst du sagst dann, ey, tut mir leid, zur Zeit, guck mal. Nicht so mein Typ. Ja, und ich habe auch keine Zeit dafür, aber ey, du bist eine nette Person. Ist das jetzt heuchlerisch? Ist das Lügen? So, das müssen wir differenzieren so. Oder ist das schon so, man ist höflich und nett? Weil eigentlich machst du was Negatives. Ja, du lügst findest ja du? Eigentlich. Ja, weißt du nicht, ich frag dich. Ich finde nicht, weil sie kann an ihrem Aussehen nichts verändern. Außer, also wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt zum, also erstmal ist es dein Geschmack. Kann ja unterschiedlichen Geschmack geben. Genau. Vielleicht ist sie für jemand anderes wunderschön. Genau. Das finde ich. Ich meine, das ist ja das Tolle an Liebe. Du musst ja nur einer Person gefallen. Genau. Der Rest der Welt kann dich ja scheiße finden. Ja, so sieht's aus. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich immer so gut, wenn so, kennst du das? Du hast so Sachen an dir, wo du so Selbstzweifel hast, weil du so, keine Ahnung, ich bin so ein Typ, ich sag dann, ey, ich rede zu viel, bin unsicher deswegen, weißt du, weil ich niemanden langweilen will. Ja? Ja, ja. Und dann gibt's halt, keine Ahnung, kommt eine Frau und sagt mir, ey, ich finde es gerade toll an dir und die findet so deine Selbstunsicherheit, die findet das eine super Sache an dir. Weißt du, was ich meine? Ja, geil. So, das so, das, deswegen bin ich zum Beispiel da, sage ich, ey, das steht mir nicht zu, weil das ist wirklich eine Perspektivsache bei einer Frau. Also ich werde dir jetzt nicht sagen, dass ich das scheiße finde. Sie kann es ja auch nicht ändern und sie ist nicht irgendwie schuld dafür oder so. Ja. Das bringt ja nichts, wenn ich ihr das sage, sondern ich gebe ihr nur noch so einen ekligen kleinen Teufel auf die Schulter, der ihr so ab dann in ihrem Leben, für den Rest ihres Lebens irgendwann immer, wenn es ihr scheiße geht, reinflüstert, ja, du bist eh hässlich. Weißt du? Und ich will ihr nicht diesen Dämon geben. Ja, ja. Und dann versuche ich halt positiv. Aber wenn es jetzt so ist, keine Ahnung, da ist irgendjemand und so wie ein Ding zu dir gesagt hat, dir geht's kacke, du heulst rum. Ja, kein Wunder geht's dir scheiße, so, weißt du? Dann ist Ehrlichkeit gut. Ja. Weil es dir hilft. Genau. Deswegen muss man immer gucken. Ich finde, das ist was Schönes gesagt. Wenn ich einen Menschen angucke, vielleicht gefällt er mir nicht. Ein anderer schon. Muss man das sagen, muss man das nicht sagen? Es gibt Leute, die sagen's. Ja. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Weil ich finde das unhöflich. Weil du nimmst dir jemanden seinen, du kratzt ja an seinem Selbstbewusstsein von dem Menschen. Ich würde sagen, ey, du bist nicht mein Typ, aber du findest bestimmt jemanden, wo der Typ bist oder so. Aber ich würde niemals im Ernst zu jemandem sagen, du bist hässlich. Aber das machen die doch auch nur so bei so... So, und auch wenn ich so Leute im Podcast erwähne oder jetzt hier, das ist ja wirklich nur Spaß oder dient zur Unterhaltung. So. Ja, ja. Ich habe ja nichts wirklich. Ich habe gegen Leute was, ernsthaft, in dieser Szene. Ne? Die erwähne ich aber nicht. So, aber ich mag die überhaupt nicht und ich würde auch niemals mit denen am Tisch sitzen, weil ich nichts von denen halte oder sondern ich finde ja, die sind Abschaum so, ne, der Gesellschaft. Allerdings, Leute, die ich erwähne, zum Beispiel hier so ein Bion-Spruch oder so, oder hier, keine Ahnung, ein Streamer oder so, das ist immer nur so Spaß. Oder das ist so ein bisschen Sticheleien, wenn das einer auch bei mir macht, finde ich das okay. Ja, das ist, ich meine, du nimmst ja auch gut Jokes selber. Ja, nein, sonst, wann sagt ein Typ sowas, wenn der dann bei Pumping Monkey Straßentinder ist, Konstabler Wache, und dann sind die dort und gucken fünf andere Typen zu und dann sagen, hey, du siehst scheiße, du siehst aus wie eine Blabla. So, sonst macht das ja kein normaler Mensch, weißt du, was ich meine? Ja. Ob das keine normalen Menschen sind? Ja, so Leute von der Konstabler Wache, die können nicht normal sein. Das sind so Zombies. Du siehst, das beschäftigt mich voll. Ich finde so dieses, in der Öffentlichkeit, was kann man sagen und wie nehmen Leute das wahr? Ich finde das ist ein Thema. Das kannst du ausschlachten. Ja, aber findest du das interessant? Also ich finde das übel interessant. Was denn, dass man nicht mehr sagen darf, was man will? Ja, also das halt, genau. Ich finde es teilweise nervig jetzt langsam. Ich finde es krass nervig. Ich finde, guck mal, alles, was in der gesunden Mitte ist, finde ich in Ordnung. Zu viel links geht auch nicht, zu viel rechts ist auch schlecht.
Ne? Gesunde Mitte. Du machst dir über alles lustig, das ist ja geil. So, nee, aber zum Beispiel, ich mache mich über Sachen nicht lustig, wo ich weiß, die Leute sind krank. Zum Beispiel Religion würde ich mich niemals lustig machen, weil die Leute gar keinen Humor haben oder es gar kein Verständnis dafür. Politik ist auch immer ein bisschen schwer, ne? Wenn du jetzt da eine Partei beleidigst, dann finden es die anderen Parteien lustig, oder Anhänger oder Leute, die komplett gegen die Regierung sind, die finden das total lustig, aber die Partei selbst nicht. Ne? Ich finde, es ist schwer zu sagen, es gibt gar keine Grenzen, weil ich habe Grenzen für mich. Wenn jemand zum Beispiel ein Missbrauchsopfer ist, würde ich mich niemals drüber lustig machen. Aber nicht, weil ich sage, es gibt eine Grenze beim Humor, sondern es ist einfach für mich nicht lustig. Genauso, es gibt auch viele Dinge. Ja, aber das ist das Ding. Aber du bist ja, du sagst ja trotzdem nicht, cancel einen, für den das vielleicht lustig ist und der macht es auf halt eine Art und Weise, die jetzt nicht gottlos ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also diese Cancel Culture finde ich sowieso eine dumme Sache. Direkt mit dem Finger. Also guck mal, die Leute, die reden immer über Mobbing, ja. Ja. Aber es sind die Ersten, die sagen, zerstört seine Karriere, weil er hat gesagt. Genau. Und gerade die Menschen, die gerade so ein bisschen in der Minderheit sind, die zum Beispiel, wie heißt diese ganzen Bewegungen, die es gerade zurzeit gibt, gerade die fordern Toleranz. Wie diese LGBTQ. Ja, die fordern Toleranz, was auch okay ist, ja. Und das ist auch ihr gutes Recht, Toleranz zu fordern. Aber warum sehe ich dann Videos von denen, wie die teilweise sehr asozial sind zu Leuten, die nicht dieselbe Meinung wie sie haben? Und da kommen wir wieder in dieses unfaires Gleichgewicht, weil ich sage wirklich, jeder kann das sein, was er will und seine Meinung haben. Ich meine das wirklich ernst. Und stehst du auf Männer, ist kein Problem für mich, du bist trotzdem mein Bro. Was heißt trotzdem? Ich habe gar keine Differenzierung dann für dich. Du bist mein Bro, alles gut. Oder bist ein Freund, Geschäftspartner, ist alles in Ordnung. Aber ich sage nicht, wenn jemand das nicht feiert, ist er direkt ein Ketzer oder ein Arschloch oder er soll auf den Scheiterhaufen verbrannt werden oder er soll sich doch verpissen oder so. Weil das finde ich heuchlerisch. Weil vor allem, der wird sich auch eher akzeptieren, wenn du ihn akzeptierst. Genau, und ich akzeptiere wirklich jeden Menschen. Und wenn ich dann so Videos sehe oder auf YouTube oder wenn die dann so Umfragen machen, wo teilweise dann Leute sagen, ja, du scheiß Cis-Mann oder du scheiß Mann und Männer sollen sterben und so, sag ich, ey, beruhig dich doch mal. So, beruhig dich. Du willst, dass man dich akzeptiert und Toleranz zeigt, was du gerne bekommst, aber warum toleriert ihr nicht andere Meinungen? Und solange das auf dieser Welt passiert, finde ich, diese Cancel Culture ist einfach eine Industrialisierung der neuen Bewegung, die man Karrieren zerstört. Ich finde sogar teilweise jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, ja, dass, glaube ich, das auch eine Methode von Plattenfirmen und Hollywood-Produktionsfirmen sind, um Leute aus ihren Verträgen rauszuholen. Wäre krass. Weil, wie einfach ist das? Du hast einen Vertrag, zum Beispiel bei Marvel, keine Ahnung, 5 Jahre, plötzlich geht ein Marvel-Film hoch. Du verdienst jetzt pro Film 45 Millionen Euro. Denkst du, ich kann den sowieso Film läuft nicht mehr? Ja, weil ich kann den einfach eine andere Maske, also die zieht sowieso eine Maske an. Wie kann ich den aus dem Vertrag rausholen? Vertragsstrafe, paar Millionen, vielleicht muss ich dann vor Gericht. Keine Ahnung. Ich hau dem mal ein paar Geschichten rein. Und dann kommt so eine MeToo-Bewegung oder eine Cancel-Culture-Bewegung und haut den Typ raus. Ja, wir distanzieren uns. Wer weiß, wie oft das schon passiert ist, aus diesen Gründen. Ja, meine Theorie ist einfach, dass ich glaube, dass die einfach noch kleinere Eier haben und bei jeder Scheiße einfach denken, lieber nicht ins, weißt du, lieber kein Risiko eingehen. Ja, aber diese, auch diese schnelle Verurteilung, also guck mal. Ja, das ist wie Hexenjagd im Mittelalter, Digga. Das genau. Ist nur, Bro, das ist komplett dumm. Hart. Das ist komplett dumm. Das ist voll auf den Punkt gebracht, Hexenjagd. Und ich, also, bevor die uns falsch verstehen, Leute, die Scheiße bauen oder irgendeinen anderen Menschen verletzen, die sollen dafür verurteilt werden, ganz klar. Aber lasst ihnen doch erstmal die Chance, dass sie das Gegenteil beweisen können, wenn sie es nicht waren. Wenn sie es nicht getan haben, wenn sie nicht zum Beispiel jemanden vergewaltigt haben, zum Beispiel damals die Andreas Türk-Vorwürfe, kennst du den noch? Nee. Andreas Türk war damals so ein Moderator wie Oliver Geissen, so eine Talkshow. Den wurde irgendwie Missbrauch vorgeworfen. Ein Vorwurf ohne Gericht. Öffentlichkeit sagt, oh, alles übel scheiße. Der hat mal da nach links geguckt, der hat die bestimmt vergewaltigt. Genau. Karriere vorbei. Vorbei. Und dann kam 2 Jahre Sender raus. Sender kein Risiko. 2 Jahre später kam raus, dass sie gelogen hat. Der Typ ist verschwunden. Gibt's nicht mehr. Hat eine erfolgreiche Sendung im Fernsehen gehabt. Und das sind so Punkte, wir müssen ein bisschen warten mit Verurteilungen. Ganz schnell im Internet. Guck mal, damals hast du ja weniger Skandale mitbekommen, ja.
Wenn du zum Beispiel Pack gesehen hast, der gerade einen Skandal im Gericht hatte, musstest du warten, bis das im Fernsehen erscheint. Du musst warten, bis die Zeitung das druckt. Da musste erstmal Recherchearbeit gemacht worden sein und so weiter und so fort. Heutzutage kommt irgendeine Story von einem YouTuber, der irgendwie seine Frau geschlagen hat oder Ex-Frau und sofort wird geurteilt, ohne zu wissen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber am Ende des Tages weißt du nicht, war es jetzt wirklich so oder nicht oder ja, war so, Beweise und so weiter und so fort. Da müssen wir aufpassen und ich glaube, das ist eine wir gehen da in eine ganz gefährliche Richtung, dass wir in diesen Henkerzeiten reinkommen, dass sofort erstmal gehängt wird und dann, ja, dann schauen wir, dann Pech. Wir hacken den Kopf auf und danach gucken wir vielleicht. Genau, zum Beispiel diese eine da, die der Samra was vorgeworfen hat. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Mhm. Auch irgendwas vorgeworfen. Da wurde ja auch vom Gericht irgendwie jetzt bestätigt, dass das falsch war. Ob jetzt Samra davon einen Cut hatte in seiner Karriere, weiß man nicht. Ne? Vielleicht läuft das ja auch super weiter. Aber es war eine scheiß Zeit wahrscheinlich. So, ne? Ja. Und es gibt genauso, wo es leider passiert, wo es nicht rauskommt oder nicht direkt gehängt wird. Deswegen ist es sehr gefährlich, dieses Thema. Müssen gucken, individuell, lieber mit Vorsicht, ein bisschen ruhiger, nicht zu emotional. Erstmal durchatmen, ein paar Beweise angucken. Wir haben zum Glück die Fähigkeiten, um Sachen zu beweisen, bevor die Leute kommen. Ja, aber was mit Gericht? Manchmal geht auch der Mörder raus. Aber wie oft ist der Fall? Ja, ja, und das, weißt du, was das Gefährliche ist an der Sache? Wenn der, also die Frage ist ja immer, guck mal, wenn Kriminelle ihre Rechte verlieren, dann reicht es nur, dass ich oft mit dem Finger auf dich zeige und sage, du bist kriminell. Weißt du, was ich meine? Stark. So, das ist halt gefährlich. Das ist gefährlich. Ich habe das. Ich habe eine Freundin, die Strafverteidigerin, die hat mir gesagt, ich habe sie mal auch so gefragt, ey, wie ist das für dich? Was, wenn du mal weißt, der ist das? Die sagt so, ich weiß das nicht. Ich habe die komischen Sachen in meinem Leben gesehen und mein Job ist, die Rechte von diesen Menschen zu verteidigen. Was sagst du, Tim? Härtere Strafen? Für? Allgemein vermindert die Kriminalität. Denkst du, die Theorie stimmt? Gibt ja so diese Handabhack, also ist ja so ein bisschen anders, also ist ja immer nach Kulturkreis hat man ja andere Sachen. Ich habe keine Ahnung. Wenn dir bewiesen wird, dass du eine Frau in den Arsch gepackt hast, ja, du kriegst 10 Jahre ohne Bewährung. Denkst du, es wird noch passieren? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Denkst du, härtere Strafen sorgen dafür, weil Malaysia spuckst auf den Bogen Kaugummi, ja, ja, und du kriegst einfach so 2 Jahre Haft in so einem komischen Gefängnis, wo so Leute aussehen wie er? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mir die Frage, also ich habe wirklich gar keine Ahnung zu sowas, aber mein Bauchgefühl ist, ich würde mir die Frage stellen von der Verhältnismäßigkeit. Also ich finde es unverhältnismäßig. 10 Jahre jetzt, wenn du einer Frau einen Arsch. Also das ist ja dann auch wieder so, ist ja auch anfällig. Dann behauptet jemand das. Ja. Und dann hast du halt 10 Jahre potenziell und so weiter. Also was sagst du? Ich find's zu hart. Ich finde, bei anderen Sachen ist es zu weich. Ja, klar. So Kindesmissbrauch. Genau, da ist es halt so. So, da sage ich, keine Ahnung. Hinter die 3.000 Euro Steuern ist schlimmer, als wenn du vom Kindergarten chillst. Ja, und leider Gottes ist ja Deutschland und Österreich Platz 1 und 2 mit den... Echt? Mit den... So Kindermissbrauch? Ja, aber warte mal, lass mich das. Kinderunfreundlichstes Land der Welt, irgendwie so Platz 1 und Platz 2. Ja, ja. Also hier gibt's nichts für Kinder. Also wir reden jetzt nicht nur direkt von Missbrauch, sondern so Spielplätze, Aktivitäten. Genau, wir sind wirklich in Deutschland. Gibt doch iPad. Ja, also in Deutschland ist ja auch so, wenn du im Restaurant sitzt und ein Kind schreit, direkt siehst du die Fressen so von den Leuten so. Boah. Ja, Bro, what the fuck, lass das Kind doch schreien, Alter. Du hast auch geschrien, du Bastard. Ja. So, hä? Oder warst du Wolfgang, 50 Jahre Miesepeter dort und so als Kind schon so gebrochen und weißt du, was ich meine? Ey, geil! Aber ist doch so! Ja! Boah, diese Fressen, wie so, boah, so ob du so siehst, wenn du hörst, jemand hat AIDS. Ja! So, auch wenn du ihm die Hand gibst, passiert ja nichts. Aber du machst. Und die gucken die Kinder an so richtig. Und guck mal, und dann kommen wir dahin, diese Doppelmoral. Dann sitzt dieser Wolfgang und sagt so, boah, ja, ich krieg nicht meine Rente hier und so. Ja, weil du, Bastard, keine Kinder magst. So, deswegen vielleicht. Weil wir brauchen ja Nachwuchs. Und wenn, guck mal, Deutschland ist ja einfach weit zurück, was Kindernachwuchs angeht. Ja. Und wir müssten ja Minimum pro Familie jetzt 3 bis 4 Kinder haben, dass wir das Rentensystem aufhalten können, wie es jetzt gerade einbricht.
Das können wir aber nicht mehr schaffen, weil das hätte man vor 20 Jahren machen müssen. Deswegen brauchen wir? Flüchtlinge. Ja, die dann 8, 9 Kinder waren und dann heißt es, Deutschland stirbt aus, wir werden arabisiert. Ja, kein Problem, ist ja eine Mathematik. Der Typ bringt 8 Kinder mit, weil der sagt, Kondom kenne ich nicht. So, ne? Noch nie gehört, was das ist. Und der andere sagt, nee, so Kinder, die so schreien, die gefallen mir nicht. Und dann hast du das Ungleichgewicht. Ja, und dann irgendwann, auch wenn ihr das nicht hören wollt. Das will keiner hören, aber es, also, wir übertreiben das gerade so wegen dem Joke, aber genau. Da ist schon ein Kern drin. Ja, ist auch so. Und das, deswegen ist ja auch die Regierung da, wo sie ist. Und ich glaube, Merkel hat damals das gemerkt. Hat gemeint, oh, die Kacke ist hier am Dampfen. Ich glaube auch, es ist schwierig. Ich gehe mal dankend ab, weil man darf ja eine Sache nicht vergessen. Man greift ja die Regierung jetzt zur Zeit an. Ja, ne? Ja, ja, ja. Aber das ist ja nicht, was jetzt passiert. Jetzt runtergerockt. Ja, das ist ja eine Laufzeit, die man ja da braucht, um da erstmal hinzukommen, wo man jetzt ist. Das ist ja, und das, die hat das schon schlau gemacht, ne? Die, also die Frau ist ultra schlau. Beim Bäcker, holt sich ihre Brötchen. Alle sagen, boah, wir wollen Angie zurück. Und die Leute räumen jetzt auf. Obwohl die auch teilweise Arschlöcher sind, ja? Das ist klar. Allerdings, du musst gucken, du willst die Flüchtlinge nicht haben, ja? Du willst die Ausländer nicht haben, aber die gehen in die Altersheime und putzen die Ärsche von dem 80-jährigen Wolfgang. Und die eigenen Leute oder die eigenen Landsleute oder die eigenen Kinder machen das nicht mal. Aber dann verurteilt ihr diese Leute. Weil die haben einen Bezug, die sagen, ey, das ist Familie, das ist immer noch. Ich kenne ein paar, 2, 3 Leute, Syrer, die im Altersheim arbeiten. Und im Pflegeheim. Und ich sag so, die sagen mir, das ist für mich wie mein Opa. Wir sind ja kinderunfreundlich. Ne? Und ich habe jetzt eine Info bekommen. Und die stimmt sogar. Ja, die stimmt sogar. Das ist schon Vertrau mir, Bruder. Vertrau mir, die stimmt. Mit Waller Zusatzversicherung. Ja, das muss man nicht sagen. Früher hat man ja, guck mal, heutzutage muss man ja, du sagst etwas. Du sagst zu mir, ey, weißt du, das Eskimos, darf man ja auch nicht mehr sagen. Ja, Inuit. Ob das so ein Kripus da C wäre. So, einfach so ein komischer Name, Inuit, was ist das? So Indeed. Ich kann mir einfach so Jobbörse. So Eskimos, ne? Ich sag dir einfach, ich habe mal einen Eskimo gesehen, um sich zu begrüßen, nimm die Ellenbogen, machen so, zum Beispiel, ne? Ist einfach frei erfunden. Ist einfach gelogen. Früher hat einfach derjenige, dem wurde geglaubt, der am besten geschworen hat. Der so, ich schwöre auf meine Mutter, der hat das gemacht. Ne? Und heutzutage googelst du einfach. Ich sag dir was, du googelst einfach direkt. Bam. Das kann man auch googeln. Ist, dass Kinder im Grundschulalter, wenn sie von der 1. bis zur 4. Klasse oder in Berlin sogar bis zur 5. oder 6. Klasse Grundschule, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das so, wenn der Lehrer sagt, Tim muss in die Förderklasse, weil der ist ein bisschen der stört ein bisschen, der ist ein Störenfried, der passt nicht so auf, der hat Aufmerksamkeitsschwächen und so weiter, bekommen die Lehrer mehr Gehalt, wenn Kinder in die Förderklasse kommen. Was? Ja, die bekommen mehr Gehalt, wenn sie eine Förderklasse haben oder Förderschüler. Weil es gibt ja manche Klassen, da gibt es ja nicht mehr ganze Klassen, sondern da wird ein zweiter Lehrer geholt, dass sie auch in die Klasse kommen und sich um diese Förderkinder kümmern. Ja? Dass man nicht ganze Klassen mehr hat. In manchen Bundesländern ist es so. Sondern so gemischt. Gemischt. Und dafür kriegt ein Lehrer extra Geld. Was? Weil er muss ja mit der Extraarbeit ja auskommen. Ein Kind, was stört. Okay, also der sucht sich dann quasi so, also du machst so den Gärtner zum Bock mäßig. Das heißt, ja. Der Lehrer wird auf einmal Arzt und kriegt einen Behindertenbonus. Genau. So wie Haaland, wenn er Tore schießt. Ja. So, genau. What the fuck? Und was ist das für ein System? Mir der Burak nicht. Ja. Jetzt gefällt er mir nicht. Keine Ahnung, der zugewachsene Augenbrauen. Und zwei sagt, Fliegen mit einer Klappe. Ja, und er sagt irgendwie Shalami Alaikum oder so. Irgend so Sachen sagt er. Und dann gefällt mir das nicht. Ja, das ist ein Fördertyp, Förderkind. Jetzt sagt man, ja, okay, Schein, du übertreibst. Warum? Haben wir schon alles gesehen. Haben wir alles schon gehabt. Aber was heißt, also Förderkind, ist der dann, hat der Nachteile dadurch? Ja, klar. Der wird ja wie ein Sonderschüler eingeschätzt. Wie hat der Chancen dann auf die Realschule zu kommen oder aufs Gymnasium nach der Grundschule? Okay, der bleibt dann auch gar nicht quasi in derselben Klasse und macht dieselben Sachen und genau. Hat nur Zusatzbetreuung, sondern der kriegt dann auch. So, und warum kriegt aber ein Lehrer mehr Geld? Und es gibt ja sehr viele Lehrer und Lehrerinnen,
Die tun mir auch leid. Die wollen ihren Job gut machen. Die können aber nicht, weil die immer nicht gefördert werden von der Regierung. Die haben dann, keine Ahnung, 25, 30 Kinder in einer Klasse. Jetzt, wie will eine Person? Guck mal, wir sitzen jetzt hier zu viert. Wir vier, okay, wir sind jetzt erwachsen. Ja, das kann, muss man ein bisschen differenzieren. Aber sagen wir mal, wir sind 15 Jahre jünger. Wenn wir trotzdem, wir vier, jeder hat eine andere Meinung. Jeder hat ein anderes Gehirn. Jeder denkt anders. So, und jetzt, wenn einer hier reinkommt und uns beibringen will, wie die Kamera funktioniert, werden wir das alles anders verstehen. Einer versteht schneller, der andere so ein bisschen weniger, der andere hat gar keinen Bock zuzuhören. Jetzt multipliziere das mal mit 25 Kindern. Wie kann denn einer das schaffen? Die Klassen sind doch viel zu überfüllt. Man braucht mehr intensive Pflege. Und du weißt ja auch gar nicht, ich will nichts Falsches sagen, bevor die Leute mir den Kopf abreißen. Ich glaube, ein Lehrer wird nur einmal einem psychologischen Test unterzogen. Echt? Ja, das heißt, der wird gar nicht geprüft nach 5 Jahren. Ist der jetzt rechts? Keine Ahnung. Ist der, keine Ahnung. Ich verstehe. Glaubt der jetzt an Regenwaldgötter oder so Sachen? Du weißt ja nicht. Wie ist der Typ drauf? Wie ist die Lehrerin drauf? Es wird einmal getestet und danach nie wieder. Und dann musst du dein Kind aber, keine Ahnung, gefühlt 10 bis 12 Jahre in die Schule schicken und andere Leute bestimmen, wie dein Kind geformt wird. Ja, das ist, also auf Bildung ist auf jeden Fall echt eine starke Schwachstelle in Deutschland leider. Und das ist undankbar, weil es dauert halt 20 Jahre, bis du checkst, warum Bildung wichtig ist. Weil das halt wie Bäume sind, die wachsen. Und die leider, wenn Kinder guten Mathe-Test haben, gehen die keinen Gold kacken, sondern halt erst 20 Jahre später. Ist es ungesund, wenn halt der Typ quasi selber entscheidet. Das ist so ein bisschen wie Richter und Henker gleichzeitig. Ist immer nicht gut, wenn der eine entscheidet und finanziell davon profitiert, weil der ist befangen. Genau. Das ist halt nicht gut. Ich gebe dir eine Theorie. Ich will gerne deine Meinung, interessiert mich. Es wird ja sehr oft in der Öffentlichkeit breitgetreten. Ja, Bildung ist in Deutschland scheiße. Mhm. Wir lernen den Satz des Pythagoras. Wie heißt er? Pythagoras. Pegasus. Vom Peugeot. Satz von Peugeot lernen wir. Aber wir lernen keine Steuer. Mhm. Das müsste man reinholen und so weiter. Und in den Schulunterricht Steuern, keine Ahnung, wie man Formulare ausfüllt in Deutschland, die Bürokratie. Das wollen die ja nicht. Jetzt frage ich dich. Wollen die das nicht? Weil die sagen, hat er? Wasser ist umsonst, muss man trinken. Wollen die nicht, dass du gebildet bist? Dass du einfach nur ein Teil des Systems bist? Weil du sollst einfach nur normaler Arbeiter werden. Stimmt diese Theorie? Oder sagst du, nee, die ist so weit hergeholt, dass das so wieder so Verschwörung Illuminaten-Style. Das ist so ein System, du sollst einfach gefügig vom System sein. Du sollst nicht selbstständig werden, du sollst nicht erfolgreich werden, weil wenn du unabhängig bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Zum Beispiel, du könntest ja heute sagen, ich ziehe einfach ab. Ich habe keinen Bock hier auf diese Regierung. Ich habe keinen Bock auf dieses Schulsystem. Ich mache das einfach, ich nehme jetzt meine ganzen Firmen und die ganzen Lohnsteuer und die Einkommensteuer und Gewinnsteuer und SIP-Steuer und alles, was ich hier bezahlen muss, nehme ich jetzt hier weg, hier Mittelfinger und ich gehe. Kann ja keiner was machen. Wegzugsteuer, ja. Ja, klar, aber wird unattraktiv, das Land. Genau. Was denkst du? Ich denke, viele Sachen kann wieder sein. Packungsbeilage, wenn ich 5 Minuten google, dass ich dann besser weiß. Aber wenn ich jetzt nachdenke, ich glaube erstmal, du hast halt Arbeiter und die wollen erstmal Arbeiter produzieren durch das Bildungssystem. Also denke ich. Ja. Weil wenn du jetzt guckst, halt, brauchst du bei 10 Leuten, brauchst du, was weiß ich, 1-2 Unternehmer und 8 Arbeiter. So, du brauchst Fußvolk. Das sagt keiner so. Aber das ist, glaube ich, das, worauf das System abzielt, zu produzieren, weil wir sind eine Industrienation. Wir haben zum Beispiel, die haben eine Produktivitätsvorstellung von, da stehen wir beide jetzt bei Daimler am Band und wenn wir halt 10 Stunden arbeiten, bauen wir mehr Autos zusammen, als wenn wir 3-Tage-Woche haben. So. Ja. Und ich glaube, aber das Problem ist jetzt hier. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so Illuminaten-Style-Verschwörungstheorie ist. Ich glaube, das ist Logik. So, weil die sagen, wir geben denen was, Hauptsache die können leben und wir machen die abhängig vom Geld. Das ist ja im Endeffekt das. Das ist so, du willst dein Haus haben, also verschuldest du dich. Du hast Kredit, also bist du im Kredithamsterrad, damit du dir dein eigenes Haus abkaufen kannst. Bist du irgendwann 60, 40, 50, arbeitest dein halbes Leben, dein ganzes Leben, damit du dein Haus abbezahlst. Das ist jetzt deins. Und bist abgefuckt auf kleine Kinder, weil die schreien. Genau. Weil du dein ganzes Leben gearbeitet hast, damit du dein irgendwie Haus vererben kannst. Ja. Und ich glaube jetzt halt der Anspruch von der Gesellschaft ist halt ein anderer.
und wir haben jetzt das Internet so. Du kannst jetzt, so dein Lehrer sagt was, du googelst das und du bist schlauer als der. Du hast so die Intelligenz von der ganzen Welt, du hast die Bibliothek der ganzen Welt in deiner Hosentasche. Und dann gehst du aber in eine Schule, die quasi Mentalität hat von vor 20, 30 Jahren. Die Lehrer haben ja auch keinen Bock drauf. Mhm. Und diese Steuergeschichten und so. Die haben ja auch einen Lehrerplan, also man muss da Lehrplan. Lehrplan. Was die beibringen müssen und so. Ja, was sie beibringen müssen. Und ich glaube jetzt, sind wir so in einer ekligen Zwischenphase, wo wir wissen, wie es besser geht, aber jetzt noch die Alten dort an der Macht sind. Ja. So, das sind beamte Leute, die sind dann mit 55 bis x 60 gehen die dort, bevor die in die Rente gehen, und die sagen, wir machen so wie immer. Und dann hast du ein paar so junge Leute wie wir, ja, die sind dort und ich glaube, die wollen Change, die wollen was anderes, die wollen besser machen, aber die können noch nicht so ganz. Also dauert es noch 20 Jahre. Das jetzt die so, ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass da so ein paar Leute sind, die sich verschwören oder so, sondern ich glaube, dass das einfach das dauert einfach ungesund lange hier. Und ist nicht gut. Ja. Aber ich denke, dass am Ende des Tages, Digga, was ich meinem Kind empfehlen würde, ist, du vertraust dem Staat zu sehr. Das ist das, also Leute das ist vertrauen ja auch was dem Gutes, Staat zu viel. Also dem Staat zu vertrauen. Guck mal, weißt du, wie sehr ich mir das gewünscht habe, Tim? Was? Dass in Peru Fahrradwege gibt. Dass der deutsche Staat 300 Millionen dafür ausgibt. Das war immer mein Kindheitswunsch. Ich bin als Kind aufgewacht, nachts schweißgebadet. 3 Uhr morgens. Ich sag, wie ist das passiert eigentlich? In Peru haben die keine Fahrradwege. Oh mein Gott, wie kann das sein? Die Welt. Wir werden sterben. Ja? Die Welt geht unter. 90% der CO2-Emissionen macht China, aber egal. Ja, ja, ja. Wir müssen Peru Fahrradwege geben. In Nigeria gibt's Korruption. Oh mein Gott. Komm, wir geben 100 Millionen. Wir sind korrekt. 100 Millionen für Korruption. Jetzt habe ich aber eine Frage. Ich gebe ein korruptes Land 100 Millionen, dass die Korruption aufhört. Was hat das für einen Sinn? Das ist genauso. Ich gebe einen Kriminellen, ja, ich sage, hey, pass mal auf mein Kind auf, einen Pädophilen, hier, pass mal kurz auf und sag, hey, warum ist das Kind weg? Ja. So, was hat das? Ich gebe ein korruptes Land 100 Millionen, dass sie Korruption bekämpfen. Ja, das kannst du nicht machen und so weiter. Ja, und so die fort. Argumentieren dann mit, die überwachen, wie die Mittel eingesetzt werden, bla bla bla. Nein, also ich will jetzt nicht diese Politik schönreden und so. Ich versuche immer so differenziert zu sein, auf der einen Seite zu sagen, so, ey, wir haben schon Probleme, die sind nicht so einfach zu lösen. Aber auf der anderen Seite, wir machen gerade viel so, ich würde sagen, so deutsche Politik und so ist viel Idealismus und Wunschdenken. Das ist einfach, das ist so, guck mal, das ist dieses, was wir gerade mit Cancel und diese komischen ganzen, das ist ein Produkt von der Wohlstandsgesellschaft. Uns geht's teilweise echt zu gut. Ja. Und wir hatten so viel, dass wir so däumchendrehend langweilig uns so gefragt haben, ja, was machen wir jetzt hier eigentlich mit der ganzen Kohle? Und ich finde, in der deutschen Politik gehört Professionalismus dazu. Ich wünsche mir Politiker, die auch sagen, ey, ist gut, dass du dich da auf die Straße klebst wegen dem Klima, aber du checkst nicht, wie das funktioniert. So. Das ist so wie zum Beispiel wegen was ich meine mit Professionalismus. Professionalismus heißt, du verstehst, wie die Sache wirklich funktioniert. Ja. Und wenn auf Instagram auch ich schreie und sage, ey, du hast keine Ahnung, aber der Politiker weiß es besser als ich, weil er wirklich Experte ist für diese Sache und er wirklich sich reinkniet in dieses Thema und er mir sagt, ey, ist mir egal, dass von euch 20% denken, ich soll das und das machen, das ist falsch, weil in einem halben Jahr, wenn ich das machen würde, was ihr sagen würdet, würdet ihr sagen, ich bin der größte Vollidiot. Und dann mit Eiern dahin zu gehen und zu sagen, wir gehen in eine Richtung, die tut jetzt kurz weh, die ist ja hart, aber die ist langfristig sinnvoll. Und diese Eier gibt es in Deutschland nicht, die haben so gefühlt, ist so heiße Kartoffel und die schmeißen immer eine Runde weiter und machen so alles, was Leute so wollen, gefühlt. Aber das ist nicht gut, was die Leute wollen. Meine Damen und Herren, wir müssen Tim als Bundeskanzler wählen. Sicher nicht. Vote for President. Da, verstehst du, was ich meine? Ja, ich find's geil, was du sagst. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Professionalismus fehlt. Es ist Stimmungspolitik. Es ist dasselbe wie bei diesen Influencer-Events. Die laufen dort rum und ein Politiker sagt ja nicht, was macht wirklich Sinn und wie erkläre ich Leuten, was Sinn macht, sondern die hören dir zu, die hören denen zu, die hören denen zu und dann überlegen sie sich, okay, wie rede ich jetzt so, dass ich keinen von denen abfuck. Verstehst du, was ich meine? Geil. Das ist Politik. Politik ist nicht, sich Gedanken zu machen, was mache ich, also das ist eine Fehlinterpretation von Politik. Die denken dann, wie rede ich, damit ich so viel wie möglich Menschen anspreche. Aber dadurch verlieren die ihre Inhalte und wofür sie stehen und was sie machen wollen. Hammer. Hast du auf den Kopf getroffen, ne?
Ich habe gerade das Gefühl, der nimmt mich hops. Nein, ich meine es ernst. Ich finde das geil, was du sagst. Du hast das einmal sauber richtig geil erklärt, dass man weiß, was da wirklich abgeht. Ich bin deiner Meinung. Ja, und deswegen respektierst du Menschen nicht. Aber die Fahrradwege sind sehr wichtig in Peru. Also wirklich, es war immer schon mein Wunsch, dass ich einen Peruaner sehe, der auf seinem Fahrrad, auf unseren gebauten Fahrradwegen sitzt. Und das ist ja auch noch ein Problem. Guck mal, die Leute sind wie so ein Ping-Pong. Guck mal, ich habe im Podcast, ne, bei uns gesagt, wenn ein Deutscher in seinem eigenen Land, wir als Deutsche, nicht unsere Fahne raushängen dürfen oder einfach mal unsere Fahne am Auto haben dürfen, ohne direkt als Nazi abgestempelt werden. Das ist schlimm, ja. Das ist doch so Quatsch. Ich darf doch als Deutscher meine Fahne raushängen. Ich darf doch als Deutscher rausgehen und sagen, ich bin ein stolzer Deutscher. Weil in der Vergangenheit, das passiert, muss ich nicht heute mich schämen oder mit einem bitteren Beigeschmack das sagen, dass ich ein stolzer Deutscher bin. Verstehst du? Du in Deutschland sagst, viel zu wenig Nationalstolz. Genau. Deswegen gibt es sowas wie die AfD, weil die Angst haben, sowas zu sagen. Dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die haben immer weniger Raum, weil die denken, da Ausländer, da ein Kenneck, da ein Jugo, da ein Ithaka. Und dann sind die so, ja, und dann wird es so irrational und zu viel. Und dann denke ich mir einfach nur so, Bruder, ist doch okay, sei doch stolz auf den. Ich bin hier geboren und so, aber meine Familie kommt woanders. Ich bin stolz auf dieses Land, das ist ein krasses Land, Mann. Ja. Danke, genau. Dass ich hier sein darf. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau. Und wenn du das sagst, gibt's Leute, ja, es gibt dann viele, die sagen, jawohl, endlich mal sagt's einer. So ein Ölauge, geil. So, sagt er. So, okay. So, weißt du, der sagt das. Geil. Ich finde das geil, dass er das sagt. Und ist auch so, das ist ja auch meine Meinung. Aber genauso ist meine Meinung, dann wundert euch nicht, dass jetzt Syrer oder Iraker hierher kommen und in diesen Altersheimen sind und Pflegeheimen und die Ärsche von euren Opas und Omas putzt. Ja? Weißt du? Und das ist dieses Gleichgewicht. Und das ist Ping-Pong. Du kannst nicht sagen, diese Aussage feiere ich von Scheiern. Die Aussage gefällt mir aber gar nicht. Versuch das neutral zu beurteilen und guck, was ich denn im Grundkern sagen will. Am Ende des Tages, wir müssen froh sein, dass die Ausländer hier sind. Und wir müssen froh sein, dass wir stolze Deutsche sein dürfen. Da, weißt du, genau das ist das Ding, Alter, das feiere ich so auch an dir, ist einfach diese Mitte. Es gibt in Deutschland gerade keine Mitte, egal ob Social Media oder überall. Alle Leute, die so einen normalen Menschenverstand haben, haben Angst, was zu sagen, weil es gibt eigentlich nur zwei Landschaften gefühlt gerade. Es gibt so AfD-mäßig, so halb Nazi. Und dann gibt es so dieses Grüne, so Idealismus, Ultralinks und ja, Klima über alles und ihr seid alle voll die schlimmen Menschen, wenn ihr nicht jetzt, was weiß ich, Alter, wenn du irgendwie in einer Plastikbox isst, was weiß ich. Und dann denke ich mir so, okay, es kann sein, dass es zu viel Einwanderung gibt, die unkontrolliert ist und wir haben nicht das Geld, um das zu integrieren. Das ist doch ganz normal. Wenn hier zwei Menschen sind und wir holen jetzt 10 Leute aus China oder aus, egal aus welchem Land, aus Jugoslawien meinetwegen, dann werden die zwei Leute eher Jugoslawisch lernen als die 8 Deutsch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und auf der anderen Seite ist so, hey Digga, ich kann aufs Klima gucken, aber kann doch auch wichtig sein, Digga, dass man halt stabilen Job haben will. Dass man will, dass Land vorankommt. Ja. Dass man nicht Fahrradwege in Peru bauen will, während... Das ist aber wichtig. Während irgendwie Leute hier mit 60, 70 Jahren, nachdem die ihr ganzes Leben arbeiten, betteln gehen in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Ja. Und was ich sagen will, es gibt diese Mitte nicht so. Weil egal, was du sagst, was in diese Richtung geht, was dem einen oder dem anderen nicht passt, du bist der Bastard, der von beiden Seiten angegriffen wird. Ja. Checkst du, was ich meine? Mhm. Ja, keine Ahnung. Weißt du, was das Lustige noch dran ist? Was? Wenn wir das jetzt noch ergänzen. Die AfD hat ja die meisten Punkte in Ostdeutschland, früheres Ostdeutschland. Mhm. Ne? Jetzt betrachten wir mal, wo ist Ostdeutschland? Ne? Thüringen und so weiter, Sachsen und so weiter. Ne? 1990 ist erst die Mauer gefallen. Das war jetzt knapp vor, wie lang, 24 Jahre? Ja. 34. 34, sorry. Stimmt, 34 Jahre. 34 Jahre. Das heißt, ein 50-Jähriger oder ein, ja, ein 50-Jähriger war damals, wie alt war er? 16? 15, 16, 17, als dann sozusagen die Mauer fiel. Das heißt, diese Leute, die diese Generation sind, die jetzt 50 sind und 60 und AfD vielleicht wählen, die waren auch selber Flüchtlinge. Von Ostdeutschland in Westdeutschland. Alle wollten nach Westen. True. Das waren selber Leute, die in ihrem eigenen Land unzufrieden waren, wie andere, wo
der Kommunismus kam und so weiter und die ganzen Sowjetunion da von da Druck gemacht haben und dann hier von da Druck gemacht haben, eingekesselt und in dieser, und dann wurdest du da raus. Die Bedingungen waren scheiße, du hattest keine richtige Industrie, du hattest nicht viel Geld, es war einfach alles altmodisch, es war wie damals in den Honecker-Zeiten, alles so, ne? Und dann wolltest du ins schöne Westen gehen. Wie kannst du heute über diese Flüchtlinge urteilen, wenn du selber das wolltest oder selber dahin wolltest? Und das sind immer so auch wieder so eine Doppelmoral, wo ich sage, eigentlich musst du doch das größte Verständnis zeigen. Wenn jetzt jemand aus Bremen sagt, ja, was habe ich mit Flüchtlingen zu tun? Verstehe ich das. Aber jemanden aus dem Osten verstehe ich nicht. Du warst selber ein Flüchtling, du warst selber eingesperrt. Du warst selber fast, du kommst dem Flüchtling am nächsten. Wie du dich fühlen musst, wie du dich gefühlt hast, damals vor dem Mauerfall. Komm. Es würde mich auch interessieren, wieso das dort so stark ist. Aber gut, die sind ja dort auch ein bisschen nochmal, sag ich mal, anders unterwegs. Und man muss auch, wir reden ja immer sehr einseitig. Ja, ja. Man muss auch sagen, es gibt viele Stand-Up-Kollegen, also was heißt Kollegen, ich bin ja kein Stand-Up, aber ich meine, viele Leute, die da Stand-Up-Auftritte machen, da ist bunt gemischt. Da sind, also man darf, muss das auch sagen, da sind jetzt nicht nur Nazis, ja. Man denkt klar. Immer so, man denkt zu so, Leipzig ist das Tor von Mordor. Und so, du kommst dahin, da sind diese Orks und die Nein, warten auf dich. Ist eine geile Stadt? Ja, das ist so modern, das alles, das größte. Die Leute sind. Das ist ja der größte Handel für Luftfracht, ne? Leipzig. Ja? Ja, klar. Das ist eine richtige Luftfracht von ganz Europa, glaube ich, größte. Leipzig. Okay, krass, wusste ich. Also, da ist modern und so. Man, nicht jeder ist da so, ne? Aber in den Dörfern, natürlich vereinzelt, ist das natürlich so ein bisschen Nazi-mäßig, aber ist ja okay. Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass halt diese Menschen oder jeder Mensch so halt einfach, wir haben Recht auf Meinungsfreiheit. Wenn Menschen sagen, ey, ist es zu viel Migration, sollen die das fragen können und man kann normal darüber reden, ohne dass man die jetzt sagt, ey, du bist ein Nazi, du bist dies oder das. Aber auf der anderen Seite ist halt so, ich kenne es von meiner Mutter, ist Jugoslawienkrieg, ist scheiße, dann versuchen die, gibt es, ist halt der Unterschied, glaube ich, den Leute da machen, ist, kommen die Leute her, weil die sich hier ernsthaft ein Leben aufbauen wollen und weil die halt aus einer Scheißsituation in eine bessere wollen, was komplett menschlich nachvollziehbar ist. Oder sind es halt Menschen, die so Sozialstaatstourismus machen, die so, diese, so, ey, kenn das von Jugos, Bro, ich bin dort. Die sagen so, ey, diese Bürgergeld, ist gut, oder? So, warum soll ich arbeiten, wenn, weißt du, was ich meine? So, die sagen auch zu mir, so, sagen, hey, Timme, Brate, Moe, so, ne, dann sagen die halt auf Jugo, ey, so, warum arbeite ich hier für 600 Euro, wenn ich bei euch diese Bürgergeld, wie viel kriege, 1000 Euro? So, und dann sagen die, ey, so, ich check das, aber dann musst du halt als Staat einfach gucken, wie du das halt hinkriegst. Ja, aber es sind ja nur ein paar Hebel. Zum Beispiel, guck mal, wenn jetzt so Leute aus den Ostblockstaaten kommen, ne, die Europa sind. Ist ja ganz einfach. Guck mal, du musst hier nur ein Gewerbe für 25 Euro anmelden. Ja. Yeah. Und kriegst automatisch für all deine Kinder Kindergeld. 25 Euro und du kriegst, und die haben ja, keine Ahnung, so 17 Kinder. Ja? Die dann auch schon mit 14 5 Kinder haben. Weißt du, da ist eine Kunde. Schneeball-Kinderscam. Ja, so. Du kannst Business-Coaching aufmachen mit der Masche. Wenn du 10 Kinder hast, kriegst du eine AIDA-Reise. So. Oder das richtige Pyramidensystem. Guck mal, ich zahle 25 Euro und krieg für alle meine Kinder sofort Kindergeld. Sofort kann ich beantragen. Cool, das ist Invest? Ja. Wo kriegst du so viel Geld raus? Ja, wo kriegt man das? Was ist eine Rendite? Ja. Scheiß auf Immobilien. Bulgarische Kinder. So, weißt du? Und das ist so in Deutschland ein Problem. Wir regen uns darüber auf, aber ihr habt diese europäische Gemeinschaft gemacht. Und da muss man einfach die Gesetze machen. Also guck mal, ich sag den Ostblockstaaten, ich kenne so viele Freunde von mir, sind ganz nette Leute, korrekt und so, die arbeiten auch und so. Und das ist immer wieder die Mitte, die wir vorhin angesprochen haben. Es gibt beides. Es gibt beides. Es gibt nicht nur der Typ, der für 25 Euro ein Gewerbe anmeldet und seine 18 Kinder Kindergeld jetzt kriegt, ne? Könnt ihr nachlesen. Jeder in Europa, der nach Deutschland kommt, kann für 25 Euro ein Gewerbe machen und kriegt Kindergeld. Glitch, Digga. Glitch. Und dann musst du nicht mal Bürgergeld, weil du arbeitest ja. Steuererklärung musst du ja in 3 Jahren erst abgeben. Und dann... Schwarz. Ja, und dann machst du, tut mir leid, tschüss, auf den nächsten Gewerbe. Und das ist ganz normal. Da muss man hier die Gesetze ändern. Da muss man ein bisschen mal gucken. So, ich verstehe, guck mal, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber hier sind ganz viele Syrer. Ja, da würde ich mich schon mal fragen, aber warum? Ich würde mich immer ein bisschen informieren. Wenn ich die Waffenproduktion übernehme für diese Länder, ja, und meinen Kopf hinhalte für andere Länder, ja, wo ich der Arschkriecher bin von dem Land und da unterstütze, dann brauche ich mich aber nicht zu wundern, dass die auch irgendwann herkommen. So, dann muss man schon Außenpolitik
ein bisschen ordentlicher machen und nicht für 100.000 Euro für Make-up-Kosten und Friseurkosten, obwohl es immer noch scheiße aussieht, bezahlen für die Außenminister-Tätigkeiten. Und dann muss man einfach richtige Politik auch international betreiben, dass eben mal am Ende des Tages nicht kommt. Guck mal, es gibt Länder, die haben gesagt, nö. Guck mal, ich will das Land jetzt nicht sagen, ne? Es gibt ein Land, die hat gesagt, ich nehme keine Flüchtlinge auf. Und die ist dieselbe Religion. Selbe Land, das ist fast das Gleiche. Ich habe gesagt, wir nehmen die nicht auf. Fahrt erstmal 6000 Kilometer, dann könnt ihr da aufgenommen werden. Obwohl ihr an der Grenze seid, ihr könnt einfach nur rüberlaufen. Und wir hätten hier 10 Millionen Leute Platz, weil 80% ist bei uns Wüste. Wurden nicht aufgenommen. Weil die gesagt, nein, die Außenpolitik ist bei uns anders. Und da ist das Problem. Wir brauchen ein Gleichgewicht von allem. Und es gibt einen geilen Werbespot von einer Supermarktkette. Ist leider so ein bisschen untergegangen in Deutschland. Da haben sie so versteckte Kameras aufgestellt und da kamen Leute. Welche Kette? Darf ich das sagen? Ja, klar. Edeka. Okay. Edeka hat so versteckte Kameras aufgestellt und hat. Hey, wieso soll ich es nicht sagen? Ich weiß nicht, wie es heißt. Nein, Edeka Babaladen. So. Spaß. Da kamen dann Leute rein und lass mich nicht lügen, ich glaube 85% der Edeka-Regale waren leer. Mhm. Und die Leute sagen, hey, was ist hier los? Ist was passiert? Was passiert? Und dann schreibt Edeka, das sind 85% ausländische Produkte. Krass. Das war so ein Statement. Ist leider voll untergegangen, diese Werbekampagne. Und dann sieht man, wie wir eigentlich davon abhängig sind. Ich höre, manche Leute denken echt, Bananen wachsen auf Edeka-Regal. Ja. Erfurt. So, Bananen wachsen in Erfurt. Nein, Leute checken echt manchmal nicht so, wie hart zusammen das alles gehört. Nein, das geht, guck mal. Wenn jemand kriminell ist, ja, ist mir egal, wo der herkommt. Klar, raus. Der kann mein Cousin sein. Ich mag meinen eigenen Onkel nicht. Schön grüßen. Bro, mein Vater wurde abgeschoben, weil der kriminell war. Ja, zu Recht. Boah, krass. Ja. Ja, siehst du, da haben wir noch jemanden hier, der sogar selber das sagt. Gut, die haben auch geschossen und so. Also, ja, komplett am Arsch, Bruder. Raus mit solchen Menschen. Ist mir egal, ob du Deutscher bist, egal was du bist, Digga. Keiner will mit so jemandem was zu tun haben. Verstehst du, was ich meine? Stimmt. Egal wo. Stimmt. Das hat nichts mit Nationalität zu tun. Wie verhältst du dich? Aber Leute wollen nur noch die eine Seite. Die wollen entweder rechts oder ganz links. Oh, ich bin so cool. Ich war mal in Marokko, als ich 18 war. Und da hat Ahmed mich im Hotel massiert. Und Marrakesch ist echt cool. Ja, ist echt Kuss und Couscous. Ich hab super. Da auch mal so eine... Bleib bei deiner Weißsoße und bei Spätzle. Halt dein Maul. So, nichts kommt an Käsespätzle dran. Egal was. So, kommt nichts dran. Da kannst du Couscous, kannst du Döner, da kannst du iranisch holen. Ist mir egal, was du sagst. Käsespätzle ist das Krasseste, was es gibt. Ich liebe das. Mit so einem geilen Hähnchenschnitzel und Rahmsoße. Boah, kannst du sagen. Weißt du, was eine krasse Frage? Wir gehen gleich essen. Wir gehen das essen, ich hab Bock drauf. Weißt du, was ich eine krasse Frage finde? Als ich mir diese ganzen Sachen so durch den Kopf gehen lassen habe mit AfD und diese... Die Deutschen haben ja krass so kulturelle Angst, dass die deutsche Kultur verloren geht. Ja. Weil wir... Na, Spaß. 0,5 Kinder, da einmal 18 Kinder. Genau. Ganz einfach Mathematik. Ne? Und Deutschland, ihr werdet islamisiert, passt auf. Wenn Hassan dann anfängt, Marie zu finden. Ja. Tag des jüngsten Gerichts ist nah. Ihr werdet die Belohnung bekommen, die ihr verdient. So reden doch die Leute. Deutschland wird islamisiert. Es kommen 8 mit Kinder, bulgarische Kinder, die müssen einfach nur Gewerbe 25 Euro. Die wachsen, die gedeihen. So. So alles so Theorie-Scheiße, Mann. Und weißt du, was ich das Witzige finde? Ich habe mich dann so selber gefragt, wenn jetzt morgen, also richtig hart, härtster Fall, du musst kämpfen. Es ist Krieg, du kannst dich nicht aussuchen. Ja. Für wen würdest du in Krieg gehen? Ich muss? Land, ja. Ich muss. Also ja, also wirklich, du musst. Ich kann nicht sagen, nein, mach ich nicht. Nein, also so, genau. Deutschland. Ich auch. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist so die, ist eine richtig harte Frage. Ich habe keinen Bock auf Krieg und so, aber da positionierst du dich einmal ganz klar und eindeutig. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es gibt ja diese, guck mal, erstmal, sag ich dir ganz ehrlich, dieses Nationalstolz. Ja? Das ist der größte Schwachsinn. Du kannst nicht auf etwas stolz sein, was du nicht selber geschaffen hast. Wie kannst du stolz, ich kann nicht ein stolzer Iraner sein. Was habe ich für dieses Land getan? Habe ich dem Namen gegeben? Habe ich dieses Land aufgebaut? Gar nichts. Ich bin einfach da reingeboren. Aber ich kann doch nicht auf etwas stolz sein, was ich selber nicht geschaffen habe. Und das ist so auch immer dieses,
Es gibt manche Länder, die sind übertrieben. Was ich schön finde, dass man mich nicht falsch versteht. Ich finde es schön, dass du deine Kultur, deine Religion, deine Tradition respektierst und weiterlebst. Das finde ich schön. Das ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist schön, dass du deine Tradition hast, dass du sagst, ey, keine Ahnung, ich liebe es, Iraner zu sein, ich liebe es, Albaner zu sein, ich liebe es, einfach Jugo zu sein. Das ist schön und das respektiere ich und das liebe ich auch. Viele Leute schämen sich dafür. Ja, gibt es auch Leute. Leider gibt es dafür. Und ich will auch, dass dass Deutscher sagen kann, ich bin Deutscher und ich bin stolz drauf und ich liebe diese Kultur, ich liebe dieses Land. Und wenn ich nach Bayern gehe, dann esse ich mal so eine Weißwurst. Ne? Und das ist auch gut. Oder Käsespätzle. Und dann bist du einfach so ein Typ, dass du sagst, ey, geil. Es gehört zu mir und das finde ich auch schön. Aber ich finde, dass dieses, wieder kommen wir zu dem Thema zurück, zu weit links oder zu weit rechts. Wieder die gesunde Mitte. Wenn ich aber jetzt irgendwann sage, ich bin stolz, Iraner, jedes Land ist schlecht und so, so Quatsch. Was hast du denn dafür getan? Nix. Respektier dein Land, respektier deine Tradition, leb sie auch aus, nimm sie auch mit, aber alles, was alles, was so Fanatiker sind, fuckt mich ab. Ja, ich mag so keine Fanatiker. So Leute, du willst was für die Umwelt tun, okay, aber warum klebst du dich dahin, du Idiot? So, mach was für die Umwelt. Engagier dich, ich unterstütze dich. Aber übertreib nicht. Und genauso, wenn jemand sagt so, keine Ahnung, komm, wir gehen in einen Marvel-Film und dann zieht jemand ein Batman-Kostüm noch an und sagt, komm, wir gehen. Bist du doof? Komm, wir gucken, genieß es. Leb danach, aber übertreib es nicht. Und das ist immer bei mir die gesunde Mitte. Ich versuche immer, nicht zu übertreiben und nicht zu untertreiben. Immer so der gesunde Maß für alles. Und da ist auch, guck mal, ich kann das auch hier sagen, ist mir scheißegal. Unsere Länder sind rassistischer als Deutschland. Das Iran, Türkei, kann mir jeder was erzählen, die sind rassistischer als Deutschland, was andere Völker angeht. Wie die da reden, wie die da behandelt werden teilweise, das ist rassistischer. Gerade auch, wenn diese Leute nicht die gewisse Religion haben, werden die noch mehr verachtet und beleidigt. Also man muss so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch wenn es gerade ein blöder Übergang ist. Nein, Digga, ich kenne das von Montenegro, ich kenne das aus Serbien, ich kenne das aus Bosnien. Bosnien zum Beispiel, Bro, das ist so, also so auch untereinander, weißt du, zum Beispiel, keine Ahnung, Montenegro, du bist dort oder Serbien. Bro, wenn du, weißt du, wie die mit Albanern umgehen? Horror. Ja. Jetzt nicht alle, jetzt meine neue Generation nicht mehr, die wachsen raus, weißt du. Wenn dann der Vater sagt, ah, chill nicht mit Albanern oder so, die sagen so, ja, alles gut, Digga, so. Was hast du damals so gemacht? Weißt du, jetzt, man weiß, Digga, so, ist Quatsch. Seit dem Internet. Jeder, guck mal, jeder Mensch. Aber das ist da, also du hast es. Es hat seine Daseinsberechtigung. Jedes Land, jede Kultur und auch Länder, die, oder Völker, die kein offizielles Land haben, haben eine Daseinsberechtigung. Ich finde, jedes Volk, was irgendwie leidet unter Rassismus, unter Faschismus, unter Kommunismus, unter Leid, Gewalt und Krieg, hat das nicht verdient. Ist dasselbe wie mit Gaza, Digga. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe und ich sage, ey, diese Menschen, ich sag nichts über Israel, diese Menschen haben doch einfach verdient, dass sie Ausweisdokumente haben, dass sie einen intakten Staat haben und dass nicht Terroristen ihren Staat führen. Behandelt die wie Menschen und nicht, als hätten die irgendwie einen eingezäunten Parkplatz. So. Stark. Aber was sagen Leute dann? Der ist Antisemit. Der ist dies, der ist das. Nein, Bro, ich will nicht, dass israelische Kinder sterben. Ich will nicht, dass das palästinensische Kinder sterben. Ich will einfach nicht, dass Kinder sterben. Wir haben hier irgendwelche dummen politischen Konflikte. Ich kann nicht die mit einer Instagram-Story lösen. Ich sag auch eigentlich zu diesen ganzen Sachen nichts, weil ich bin nicht dort. Ich habe keine Ahnung. Und gefühlt alles, was man sagt, macht es nur schlimmer. Aber man kann, weißt du, was ich meine? Das ist so, warum kann man nicht einfach sowas sagen? Es gibt so, nein, entweder du bist pro Israel oder du bist für Ding. So, nein, ich will einfach keine Gewalt. Und ich denke, das ist unfair. Ich denke, das ist unfair. Ja, da sind Leute gekommen und da sind Terroristen, die angegriffen haben. Aber es ist halt so, die haben auch ihre größten Fantasien und denken sich dann, vielleicht ist es jetzt gerade, können wir das mitnehmen und machen einmal dort Genozid und machen das Ding platt. Ich denke das. Ich denke, dass die vielleicht solche Fantasien haben. Und das halt unfair. Stark. Das ist unfair. Weißt du, was ich meine? Respekt. Das ist unfair. Wirklich? Und für mich ist das eklig, dass Menschen in der Öffentlichkeit, dass wir nicht darüber reden können, dass wir in die Fresse halten, weil wir Angst haben, dass sich Unternehmen XY, weil die 5 Sekunden dein Instagram-Profil prozessieren und dann denken, oh mein Gott, der hat das und das gesagt, jetzt gibt's da kein Geld mehr oder wir ficken die in der Öffentlichkeit und so. Oder geh dich mal informieren oder dies oder das. Nein, das ist ein Gefühl, aus dem ich gerade spreche. Und ja, vielleicht muss ich mich informieren gehen, vielleicht weiß ich nicht, aber ich stehe dazu. Weißt du, was ich meine? Finde ich geil. Ich bin derselben Meinung wie du.
bei mir können die ja nichts mehr holen. Ist ja alles weg. Also von daher, ich finde das geil, wie du es sagst. Allerdings hast du eine Sache vergessen. Was habe ich vergessen? Bei diesem ganzen Konflikt, wir müssen erstmal Peru helfen. Weil das sind keine Fahrradwege, Tim. Das sind 300 Millionen, die wir erstmal ausgeben müssen. Was für Palästina? Peru ist erstmal wichtiger. Und die nigerianische Korruption, die wir mit Korruption stoppen wollen, die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ich finde das gut, was du gesagt hast. Am Ende des Tages soll jedes Volk in Frieden leben. Amen. Und Kinder können nichts dafür, egal auf welcher Seite. Kinder können nichts dafür, was erwachsene Menschen für Scheiße da oben bauen. Ne? Was soll ich dir sagen? Ich bin so komplett deiner Meinung. Und deswegen ecken wir auch ein bisschen an. Deswegen ist auch unser Podcast auch eine große Nische geworden. Aber wir sind immer noch eine Nische. Wir sind kein kommerzieller Podcast. Weil wir so ein bisschen... Habt ihr Probleme mit Partnern und so? Weil ihr... Boah! Was hast du jetzt da für ein Fass aufgemacht? Nur 99% nur Probleme. Geht nicht, ja, guck mal. Aber das Geile ist, sagt ja immer Nisa, ich ja nicht. Ja, ich muss den auch mal knallen. Der sagt dann irgendwas wieder, zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast. Nein, ja, das geht nicht. Ja, nee, und das. Und Nisa hat da auch mal irgendwas wegen Frauenarzt gesagt, ja. Das war ja... Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich finde es ekelhaft, dass ein Mann ein Frauenarzt ist und dass Frauen da hingehen und sich von einem Mann kontrollieren lassen. Ich finde, das sollte in Deutschland verboten werden. Und da war ja Hinterwäldler und dies. Und dann kamen Leute mich angeschrieben. Wie kannst du mit so einem Typen sitzen? Wie kannst du mit so einem Barbar da sitzen? Dann habe ich gemeint, ich kann mit diesem Typen sitzen, weil er ist auch dafür, dass es in Peru Fahrradwege gibt. Weil wir müssen da 300 Millionen ausgeben. Nein, Spaß. Und da bin ich auch zu einem Punkt, Tim, das mir auch sehr, sehr wichtig ist. Weil mir das wichtig ist, wenn ich nicht so stark wäre als Mensch und mit meinem Selbstbewusstsein, was ich habe und reflektieren könnte und frei bin und ich gebe dir einen Fick drauf, was Leute über mich denken, ne? Und nicht dieses typische Rapper-Gelaber und dann 100-mal sich entschuldigen und so, keine Ahnung, immer im Hintergrund was machen. Ich gebe ja wirklich einen Fick drauf, was Leute über mich denken. Weil ich lese mir auch nie Kommentare durch. Ich lese nie einen Kommentar. Jetzt habe ich die Anweisung letzte Woche bekommen im Meeting, ich soll mal Kommentare antworten. Oder auch, ich lese mir nie irgendwas durch, was über mich gesagt wird, weil es mich nicht interessiert. Weil am Ende des Tages habe ich das Werkzeug bekommen, wirklich neutral selbst zu reflektieren über mich. Das heißt, meine Meinung über mich selber ist zu 99% richtig und vielleicht 1% verfälscht. Das heißt, ich habe nicht eine Psychose oder irgendwie, dass ich sage, ey, ich bin 1,89 Meter. Nein, bin ich nicht. Ich bin 1,70 Meter. Ich weiß es. Ich habe nicht irgendwelche Filme. Und ich bin nicht der Beste und der Lustigste und der Krasseste. Und ja, wenn alle so wie ich denken würde, dann wird die Welt besser sein. Nein, ich weiß, wie ich denke und wie ich bin. Und hätte ich das alles nicht, dann wären vielleicht Nisa und ich niemals Podcast-Partner geworden oder geblieben. Weißt du, wie viele Leute Fitner bei mir machen? Wie viele Leute mir schreiben, boah, guck mal, der hat dir wieder eine Kooperation kaputt gemacht. Mhm. Du könntest da sein. Ey, wenn du dich trennen würdest. Haben viele gesagt. Viele Leute kamen zu mir. Viele Manager, viele andere Influencer. Ey, Bro, du bist ein geiler Typ. Du bist sympathisch, dies, das und so. Aber dein Partner, der ist ein bisschen kontrovers. Ich würde dir gerne eine Kooperation anbieten von 25.000 Euro, aber ich muss die leider ablehnen, weil dein Partner sagt so viel Scheiße. Jetzt könnte ich hier nach Hause gehen und im Auto sitzen und sagen, boah, dieser kleine tunesische Drecksack. 25.000 Euro wieder verloren. Und das. Wenn ich so wäre. Aber ich bin komplett frei. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was unsere Freundschaft ist. Und das ist viel mehr Geld, also viel mehr wert als jedes Geld, was man mir anbieten kann. Weil ich gehe dann ins Büro und sag, du dreckiger Nafri, Alter. Kein Wunder, dass du so ein tunesischer Hotel-Animateur bist. Wegen dir habe ich wieder 25.000 Euro verloren. Egal, du hast einen Bruder. Ich sage, scheiß auf dich. So, und dann gehen wir hoch, drehen Podcast. Sache ist erledigt. Oder jetzt die Sache zum Beispiel, wo auch viele das Gefühl hatten, bei einem bestimmten Gast, wo sich ein bisschen über meine Situation lächerlich gemacht wurde. Du willst nicht sagen, wer? Nein, brauchen wir nicht zu sagen. Ich will auch das Thema nicht groß machen, so einfach nur ganz kurz. Habe ich viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, dass er mich auch ausgelacht hat. Hat aber nicht. Ich weiß es, weil ich ihn kenne. Mm. Und wenn ich kenne ihn in- und auswendig und ich weiß, wie er sich verhalten hat und ich wusste, er wollte die Situation so sehr
überspitzen und die so lächerlich machen, dass es mir nicht mehr unangenehm ist. So, und das sehen viele Leute nicht. Und das will ich auch sagen, es ist sehr gefährlich in diesem Business. Wenn du nicht stark genug bist, dann sollst du dieses Business gar nicht anfangen. Weil du kriegst von außen so viele negative Einflüsse. Und wie viele Leute gesagt haben, ey, wenn du alleine einen Podcast haben würdest, weißt du, du könntest jeden Gast einladen und so. Ich habe ja wie so eine Prüfung bei ihm. Ich sag so, ey, ich will den Gast einladen. Wer ist das? Wer ist das? Ich will ihn einladen. Ja, was für was steht er? Was für Werte hat er? Ich frag mal. Ich guck mal, ob der eine Computer gemacht hat oder nicht. So, und das sind so Punkte, aber dafür liebe ich ihn, dass er so ist und so echt, weil ich weiß genau, wo ich bin bei ihm. Und ich weiß auch, dass dieser Podcast niemals funktionieren würde, wenn wir nicht befreundet wären. Weil unsere Freundschaft lebt dafür. Wir machen den Podcast nur nebenbei. Und jetzt sage ich dir auch, warum ich das beweisen kann. Er kann es beweisen. Wir drehen um 15 Uhr Podcast, meistens 1 bis 2 Folgen. Ne? Bis 17 Uhr. Dann chillen wir bis 3 Uhr nachts. Von 17 Uhr bis 3. Statt wir nochmal 5 Folgen drehen könnten, chillen wir. Wir gehen essen, wir lachen, wir reden, wir gucken Filme. Aber das macht's ja geil. Das macht's immer das Geile. Deswegen treffen wir uns 2-mal die Woche. Und wir haben es extra so gemacht, dass wir alles geblockt haben. Zum Beispiel dann montags oder mittwochs oder dienstags, donnerstags. Je nachdem, wann es ist, sagen wir, ey, Podcast. Und dann wird auch gechillt. Und dann reden wir. Und gerade bei uns ist es, wir sagen uns richtig ins Gesicht, was wir denken. Er kommt zu mir, ist wie abgefeuert. Was ist jetzt schon wieder los? Ich muss mit dir reden. Dann sage ich, ey, das, was du vorhin wieder gesagt hast. Dann sage ich, ey, können wir das rausstellen? Nein, es bleibt alles so, wie es ist. Wir sind ein echter Podcast. Sag ich, Junge, wir sind nicht Van Damme und wir sind nicht Rambo. Ne? Das bringt wieder Probleme. Egal, wenn alles kommt, schieb auf mich. Ich sage, bring mir nichts, ich bin nur ein Teil davon. Ja, aber dann stehst du nicht hinter mir. Und dann ist das auch immer geil, ne? Sehr eine Kooperation. Aber sind es Sachen, hinter denen du stehst? Ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Ist so, ja. Du stehst ja dahin. Also, weißt du, was ich meine? Theoretisch bin ich sogar schlimmer als er. Nur ich verpacke das jemand besser. Der ist immer so. Er denkt wirklich, wir sind bei Rambo in Thailand und im Krieg. Mm. Und er sagt so, ich muss den direkt. Ich verpacke das nur ein bisschen besser. Aber ich bin ehrlich gesagt teilweise ein bisschen schlimmer von seinen Gedanken. Ich sage dann ihm halt nicht, geht nicht zum Frauenarzt, sondern ich würde sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Also, nee, jeder Mensch kann machen, was er will. Mm. Ja. Ich würde nicht darüber urteilen, aber für mich ist es nichts. Ich sage im Endeffekt das Gleiche wie er. Nur er sagt, das sind ekelhafte, perverse Dreckschweine, die so Männerärzte sind. Kriegt dafür Shitstorm. Aber ich verstehe es, weil die Wortwahl ist so ein bisschen anders. Ja, aber das sagen doch auch voll viele Frauen selber, Alter. Also das zählt nicht. Die meisten Typen, also jetzt nicht mit dem Verbieten. Ich finde das Verbieten finde ich übertrieben. Aber du kannst ja wählen, willst du zu einer Frau oder zu einem Mann gehen? Oder auch Frau oder Mann sein. Kannst du auch wählen. Kannst du auch wählen. Wie bei so einem Wahl-O-Mat. Kannst du wählen. Machst Vorhang auf, bist eine Frau, machst Vorhang zu, bist ein Mann. Das Krasse aber daran ist ja, ne, du kannst ja im Gehirn sehen, wenn Leute so eine, wenn die quasi ein Mann sind, aber sich fühlen wie eine Frau. Also das kannst du wirklich sehen. Im Hirn. Wie kann man das denn sehen? Du hast verschiedene so Biomarker und MRT, kannst du quasi, sind verschiedene Hirnareale halt anders aktiv und so. Ja? Also Real Talk, das ist also... das wusste ich jetzt nicht. Das ist wirklich eine existierende Störung. Und das ist schon hart. Die haben viel, du musst ja mal überlegen. Also ich feiere schon die Jokes darüber und so, weil viele Leute dann kommen und sich dann so für irgendwas einsetzen, was sie selber nicht checken. Aber das sind echt Menschen, die leiden da krass drunter. Weil du musst ja, also stell dir jetzt mal vor, du bist einfach nur mal ein Typ und du wärst gerne eine Frau. Also so wirklich, so aus dem tiefsten Inneren, du wärst gerne eine Frau. Ja, ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Das wäre schon hart. Weißt du, was ich meine? Weil du, also die haben auch krasse Suizidquoten und so. Das ist schon heftig. Also ich denke auch nicht, dass man Regeln machen sollte nach 0,1% der Bevölkerung. Aber ich versuche da, also ich habe. Man muss Verständnis zeigen. Ich will Empathie zeigen. Und das ist schon was. Verständnis, hart. Empathie und Respekt. Ja. Weil am Ende des Tages hast du es dir vielleicht nicht ausgesucht. Amen. Genauso wie du dir nicht ausgesucht hast, dass wir Peru helfen müssen für 300 Millionen, um Fahrradwege zu bauen. Das ist einfach so. Wir müssen das machen. Nein, aber jetzt mal einen Joke zur Seite. Am Ende des Tages sollte kein Mensch verletzt werden. Und kein Mensch sollte... Aber man sollte auch Jokes machen können darüber. Ja, man sollte Jokes machen darüber können. Allerdings würde ich niemals jemanden ernsthaft verletzen wollen. Niemals in meinem Leben. Weil ich würde das auch nicht bei mir wollen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und über meine Depression lacht, dann ist es okay. Ich stehe da drüber. Aber am Ende des Tages gefällt es mir trotzdem nicht. Und es verletzt mich. Und es verletzt mich vielleicht mehr. Aber es ist okay. Ich stehe da drüber. Es ist in Ordnung, ne? Und diese Menschen, wenn sie leiden, ne, finde ich, die sollen natürlich von ihrem Leid erlöst werden, dass man ihnen hilft,
das, was sie sich wünschen, dass sie glücklicher werden. Allerdings will ich auch frei weg sagen können, aber ich kann mich drüber teilweise lustig machen. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich. Doch okay. Also ich tue ja niemandem ein Bein rausreißen damit. Den hilft ja Humor auch, als anstatt dass man sie ausgrenzt oder so. Das ist ja dasselbe wie mit, keine Ahnung, ich sag das auch immer voll oft. Ich kenne jemanden, der ist schwul und alle sind so voll so, oh mein Gott, wie gehen wir mit dem um und so. Und wenn er da ist, ich mache auch Jokes, Digga. Ich sag dann auch Schwuchtel und so. Und der lacht mit mir. Ja, geil. Weißt du, was ich meine? Und ich sag dann auch den ganzen anderen Leuten, behandle jeden, wie der behandelt werden will. So, weißt du, was ich meine? Also wenn du da mit den Leuten bist, aber... Ja, aber er hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden, weißt du? Was so Jokes angeht. Der hat ein bisschen gedauert. Ja. Das hat echt gedauert. Genau. Guck mal, du musst einfach wie Leroy das machen. Ein Querschnitt. Von allem. Dann ist das so... Der ist nicht querschnittsgelebt. Ja, ich meine ja nur so Querschnitt. Ich meine nicht, dass er querschnittsgelebt ist. Ich meine ein Querschnitt von allem. Weil... guck mal, was ihr jetzt denkt, ist falsch. Ich meinte, der verliert immer mehr die Kontrolle. Nein. Ich meine das nicht so, wie ihr es verstanden habt. Ich habe es anders gemeint, weil er hat ja von allen Themen immer, der hat ja von allen Themen immer so etwas gehabt, so Querschnitt, ja, ja. So weißt du. Und man muss immer am Boden bleiben. Das ist auch wichtig, dass man. Hey, guck mal, was für Arschlöcher seid ihr denn? Ich rede hier ganz normal, ihr macht euch lustig darüber, ich verstehe es nicht. Nein, da gibt es auch so diesen Kommentar, wo er, glaube ich, bei Eli, irgendwie, kennt ihr den, wo der geschrieben hat, irgendwie, als er Bein gebrochen hat, ey, wird's aufstehen und so, und hat irgendjemand anders halt Kommentar unter ihm geschrieben, ja, du auch. Das sind einfach so Sachen, wo jeder lacht, aber man sieht, das ist einfach gottlos. Nein, guck mal, man muss über sich selbst lachen können und du musst auch... Ich glaube aber auch, dass Leroy da über sich selbst lachen kann. Ja, klar. Wenn man nur einen Sinn hat und trotzdem in der Schule sitzen geblieben ist, ist es natürlich wichtig, dass man über sich lachen kann. Vorbei, aus. Spaß, liebe Grüße. Man muss ein bisschen über sich selbst lachen können. Ja, ja. Leroy ist Legend. Ich habe ihn einmal gesehen, ist ein netter Typ. Lustig. Wo er da so ausgerastet ist, so nach 20 Jahren in seinem Video. Gut, der ist aber gut ausgerastet. Ja. Wer denkt, sag ich, werde bis Mund? So, yo. Noch überfährt er dich, pass auf. Bist nur du Goofy, er denkt, das ist echt Spaß. Oh, er muss aufpassen. Ich hab so gedacht, Leroy, weißt, gut, super Saiyan Jim geworden. Weißt du, wo ich richtig gelacht habe? Wo er gesagt hat, dieser Typ, der sich in Türkei diese Beine verlängert hat. Wo ich er gesagt hat, das, ey, Props an Leroy, ne? Das ist Comedy. Ey, ich hab mich totgelacht. Der sagt so, ich hab dich gesehen, wie du Treppen runtergelaufen bist oder hoch. Ich kann besser laufen als du. Ich hab's schneller geschafft als du, der Idiot. Also das fand ich sehr, sehr geil. Ich finde das lustig. Also Props gehen raus. Comedy muss sein. Man muss über sich selbst lachen können. Man muss über andere selbst lachen können. Über andere mir lachen können. Von Leroy. Genau. Und ich bin auch, wenn jemand sich über mich lustig macht, lache ich darüber. Also es gibt Leute schicken mir von Comedians, Stand-Up-Comedians, auch von Nizar, wie er sich auf der Bühne über mich lustig macht. Vor tausenden Menschen. Und ich sage, wenn man verteilen kann, dann muss man auch einstecken können. Ich glaube, dir geht's auch besser, wenn du über dich lachen kannst. Ja, ist so. Wie dieser Typ, der sich die Beine verlängert hat in der Türkei. Ich glaube nicht, dass der so gut darüber gelacht hat. Hat er gelacht darüber? Weiß ich nicht. Hat er gelacht? Und du musst überlegen, du bist ein gesunder Mensch, dann machst du dir die Beine kaputt. Und Leroy mit Glasknochen sagt zu dir, du Hund, ich kann schneller eine Treppe laufen als du. Ey, das ist so geil. Du musst dir das mal geben. Du bist ein gesunder Typ. Und dann stellt sich, Digga. Und jemand, der leider dann so eine Krankheit hat, ne, und dich durchs Leben gekämpft hat, der macht sich dann lustig über dich. Das ist geil. Der dann sagt, du Hund, du kannst nicht laufen. Aber krass. Ja, geil. Willst du das machen? Beine verlängern? Ja. Nein, Digga, du? Nee. Weil ich bin sowieso eine Mimose, was so angeht. Wenn ich so ich 3 Tage krank bin, ich heule rum. Ich bin größter Hypochonder, Digga. Ich hab... Hypochonder? Was bist du? Hypochonder. Was ist das? Ja, so, kennst du das, wenn du so, du hast eine Kleinigkeit und du denkst du sofort, du hast AIDS oder Krebs? Echt? Gibt's einen Begriff dafür? Ja, Hypochonder. Krass. Wusste ich nicht. Ist mir neu. Hypo? Honda. Hypochonder. Geil. Ja? Ja, so, nee, Operation würde ich nicht machen. Allein, wenn, so, viele sagen ja, mach mal deine Mandel raus. Warum?
Ja, weil die ja jetzt ein paar Mal entzündet waren. Ja. Sag ich, nee, für was? Wenn du nicht musst. Wenn ich nicht muss, so, auch so, ich lasse meinen Blinddarm so lange drin, bis der mir wehtut. Ja klar, warum soll ich so, warum soll ich den vorher rausholen? So Geldmacherei. Ja, hat es jemand gesagt? Weißt du, wie viele Ärzte? Die haben auch mein Statement gesehen, die wollen mich auch verarschen. Solange da noch was ist, wollten die noch einen schnellen OP-Termin geben. Ey, ja, das ist so witzig. Ja, ich schwöre, Statement, viele Leute versuchen es. Die kommen. Ey, Schein, lass Business machen. Ja, 100%. Ich bin auch so gleich Opfer. Aber wir machen Corona-Teststation. Oder ich bin auch, dumm. Die kommen Leute zu mir und sagen so, ey, ich habe eine Geschäftsidee. Ja, krass. Erzähl mal. Ja, guck mal, du musst das investieren. Ja, kein Problem. Brauchen wir einen Vertrag? Nein, nein, alles gut. Ja, okay, korrekt. Dummheit. Ey, aber schon ein richtiger Spastis, Digga. Ich überleg grad, wir hatten... Du hast vorhin noch eine zweite Sache, über die du reden wolltest. Nach den Kindern. Ah, jetzt weiß ich. Wegen Dinger. Wir waren gestern, also als wir uns vorbereitet haben auf Podcast, haben wir Jokes gemacht, dass halt, dass wir halt alle so, ich hatte auch keine Kommis, die dann so, keine Ahnung, der war Albaner, hat aber Lopez als Nachnamen genommen. Ja. Und dann, wenn jemand gefragt hat, war der auf einmal Portugiese, Brasilianer oder Spanier, weil das halt besser angekommen ist. Und ja klar, ich dachte, so ein Marok spricht dich im Club an. Nein, und es hat mir immer voll leid getan, weil ich so gecheckt habe, ey, die sind wirklich unsicher deswegen und die waren immer so auf so, weißt du, so halb ernst, halb Joke zu mir, weil die wussten so, ey, ich mag den, ist scheißegal, ob der jetzt Albaner, Marok oder was auch immer ist. Du musst ja auch so überlegen, guck mal, jetzt, wenn wir jetzt Thema Iran nehmen. Ich war einmal in meinem Leben da. Ne? Einmal war ich im Iran. Das ist 15 Jahre her. 12, vielleicht 13, 14 Jahre her. Ich respektiere mein Land. Ich mag die Tradition. Ich liebe das Essen, die Sprache. Aber wie viel bin ich wirklich davon? Du bist Anti-Amerikaner jetzt, alles, was du gesagt hast. Nein, so. Nein, ich war Spaß. Ja, ich meine so, wie viel bin ich wirklich davon? Wenn man da nicht aufwächst, wenn man nicht groß wird, genauso wie ein Türke, Afghane, egal wo du herkommst, Marokkaner, Tunesier. Wie viel bist du wirklich davon, wenn du nicht in diesem Land groß wirst, sondern in Deutschland? Das ist so diese Range, die ich mir so ein bisschen so, die Frage immer selber stelle. Weil stell dir mal vor, ich hätte, du machst diese MyHeritage, wie das heißt. Und diese DNA-Test. Ja, was der größte Schwachsinn ist. Größte Schwachsinn. Danach ist deine DNA in Datenbank auf jeden Fall. Ja, genau. Sure, das hat, ich wollte es einfach machen. Du kannst eine Story machen damit. Ja, ich kann sagen, ich habe 30% Afrikaner in mir und so. Ja, ja. 3% Lopez. Ja, 3% Lopez, 3% das. Ich würde schon aus, aber ich sag ehrlich, mich würde schon interessieren. Stell dir vor, da kommt keiner irgendwas ganz Komisches raus. Aber so. Wie soll das funktionieren? Stell dir vor, du bist einfach so 20% Chinese. Ich stimmt, in Bad Württemberg sagt ihr Chinese, gell? Was? Ihr sagt Chinese hier, ne? Ja, Chinese, sagt ihr das? Wir sagen Chinese. Chinese? Ich sag Chinese, keine Ahnung. Sagst du auch Chemie? Ja. Boah. Chemie oder Chemie? Chemie? Ja, Chemie. Also wir sagen Chemie. Chemie, ja. Wir sagen alles mit Sch. 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 Was sagt ihr zu Brötchen? Brötchen. Nein. Also ich habe ein anderes Wort gehört. Was dann? Enges mit W. Wecken. Ja, weckle, weckle, wecke. Wenn ihr sowas auf TikTok seht, ist nicht so, wo du sagst, was? Ich finde es ja lustig, ne? So Unterhaltung. Wenn ihr sehen, so wenn Leute sich beleidigen und so. Bruder, wenn die also ich weiß ja, ich habe einen zweiten Homie, der ist Marok. Und der ist halt erst nach Deutschland gekommen aus Marokko. Und den frage ich dann immer, ey, was heißt Jawissich, was heißt Nidges, was heißt und so weiter. Und der so, ich habe so gefragt, was heißt Nidges? Der hat mich so angeguckt, wo hast du das gehört? So schlimmes, der so, Tim, das ist ein schlimmes Wort. Und dann habe ich gesagt, TikTok. Und dann war der so, zeig mir diese Leute, die sowas reden und so. Und du weißt, halt, TikTok-China, ne? Wie es funktioniert. Ja, dass die halt anderen Algorithmus haben in Deutschland, mäßig oder im Westen? Oder was für Algorithmus? Da werden nur Bildungssachen gezeigt auf TikTok. Ja, ja, genau das meine ich. Also hier quasi nur zum Lernen. Hier dumm machen, dort. Genau. Ja, ja, ist ein krasser kultureller Einfluss, Bro. Information ist also der nächste Krieg ist Informationskrieg. Das ist ganz einfach. Wissen ist Macht. Klar, ey, das Allerkrasseste, wenn du Leute manipulierst, dass sie denken, sie handeln aus freien Stücken. Wenn du die so den Kopf fickst mit TikTok und die gehen auf die Straße und die denken, das ist schlau, was sie machen und sie und du kontrollierst ja sozusagen deren Leidenschaft dadurch. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie die sich verhalten. Die machen das ja selbst, die checken ja gar nicht, dass die manipuliert sind. Hast du ein Hobby? Was würdest du als Hobby zählen alles? Weiß nicht, weil ich habe nie so ein richtiges Hobby. Ja, Fußball habe ich gemocht, Fitness halt viel, Lesen. Ja.
jetzt hier so reden? Nein, also so klassische Hobbys, keine Ahnung, Alter. So, ja. Was meinst du, so Gärtnerei, Spazieren? Ja, es gibt ja Leute, weil ich überlege gerade, was die Jugend heutzutage macht, die jetzt so eine TikTok-Generation sind. Bro, was würdest du machen, wenn du Kind kriegst, Digga, 2 Jahre alt, sobald der anfängt rumzuschreien, iPad? Stimmt. Gib iPad. Wir haben, stimmt, jetzt gibt es ja diese Fähigkeiten. Du musst dich ja nicht mal mit dem Kind beschäftigen. Nein. Du musst nur ein Gewerbe anmelden für 25 Euro. Nein, aber was machen... Ich weiß, ich bin nicht so Kulturpessimist. Ich glaube einfach, dass... Ich glaube, es ist einfach anders. Denkst du, dass die Generation verblödet? Oder ist schwer zu sagen? Ich bin so ein Mensch, ich tendiere echt dazu, eigentlich zu sagen nein, weil ich immer so optimistisch bin und so, weil über uns wurde das ja auch gesagt. Ja? Aber ich sag ehrlich, ich glaube, Aufmerksamkeitsspanne ist schon, guck mal, wenn du musst dir mal so überlegen, wenn du irgendwann so, ich glaube wirklich, dass halt es normal geworden ist, dass fast jeder Mensch handysüchtig ist. Ja, das ist ganz schlimm. Ich bin ja selber handysüchtig. Ich auch. Weißt du? Und jetzt stell dir vor, du bist 2 Jahre als Kind und du kriegst iPad. Bruder, ich habe mit 6, 7 Jahren Gameboy bekommen. Bro, ich habe Pokémon gespielt. Bro, ich war wie auf Pilze, Alter. Das war krank. Super Mario 64, Nintendo 64 und so, das war... Bro, Mario Party war krass. Mario Party, Bro. Auf N64, Mario Party war andere Liga. Ja. Da hast du auch so Freunde gerne eingeladen, dafür sonst nicht. Ey, ich habe letzte Woche eine Mario Party bei mir mit meinen Freunden gespielt. Ehrlich? Ich schwör. Boah, richtig geil. Ey, das Vibe, Mann. Ja, das ist brutal. Das ist voll geil, ehrlich. Ich liebe so Shit. Ich habe Mario 64 jetzt am Wochenende auch gezockt. Einfach so aus Nostalgie und so. Geil. Ich liebe das. Aber jetzt denke ich mir halt so, wann sollen die Kinder... Also, guck mal, du wahrscheinlich auch. Ich habe halt mit 17 iPhone bekommen. Heißt, ich habe halt so einfach dieses... Ich kennt ein Kind heute dieses Gefühl, wenn du so auf die Decke starrst, du hast Scheiße gebaut. Ich habe mit 6 Jahren erste Zigarette geraucht. Zwar abgefuckt, also so, das waren halt so, ich habe so Ältere bei mir damals Hut gesehen, wie die geraucht haben, und gesagt, ey Digga, du gehst nicht petzen, du musst mit uns mitrauchen. So meine Mutter, so, verstehst du auch, Junge, du bist 6. Ja krass, nee, so. Und da habe ich halt so Ding bekommen und dann starrst du die Decke an, Digga, und du bist so gefühlt, du hast Wochenende Hausarrest. So, du kannst nichts machen, starrst Decke an. Jetzt, Bro, du bist... Keine Ahnung, die ist beim Kacken lang, weil ich habe Otto-Katalog angeguckt, da Unterwäscheseite habe ich mir einen runtergeholt. So, das war höchste der Gefühle. Nein, du weißt, was ich meine. Das ist so das höchste der Gefühle, was du hast. Jetzt, Bro, du hast ein Handy, was hast du da alles? Otto-Katalog. Wie asozial. Das ist aber geil. Aber weißt du, was ich meine? Was denkst du, die App, die du am meisten benutzt auf dem Handy? App? Wenn du jetzt nach Bauchgefühl gehen würdest. YouTube? Ja? Mhm. Platz 1? Platz 1 YouTube. 100 pro. Krass. Bei dir? Google Earth. Weil ich will mir die Fahrradwege in Peru angucken. Nee, ich glaube, bei mir ist es wirklich auch YouTube. Weil ich bin, guck mal, ich bin ja noch, Platz 2 ist safe bei mir Facebook. Ich bin ein richtiger Facebook-Nutzer noch. Echt? Ja, ich bin nur auf Facebook. Was machst du auf Facebook, Bro? Facebook ist brutal. Erstmal hast du nicht diese ganzen... Das sind nur so 40-jährige Frauen, die Candy Crush spielen? Nein, Quatsch. Facebook geht richtig ab. Was geht auf Facebook? Facebook ist erstmal nochmal Original Rassismus. So. Erstmal, da gibt's noch Original Rassismus. Ich glaube, auf Insta und TikTok wird das so zu sehr gefiltert. Und Facebook ist so viel... Also Facebook kriegst du viel Content, was so Politik abgeht. Dann siehst du viele coole, lustige Videos, paar Memes gerne. Und ich sehe so ein bisschen so, was die Leute aus meiner alten Schule gemacht haben. Klasse, ja, okay. Also echte Social Media. Ja, so echte Social Media noch so. Und ich finde, da Komplexe. Ist so kein unnötiger Scheiß. Zum Beispiel bei TikTok, ich sehe nur so irgendwelche Leute, die so, keine Ahnung, ein Lied, einen Song nachmachen und dann so machen. Ich schwöre, was ist das? Und dann denke ich mir, was bringt mir dieses Video? Es bringt mir ja gar nichts, das anzugucken. Was mich fasziniert, so stundenlang, wie die so Teppich reinigen. Wie die so Teppich sauber machen. Bei mir ist so diese Pickel ausdrücken, das ist so mein Scheiß. Du bist ein richtig ekelhafter Typ, Alter. Nein, geh weg. Nein, kennt ihr das nicht? Bin ich raus. Oh, Bruder. Aber nicht so diese entzündeten, sondern so diese clean, wo die so zu Dermatologe gehen und die ziehen so raus. Boah, ekelhaft. Boah, das ist schon satisfying, Digga. Was? Aber das mache ich jetzt nicht immer, sondern halt so manchmal. Nee, TikTok gucke ich nur so diese Teppichreinigung. Oder Chemie-Videos mag ich. Chemie? Ja, wo die so die irgendwie so Experimente, ja, so Scheiße machen. Bei YouTube gucke ich mir gerne oder diese... Oder Goldschmelzen. Ja, das ist auch geil. Ja, bei Goldschmelzen ist auch geil. Und bei YouTube ist so ein Typ, der hat mich voll hängen geblieben. Das habe ich auch mit ihm mal gemacht.
Der Typ mäht einfach so Rasen. Bei so verlassenen Häusern in Amerika. So eine Stunde, man guckt sich das an, wie er das so macht und so. Da bin ich hängen geblieben so. Aber Facebook ist bei mir Platz 2, Platz 1 YouTube. Und ich versuche jeden Tag eine Doku zu gucken. Oh, was war die letzte, die du geguckt hast? Heute, auf der Fahrt hierher. Welche? Mokro Mafia aus Niederlande. Oh, sind es die, die auch diesen Ermittler oder Staatsanwalt dort vor diesem Gericht auch erschossen haben? Oh, was haben die nicht gemacht? Ja. Also krass, ganz krass, harter Shit. Also, was? Die sind jetzt dort richtig hart geworden, deswegen ist ja in Hamburg schlimmer geworden. Diese du musst dir überlegen, das ist gerade mal ein paar von uns vielleicht gefühlt unter 10 Stunden Autofahrt, was da abgeht. Ne? Gestern habe ich mir eine Doku reingezogen, dass... das sind so Sachen, die sind so gefährlich, ich hätte Schiss darüber zu reden, Alter. Ich hätte richtig Interesse, mit so Kripo-Beamten oder so über so Sachen zu reden, aber ich denke mir so auf der anderen Seite. Nee, Mann, oder? Ich bin da raus, ich bin da sowieso ein Angsthase. Was ich sagen wollte, nee, Doku habe ich gestern gesehen, über New York. Dass New York dafür bekannt ist, Träume erfüllen zu lassen oder platzen zu lassen. Mhm. Dass sehr viele Amerikaner oder sehr viele Leute aus dem Ausland, Europa, Asien, nach New York gehen, weil die sagen, da kannst du noch deine Träume verwirklichen. Da geht es vom Tellerwäscher zum Millionär. So diese für 5.000 Euro ein Zimmer, Bude. Und genau, die Doku habe ich mir gestern angeguckt, weil ich bin so wissenshungrig. Ich mag das gerne, immer so über Sachen Dokus Bescheid Baba. Zu wissen. Dokus sind, aber die müssen geil sein. Diese Arte-Dokus sind richtig Baba. Ja, Terra X ist cool, Terra Arte. Aber was ich auch geil finde, ist Galileo. Obwohl Galileo so plump ist, jetzt guck mal, du runzelst schon die Stirn, weil du so ein Kasache bist. Ayman Abdallah. Ey, der ist ein geiler Typ. Deutsche George Clooney. Ja, der sieht richtig aus. Der sieht echt aus wie George Clooney. Bei Galileo ist, man denkt, das ist mal plump, weil es so einfach ist. Du hörst dann so eine Frau und einen Mann einfach reden, bla bla bla. Aber im Hintergrund gibt dir Galileo voll viele krasse Informationen. Zum Beispiel, Galileo hat so eine Hongkong-Doku, die geht so 20 Minuten, wo einmal es darum geht, wie heißt sie nochmal? Au-pair einmal lebt, einmal ein Immobilienmakler lebt und einmal wie so ein Reicher lebt in Hongkong. Geil. Und jetzt denkst du dir, ach, voll langweilig, was soll ich mir das angucken? Ne? Aber wenn du das anschaust, hast du plötzlich Wissen, wie sind die Mietpreise in Hongkong? Wie ist Hongkong gebaut? Warum ist es so gebaut, wie es ist? Warum gibt es da überhaupt Au-pairs? Weil die eigentlich Chinesen, Philippinen, sehr viele Thailänder gehen ja ins Ausland, um Au-pair zu sein. Warum gibt es in China das? Und wo machen dann die Leute Geld? Wie viel ist das Grundeinkommen? Das siehst du einfach in so einer 20-Minuten-Doku von Galileo. Aber die Leute denken einfach, ja, da erzählt eine Au-pair, wie die zwei Kinder vom Kindergarten abholt. Was man erstmal per se erstmal so sieht. Aber die ganzen Grundinformationen hast du dann auch. Deswegen finde ich Galileo auch geil. Ja, aber so Gedanken sagen immer mehr über einen selber aus, als über das, was du dann tatsächlich guckst. Nee, da gibt's voll geile Sachen. Also ich feiere sowas voll. Ich finde auch generell, dass die Dokus immer besser werden. Das letzte, was ich mir reingezogen habe, war diese dreiteilige Elon Musk-Doku, die war gut. Die habe ich noch nicht gesehen. Auf ZDF, die ist gut. Die kann man sich echt geben. Ja, die ist echt stark. Vor allem die erste ist so, du siehst so richtig, wie der Typ halt, also du siehst viele von diesen Aufnahmen, bevor der so viel so diese kritischen Phasen und wie hart es war, dem seine Ex-Frauen reden dort so voll ehrlich, dem seine Mutter und so. Schon geil. Krass. Also schon echt. Deine Ex-Frau ist ja auch diese Amber Heard, ne? Die war nicht dort. Also die ist auch, glaube ich, der hat ja mehrere, Bro, der ist so einer, der so diese Kindergeldtrick macht. Deswegen ist der Milliardär. Der hat einfach so 18 Millionen Kinder angemeldet. Oder so. Was? Der hat 9 Kinder oder so. Ja, einer heißt so wie so ein Ikea-Schrank, ne? Ja, ja, wie so ein Transformer. So. Transformers, X, Y, so. Wie so ein PlayStation-Controller. So Dreieck, Viereck und so. Amber Heard, die hat einfach Johnny Depp auseinandergenommen, ne? Boah, das war auch witzig. Aber das war auch wieder so ein Fall. Die ist dorthin gegangen und der hat versucht nicht. Und dann, aber dann, all diese ganzen, ich weiß nicht, diese ganzen Dingerfilme. Amerika ist sowieso anders. Da fliegst du, keine Ahnung, fliegst du auf den Boden. In den Supermarkt kannst du 6 Millionen verklagen. Hier wirst du zusammengeschlagen, bist querschnittsgelähmt, kriegst du so 5.000 Schmerzengeld. So voll eine ganz andere Welt, ne? Ja, das ist echt so. Das hat dieser eine Typ doch, hat doch bei, ich glaube, Starbucks oder eine andere Kette verklagt um ein paar Millionen, weil auf dem Becher nicht drauf stand, heiß, aufpassen, das heißt, bitte nicht trinken. Starbucks, ne? Weil der Typ hat getrunken und hat sich verbrannt. Und er sagt, das hat mir ja keiner gesagt. Und dann haben die das auf diese Plastikbecher. Ja, Amerika. Sag mir mal, weißt du, was mich interessiert noch?
Ja, gerne. Wie machst du mit deiner, das ist jetzt, ich weiß, wir sind lang, aber wie machst du das mit deiner Psyche so weiter? Also, weil das interessiert mich ehrlich, weil du bist so, du bist ja gerade, du machst den Podcast, du hast dieses Ding so alter Scheiern, neuer Scheiern, du bist jetzt so in diesem, sag ich mal, so, glaube ich, diesem Prozess, wo du dieses Neue als positiv wahrnehmen kannst und nicht mehr so in die Vergangenheit gucken musst. Ja. Ich fühle das voll. Bei mir auch mit Rücken, Fitness früher machen, bla bla. So, man will immer, ja, wenn ich jetzt noch so wie früher und das, man will immer diese Ultra-Kombi haben. So wie früher sein mit dem, was man heute weiß. Aber irgendwie geht es dann nicht. Gehst du weiter in Therapie? Was ist gerade so dein Stand? Ich zum Beispiel habe auch ein Video gemacht Ende des Jahres, mir ging es scheiße. Ich bin dann so ein Typ mittlerweile, ich komme so, ich zeig's im Moment. Mir geht's jetzt scheiße, ich rede jetzt drüber. Ich glaube, du hast einen Tag, ich habe Panikattacken-Video gemacht, du hast, glaube ich, ungefähr da in der Woche auch dieses Depression-Ding hochgeladen. Ja? Ja, ich glaube, es war irgendwie so, da warst du noch nicht da, Eddie. Da warst du noch woanders. Wo warst du denn? Studieren? Oder warst du in Peru? Du hast da Fahrradweg gebaut? Nigeria wurde. Ja, Korruption, sehr gut. Der war Jamaika. Also krass, also es war dann so zeitgleich. Ja, ich glaube, es war ungefähr so denselben Dreh. Ich sag dir ganz ehrlich, Tim, ich habe gerade nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich mit meiner Psyche noch in der Zukunft machen will. Was ich mir selbst wünschen würde, ist, nochmal in die Therapie zu gehen. Hast du aufgehört? Ja, ja. Und weil es einfach zu Ende war. Und ich überlege, nochmal wieder zu gehen. Nicht, weil ich sage, ich brauche das unbedingt, weil das Werkzeug habe ich drauf. Es tut mir einfach gut, mit jemandem zu reden, der intelligent genug ist, mich zu verstehen und meine Gedankengänge so zu verstehen und zu sortieren und auch dann mir auch Feedback zu geben. Das fehlt mir so ein bisschen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich finde auch, sollst du als gesunder machen. Ja, guck mal, ich bin gerade im Zwiespalt. Ich mach's noch nicht. Ich habe mich entschieden, ich will mein Restaurant verkaufen. Okay, weniger Stress und so? Genau, weniger Stress. Ich suche da gerade einen Käufer und sag, okay, ich will das abgeben. Diese Sicherheit, die man die ganze Zeit haben wollte mit einer anderen Einnahmequelle, das ist mir das nicht mehr wert für den Stress. Und deswegen suche ich da gerade einen Käufer. Wenn ich das verkauft habe, dann möchte ich gerne mir mal für mich ein paar Monate Auszeit nehmen. Heißt nicht vom Business, sondern einfach für mich privat. Das heißt, ich würde gerne mal ein bisschen die Welt sehen. Ich würde ein bisschen reisen. Geil. Weil ich hatte jahrelang Flugangst. Habe ich ja immer noch. Habe ich auch. Aber ich nehme ja Tabletten dafür, dass ich fliegen kann. Echt? Was nimmst du so? Benzos oder? Nee, ich nehme Tavor. Der ist Benzo. Bro, was? Der nimmt Tavor, um zu fliegen? Ja. Brutal. Seitdem fliege ich wie ein Weltmeister. Ja, ja. Du pass auf, dass du nicht zu viele von denen schluckst. Nein, das ist nicht. Die sind gefährlich. Ja, ja, die sind gefährlich. Du bist auch schnell abhängig. Sehr schnell. Kannst du in 2 Wochen abhängig werden von der Scheiße. Das ist auch kein Aufruf, das zu machen. Also ich würde die niemals so einfach so nehmen, weil die bringen nichts, so einfach so für mich. Ich habe einmal Tavor bekommen, bevor ich hatte Angst vor Nadeln. Ich musste MRT mit so Kontrastmittel und so. Bruder, ich war danach, Alter, mir war alles scheißegal. Ja. Ah, Bruder. Deswegen funktionieren die auch im Flug. Und weil es krass ist, oben wirken die noch härter, weil du ja in der Luft bist. Boah, nimmst eine. Ich schwöre, da kann so ein Ding kommen, so ein Ahmed mit so einem Maschinengewehr. Im Flugzeug und sag, ich entführe. Und ich sag so, na und du, so interessiert dich nicht. Ey, aber das ist so ganz kurz nur das Übel gefährlich. Also du kannst in 2 Wochen kannst du abhängig werden von der Scheiße und also. Du sollst nicht 2 Wochen am Stück fliegen. Sag es mal so. Ja, ja, ja. Und nimm das nicht for fun und guck nicht Netflix damit und so. Nein, das nicht. Also auf jeden Fall, ich tue das sehr, sehr sorgfältig einnehmen und immer mit Absprache mit dem Arzt. Das mache ich immer. Und der gibt mir auch immer nur so 2 Stück mit. Diese Filmtabletten, ja, ja. Er gibt die mir nur mit. Die sind ganz dünn, die sagen. Ja, ich rufe den Arzt an und ich sage, ey, ich muss wieder fliegen. Muss das sein? Kannst du nicht mal ohne? Mach doch eine Flugangsttherapie. Ich sage, yo. Sonst kriege ich eine Panikattacke, weil ich kriege im Flugzeug eine Panikattacke. Bruder, ich auch, aber ich weiß, wenn ich das anfangen würde zu nehmen, ich werde Junkie. Nein, deswegen muss immer mit Sorgfalt und mit guten Gedanken. Pro jede Turbulenz, ich denke, okay, Gott. Danke, dass ich leben durfte. Aber ich bin jetzt so oft geflogen, dass ich genau an den Geräuschen erkenne, was gerade passiert. Ja? Ja, ich weiß genau, okay, Landeklappen werden ausgefahren, Fahrwerk fährt ja, aus. Ja, okay, das, ja, ja. So, dann sage ich, okay, alles klar, der hat jetzt den Rumpf gerade ein bisschen gesteuert und so weiter. Ich höre alles, weil ich jetzt öfters fliege. Und ja, ich will ein bisschen die Welt sehen. Ich will ein bisschen, ich möchte gerne wirklich so
wenn es mir wieder ein bisschen besser geht, auch geschäftlich und wieder ich wieder mitten im Leben bin, dass ich sage, ich mache wieder YouTube, ich mache wieder Straßeninterviews, ich gehe wieder voran. Da würde ich gerne, mein größter Wunsch ist, einfach mal nach Afrika zu gehen. Nigeria oder... Gucken, wo die 100 Millionen sind. Die 100 Millionen auf Schatzsuche. Sind. Nein, wirklich so nach Ghana oder... Ich möchte gerne einen Brunnen bauen, aber ich möchte gerne da selber hin. Ich will nicht einfach nur jemanden bezahlen und dann so ein Namensschild kriegen. Weißt du, was die, dass die oft so tun, als würden die Brunnen bauen und dann... Ja. Also so die fangen so an, kommen, bringen dann dir so 100 afrikanische Kinder. So, ja, du fühlst dich kurz richtig krass, als wärst du so ein King, der so Wasser gemacht hat. Dann gehst du und dann bauen die das alles wieder ab und... Deswegen will ich selber so 3-4 Wochen vor Ort sein und wirklich mitmachen. Weil ich will, weißt du warum? Nicht. Für mich ist es, ich will was zurückgeben. Ich möchte wirklich was zurückgeben, weil es ist nicht selbstverständlich, das Privileg, so ein Auto fahren zu können. Ja. Was ich jetzt fahre, für mich ist nicht Privileg, ist ein Privileg, ein gutes Zuhause, einen schönen Neubau zu wohnen, mit seinem Wunsch und mit seinem, das, was dir Spaß macht, Geld zu verdienen. Ja. In einem 26 Grad warm Zimmer Podcast zu drehen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin jetzt 2 Jahre durch eine schwere Zeit gekommen oder gegangen, wo ich nicht ganz raus bin, aber ich bin noch drinnen, aber ich hab den Berg geschafft, sagen wir es mal so. Ich bin über dem Berg und ich möchte einfach was zurückgeben. Ich habe das Gefühl, dass ich das muss und das will vom Herzen, dass ich sage, ich gebe was zurück, ich will was zurückgeben und ich will da anfangen. Jetzt gibt es auch Leute, ja, aber in Deutschland machen wir auch Armut. Ja, aber wir müssen ja irgendwo. Für mich ist es da. Bro, jeder, der es kritisiert, du kannst ja aussuchen, was du tun willst. Hate genau. Nicht bei anderen. Mach, was du, wenn du sagst, es gibt was Schlimmeres auf der Welt, dann so, kümmer du dich drum. So sieht's aus. Dann würde ich gerne mal nach Thailand, einfach mit dem Rucksack. Jetzt nicht einfach so mit dem Shuir 5-Sterne-Hotel. Und bisschen boing boing. Ja, genau. Bisschen Eier baumeln lassen. Einfach mal durch den Wald. Ich will so Thailänder auf Bäumen sehen, die dann so runterspringen. Ja, keine Ahnung, so Klischees. Und so Erdfuttern. Bruder, was meinst du? Was für Thailänder, die auf Bäumen sind? Ja, so Bäume, dann will ich so, ich will einfach so ein bisschen die Welt sehen. Ich will ein bisschen, ich will wieder ein bisschen geerdet werden. Geil, aber. Und will dabei wieder mit YouTube anfangen. Podcast, dieses Jahr wird Arena-Tour sein, Ende des Jahres, im November. Da sind wir in 6 Städten, auch unter anderem bei euch. Dann seid ihr gerne herzlich eingeladen in Stuttgart. Ich komme, ich beginne uns bepissen vor Lachen. Schleierhalle. Heißt die Schleierhalle, ne? Ja. Genau, dann sind wir in Berlin. Wir sind in Oberhausen. Wir sind in Oberhausen. Oberhausen, kommt alle vorbei. 2-mal Oberhausen in meinem Leben. Hamburg, Frankfurt, Stuttgart. Alter, ihr habt viele Dinge. Wie viele Gäste erwartet ihr pro Tour? So zwischen 8.000 und 12.000. Also Mercedes-Benz-Arena in Berlin passen 12 rein. Die wird jetzt umgenannt. Jetzt bald, die heißt jetzt bald Uber-Arena. Deswegen hast du diese Uber-Eats-Filme. Genau, habe ich heute gelesen. Ja, da passen 12.000 rein. Ob wir jetzt 12.000 rein? Es sieht aber gut aus. Wie viel habt ihr verkauft schon? Kaum. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe die Zahlen. 6, 7? Wie meinst du jetzt in jeder Stadt? Nein, in Berlin. Habt ihr Berlin voll? Nein, noch nicht. Halb? Ja. Krass. Ja. Da werden vor allem kurz davor. Aber wir haben noch 11 Monate. Ja, eben. Wir haben jetzt noch 11 Monate, sagen wir mal noch 10. Tour sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Wir kriegen jetzt nächste Woche nochmal die aktuellen Zahlen. Ich habe jetzt nur einen Stand vor 2 Wochen. Diese Pader schmeckt, ich mach Tour. Ja, aber... Es ist teuer. Es ist sehr teuer. Also ich glaube, was die Show kostet, jetzt Pi mal Daumen, was wir jetzt auf dem Papier hatten, war, ich glaube, 1,5 Millionen, 1,6 Millionen kostet die Show für diese Städte. Boah. Allein die Produktion. Wie viel kostet ein Ticket? Tickets fängt ab 35 Euro an. Und wie viel ist so diese, man darf einmal Backe-Backe mit euch machen, Ticket? Backe-Backe? Diese VIP, der Spaß macht. Achso, ja, wir haben VIP-Tickets. Ja. Das sind die Golden Seats direkt am Anfang, die sind 99 Euro. Boah, das ist
Fair. Und dann gibt es, glaube ich, für 69, dann für 45, 46 und für 35. Gibt ja dann diese so, du darfst einmal Furz riechen im Backstage, 1000-Euro-Ticket. Ja, das machen wir, wenn jemand früh kommt und uns sieht, kann er gerne reinkommen. Also wir haben da kein Problem, wir sind ja sehr offen für sowas. Aber allein die Produktion, die Show, das wird schon sehr hart. Und ich muss überlegen, da gehen so 2-3 LKWs, kommen damit. Wir fahren damit so 2 Tourbussen, das ganze Team. Also, das muss krass Feeling sein. Also Frankfurt war schon krass. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einer Bühne war. Und dann auch direkt so groß. Wie viele Leute waren da? 2,7. Das ist auch viel Menschen, Digga. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt... Boah, ich schwöre, ich könnte nicht mal vor 27 Leute da... Genau, und jetzt haben wir eben halt, wenn man so von so einer großen Arena, wo jetzt großartige Künstler gespielt haben oder spielen werden noch, bist du auf der gleichen Bühne. Ich bin gespannt, was daraus wird. Weil die Leute denken einfach, wir machen jetzt 90 Minuten oder so oder 120 Minuten Podcast. Das wird aber nicht der Fall sein, weil wir haben Show, wir haben Stargäste, wir machen selber Musik, wir werden geile Gäste haben, wir machen Spiele, Interaktionen, es wird ein richtiges Entertainment-Paket. Google Earth, wir werden über Peru sprechen und ich kann euch eins versichern, Nisa ist live asozialer als im Internet. Ja, leider. Deswegen, nach jedem Auftritt, ich habe immer so Angst, dass die Leute filmen und das online stellen. Weil der schämt er sich, weil der denkt, hier sind keine Kameras, hier kann ich ja sagen, was ich will. Ich schwöre, ich bin auch so. 10%. Naja. Ruf an, sagt denen, die sollen in den Mediamarkt gehen. Eigener Spaß. Nee, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast vorhin dieses Toolkit gesagt. Was sind diese Werkzeuge, die du mitgenommen hast aus dieser ganzen Therapiephase? Was sind so diese 3, 4, 5, was auch immer, Sachen, die du... Ohne Nominierung. Scheiß drauf, einfach. Einfach. Ich glaube, dass ich muss ein bisschen kategorisieren. Ich glaube, das Wichtigste war, zu lernen, zu akzeptieren. Mhm. Wenn du etwas akzeptierst, ist es in dem Moment kein Problem mehr. Liebeskummer ist nichts anderes, als nicht zu akzeptieren, dass dieser Mensch gegangen ist. Mhm. Du hast kein Herz, dein Herz ist nicht gebrochen, du hast keinen Herzschmerz. Du akzeptierst einfach nur nicht, dass dieser Mensch nicht da ist. Und sobald du es aber akzeptierst, dass dieser Mensch gegangen ist, dann ist dein Liebeskummer sozusagen vorbei. Trauer, wenn jemand stirbt, jemand Geliebtes von uns, ist nichts anderes, dass du es nicht akzeptierst, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Und wenn du lernst zu akzeptieren, dass dieser Mensch da nicht mehr da ist, lebst du auch wieder weiter. Klar lebst du nicht mehr wie zuvor, weil du einfach so sehr jemanden verloren hast, wie zum Beispiel einen Elternteil oder Geschwister, Gott bewahre, Kinder und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, akzeptieren ist ein sehr, sehr wichtiges Tool gewesen. Zu akzeptieren, ja, ich bin krank. Akzeptieren, dass ich jetzt damit leben muss, weil ich jetzt das erkannt habe und jetzt daran arbeiten muss. Dann zu akzeptieren, dass ich diese Werkzeuge annehmen muss, zu akzeptieren, dass ich sie umsetzen muss, akzeptieren, dass Leute mich auslachen können, akzeptieren, dass ich kein Verständnis dafür kriege, akzeptieren, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehen kann, akzeptieren, dass ich nicht immer gute Resonanz dafür bekomme. Das sind alles Prozesse, du hörst immer wieder, es muss immer Akzeptanz da sein. Das war ein wichtiges Tool für mich. Dann Selbstreflexion, sehr, sehr wichtig. Schau dich selber an, guck, sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du nicht selber zu dir ehrlich bist, zu wem dann? Guck einfach, dass du dir alles aufschreibst. Mach dir Notizen. Du kannst klar alles im Kopf ein bisschen bearbeiten. Deswegen haben Leute, glaube ich zumindest, die ein Tagebuch schreiben, ein ganz anderes Empfinden für Stress, ganz anderes Empfinden für Sachen zu kategorisieren oder damit umzugehen, weil sie alles niederschreiben. Weil ich glaube, das ist so ein, ob es jetzt Placebo ist oder ob es wissenschaftlich bewiesen ist, weiß ich nicht. Wenn du etwas niederschreibst, ist es erstmal raus von deinem Kopf. Gibt es viele Studien, die da echt, wusste ich jetzt nicht. Zeigen. Das ist jetzt nur mein eigenes Gefühl gewesen. Und wenn du das einfach aufschreibst, also Notizen machst, mach dir so wie so eine Flipchart im Notizheft und sag dir, okay, was Step 1, Step 2, Step 3? Kleine Schritte für große Ziele. Kleine Schritte sagen erstmal, ich akzeptiere erstmal, dass ich krank bin. Dann hast du erstmal 90% gewonnen. 90% deiner Krankheit hast du schon besiegt. Es ist nur dieser eine Schritt.
Das ist nicht Therapie, 2 Jahre, 3 Jahre dann mit noch umzugehen, 5 Jahre deiner Familie das zu erklären. Scheiß drauf. Es wird ja langsam besser. Es wird besser. Wenn du akzeptierst, dass du die Krankheit hast, dass du depressiv bist, dass du, keine Ahnung, dass du eben halt fresssüchtig bist, ja, oder dass du magersüchtig bist. Wenn du es akzeptierst, dass du es wirklich hast und nicht sagst, du wiegst 33 Kilo, du stirbst fast und dann sagst so, nö, was die Leute sagen, ist mir egal. Wenn du akzeptierst, dass du krank bist, ist schon mal 80%, 90% geschafft. Schreib dir Notizen auf, sei selbstreflektiert, sehr, sehr, sehr wichtig, war gutes Werkzeug. Und rede mit den Leuten. Rede mit den richtigen Leuten. Rede nicht mit den falschen Leuten. Und wenn es sogar jemand ist, der ein bisschen weiter entfernt ist, allerdings er versteht dich, weil er es kennt, suche Gleichgesinnte. So entstehen auch gute Freundschaften. Genau, such Gleichgesinnte. Guck mal, ich habe mich ganz anders gefühlt, obwohl ich ein erwachsener Mann bin, dass du das auch durchlebt hast. Man denkt, du bist nicht der einzige Trottel. Ja, also man hat ein ganz anderes Gefühl. Ich fühl mich direkt mit dir so anders verbunden. Ja, ja, ja. Obwohl wir uns gar nicht davor noch nie so jetzt persönlich getroffen haben. Aber ich sage, ey, das ist was. Ich habe das Gefühl, dass du gesagt hast, wie die reden und so. Dieses ganze, ja, Bro, ich mach dir, ich dribbel, bla bla bla. Das ist genauso, du gehst jetzt in einen Raum voller Influencer und du siehst plötzlich einen Jugo. Du gehst zu dem hin und sagst, ey, das ist mein Bruder. Hey, was geht? Alles klar. Ich gehe andere Straße, der Spaß. Nein. Oder wenn du irgendwo, zum Beispiel genauso, wenn ich jetzt jemanden sehe, der, keine Ahnung, auch YouTuber oder ein Podcaster ist, und ich sehe aber jetzt 5 Fußballer, dann weiß ich, ey, ich kann mit dem besser gerade kommunizieren. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Du hast halt eine Gemeinsamkeit. Genau. Vor allem so eine eigenartige Gemeinsamkeit, das so ein nicht Tool, so eine oberflächliche. Das ist so ein Tool, was ich den Leuten empfehlen würde, und sich weiterzuentwickeln. Nicht stehen zu bleiben. Du lernst nie aus, egal wie alt du bist. Es gibt jemand, der in gewissen Bereichen immer schlauer ist als du. Und das ist auch okay. Ich finde, du kannst neidisch sein auf gute Dinge. Wenn jemand zum Beispiel sehr viel Fitness macht, sei neidisch. Das ist was Schönes. Kümmer dich um deinen Körper. Ich muss auch ein bisschen wieder mal die Putzel wegkriegen hier, die Wampe. Kriegen wir hin. Sei neidisch, wenn jemand gut in der Uni ist. Guck auf andere Leute, schau auf andere Leute. Aber sei nicht besessen, dass du so. Du musst nicht so sein, wie sie sind. Nimm dir einfach gute Sachen raus. Ich gucke ja auch andere Leute an und sage, ey, guck mal, wie er interviewt, wie er das macht, das ist cool, das gefällt mir. Ey, so seine Denkweise ist nicht schlecht, die würde ich gerne mal bei mir im Gehirn aufnehmen. Das ist immer schmaler gerade zwischen Inspiration und so diese toxische Vergleich, so, wo du genau. Es immer schlecht machst. Und das Letzte, was ich empfehlen kann, Fahrrad kaufen? Für Peru, ja. Nein, wirklich jetzt. Und das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Sortier diese ganzen Arschlöcher aus deinem Leben aus. Ob es die toxische, ich mag das Wort sowieso nicht, aber toxische Freundin ist, die nur abgefuckt ist, weil ihr Ex-Freund sie 3-mal betrogen hat und sie redet immer noch darüber. Und sagst so, ja, mein Ex-Freund, ja, aber ich liebe ihn. Diese Menschen weg aus deinem Leben. So. Die bringen dir nichts, die fucken nur ab. Leute, die immer wieder nur meckern, jammern und dich immer wieder in ihre Welt ziehen wollen. Dass sie immer wieder sagen, du bist keine gute Freundin, du bist kein guter Freund, wenn du nicht für mich da bist. Hör mal zu, ich meine auch ein eigenes Leben. Ja. Und wenn du da versauerst, weil du das nicht begreifen willst, ich habe mir 100-mal schon die Zeit wegen dir genommen. Ich habe mir 100-mal schon dir mein Gehör geschenkt. Ich habe 100-mal dir Tipps gegeben, wie du da rauskommst. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Aber ich kann nicht stehen bleiben, ich kann nicht zurückgehen, ich kann dich nicht als Last mitnehmen. Ja, 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 ich verstehe voll, was du meinst. So, seit ich gesagt habe, achte in deinem Umfeld, wenn du gute Leute um dich herum hast. Es heißt nicht, jeder muss erfolgreich sein. Nicht jeder muss Millionär sein und den musst du dann besser respektieren oder so. Oder schneller lieben oder besser lieben. Das meine ich nicht. Ich meine nur Leute, die dir negative Einflüsse geben, egal in welcher Hinsicht. Die wollen dich bremsen. Die stoppen ihre Entwicklung und wollen deine auch stoppen. Genau. Damit sie nicht alleine sind. Genau, danke. Du hast es perfekt beschrieben. Sortiert aus, auch wenn es schmerzhaft ist. Wenn es sogar leider Gottes der eigene Bruder ist. Das ist übel hart. Wenn es der eigene Bruder ist, wenn es die eigene Tante ist und Onkel ist, wenn es sogar vielleicht deine eigene Mutter und dein Vater ist, wenn sie schlecht zu dir sind. Ja? Weil ich habe ein gutes Elternhaus zum Glück. Ja? Ich liebe meine Eltern. Meine Eltern haben mich großartig liebevoll erzogen. Immer mit Liebe, mit Verständnis, mit Neutralität, mit ohne Hass, ohne Schläge, ohne nichts. Die waren sehr, sehr, sehr lieb. Die haben immer mit mir geredet. Deswegen auch einen großen Dank an meine Eltern, was sie jahrelang mitgemacht haben. Dass diese Menschen
weil ich das nur so kenne, kann ich nicht davon ausgehen, wenn jemand sagt, boah, mein Vater ist so ein Arschloch. Oder meine Mutter war eine M. Oder eine H. Ich sage andere, ich sag, wie redet der über seine Eltern? Ja, weil ich es nicht anders kenne. Weil ich kenne meine Eltern nur gut. Ja? 10%. Ja, ja das, so, das ist mein Schlusswort, ehrlich gesagt. Gut. Aber ich fand, Baba, ich sag euch ehrlich, wann immer du wieder Bock und Zeit hast, wenn ein bisschen Zeit ist. Komm doch gerne bei uns vorbei, wenn du... wenn ihr gelangweilt werden wollt. Nein, wenn du Bock hast, Shitstorm zu bekommen und wenn du deine Karriere gegen die Wand fahren willst oder ein bisschen Brücken willst, komm doch gerne bei uns die deutschen Podcasts vorbei. Du bist gerne herzlich eingeladen. Dann kannst du mal die Karriere gegen die Wand fahren oder auf den Drahtseilakt. Nein, aber es war echt geil, Real Talk. Also ich muss sagen, ich... das, was ich am Anfang gesagt habe, ich wiederhole mich, mich inspiriert schon, wie frei du da bist. Du bist ein sehr vielseitiger Mensch. Ist selten, dass ich, also was ist selten, aber ich glaube, du warst nicht gelangweilt. Nein, ich fand es Hammer. Es war ein geiles Gespräch mit dir, du bist ein geiler Gesprächspartner. Und danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, es war mir wirklich eine Ehre, weil ich feiere das Format, ich feiere dich als Person, dein Team ist Hammer. Alle super nett, lustig, verstehen Humor, haben ein geiles Verständnis. Die Atmosphäre war geil, die Stunden habe ich nicht gemerkt. Und ich bin überrascht, dass es noch gute Leute in diesem Business gibt, die so ehrlich und transparent sind wie du und auch sagen, was sie denken. Ich feiere dich dafür. Du bist ein geiler Typ und ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir irgendwann mit dem Fahrrad mal in Peru sind, auf den Fahrradwegen. Und darüber bis zum nächsten Podcast, spazieren auf Fahrradweg in Peru. Genau, für 300 Millionen, was wir bezahlt haben. Also. Aber davor geht ihr jetzt Instagram und entfolgt jemanden. Macht sauber. Sehr gut. Macht sauber und wechselt eure Nummer. Das Beste, was ihr überhaupt machen könnt. Habe ich auch gemacht. Das ist echt schlau. Und dazu ein Bastard, meine Nummer weitergeben, wieder wechseln. Also, mach's gut. Ciao.